Hallihallo, liebe Grüße, willkommen aus Ratingen. Ich bin Writing Bull, ich bin zu Gast bei Asus, bei Republic of Gamers, so heißt deren Label, in Ratingen über Düsseldorf. Das ist Frank Sirius. Hallo und guten Abend. Frank hat mir eine Sache voraus und ich hoffe, im Laufe des Abends bei einer anderen Sache nachrüsten zu können. Er hat voraus, dass er sich gut mit Hardware auskennt. Mir fehlt etwas, was ich im Laufe des Abends bekomme, nämlich ein neuer PC. Genau, also wir wollen Gaming-PC zusammenbauen aus Hardware-Komponenten, also jetzt nicht einfach einen fertigen Rechner aus dem Regal nehmen, wie man es vielleicht kennt, sondern wirklich mit Einzelteilen arbeiten, dass wir mal sagen, hey, hier ist das Case, da kommt das Mainboard rein, da kommt die CPU, also der Prozessor rein, wie wird die Grafikkarte eingesetzt? Ich glaube, das ist so gar nicht dein Thema bis dato gewesen. Ach, habe ich den Eindruck erweckt? Ja, Und wir zeigen jetzt eigentlich mal, dass es nicht so sonderlich schwer ist. Also im Großen und Ganzen ist es so ein bisschen wie ein großer Lego-Baukasten für Erwachsene. wir müssen der Vollständigkeit halber sagen, ich habe Frankfurt einen heiligen Eid abgenommen. Er hat auf seine ROG Zuhause-Ausrüstung an den heiligen Eid abgelegt, dass jeder mitkommt, dass jeder alles versteht. Hohe Herausforderung an dich. Ja, nee, eigentlich nicht. Also es gibt sicherlich ein, zwei Momente beim PC-Bau, wo man sagen muss, hey, hier aufgepasst. Aber der Großteil ist wirklich, man muss sich mal vorstellen, jeder Stecker passt nur in eine bestimmte Buchse. Ja, also das ist so, der runde Stecker passt in die runde Buchse, der quadratische in die quadratische, sodass man grundlegend erstmal nicht so wirklich viel falsch machen kann. Also es ist mehr wirklich, du wirst so merken, es ist wirklich mehr Schrauberei. Also man dreht halt Schrauben fest, man steckt Stecker an vorgelegte Stellen. Und am Ende läuft das Ding. Also es ist nicht richtig kompliziert. Klingt so, als sollte alles funktionieren. Was im Endeffekt fertig sein wird, ist halt mein neuer PC, Writing Bull. Ich bin YouTuber, Streamer und spezialisiert auf Previews von aktuellen Strategiespielen, Aufbauspielen, auch wie beispielsweise Anno 1800. Und unser großes Ziel ist, wenn wir fertig sind heute Abend, dann wird ja nicht nur ein funkelnigelnagelneuer guter PC sein, sondern auch einer, bei dem ihr mitbekommen könnt, dass er auch funktioniert. Wir werden ihn dann anwerfen und ich habe von euch jede Menge Safe Games bekommen, Spielstände der opulentesten, größten, prächtigsten und rechenintensivsten Anno 1800 Städte. Und die bringen wir dann ins Laufen. Ja, das werden wir auf jeden Fall versuchen. In der Theorie klappt das alles gut. In der Praxis, habt ihr gerade mit dem Ton schon gesehen, kann auch mal irgendwas ein bisschen hakelig sein, so weil es halt live ist. Aber wie gesagt, so, das dauert auch ein ganz klein bisschen. Also ein normaler PC, ich würde mal sagen, die Hardcore-Schrauber sagen so, oh, im Stündchen ist das auf jeden Fall fertig. Wenn man es halt ordentlich machen will, würde ich mal immer zwei einplanen. Und wenn ihr es zu Hause machen wollt, dass die Kabel richtig schick liegen, dann lieber so 8 Stunden. Also so Kabelmanagement am Ende ist das, was am längsten dauert, aber damit es läuft, sage ich jetzt mal Stunde anderthalb, werden wir so benötigen, um den ans Laufen zu bekommen. Das kriegen wir hin, bin ich ganz optimistisch. Und falls ihr die ganze Sache herauszögern wollt und Frank zusätzlich unter Druck setzen möchtet, nach dem Motto, das klingt alles noch viel zu leicht, wir wollen noch eins drauflegen, dann stellt ihm Fragen. Fragen, Fragen, Fragen in die Chats. Wir streamen bei mir auf YouTube, bei mir auf Twitch, bei Frank auf YouTube. Wir haben drei Chats, wir lesen mit. Ich werde gleich diese ganzen Kartons ein bisschen abbauen, mich dahinter reinschauen in ein kleines Notebook, wo ich eure Chats verfolgen werde und werde Fragen von euch sammeln, weiterreichen und werde das Double Feature hier für Frank aufhalsen, nämlich Sachen zusammenbauen, Sachen erklären, Triple Feature und noch irgendwelche Fragen zusätzlich beantworten. Du hast dir was vorgenommen. Challenges, heute nur mit links bauen oder Schrauben mit dem Fuß? Ja. Alle Bitten von wegen zusätzlich bitte noch Augenbinden anlegen und so, das ist eine Nummer zu dick. Das werde ich ablehnen. Genau, wir müssen ja wissen, wo wir eine Schraube andrehen. Ja. Sonst wird es schwierig. Und wir werden im Laufe des Abends noch was verlosen, wobei das ist jetzt sehr unpräzise gewesen. Ich müsste eigentlich sagen, wir werden zwei Sachen verlosen, nämlich zwei Sachen davon. Das ist die Spellforce 3 Soul Harvest Limited Edition. Das ist die Boxversion, die ganz edle Boxversion. Ich hoffe, man kann es in der Kamera sehen. Da innen drin ist ein Held. Also ihr werdet dann drei Helden nebeneinander sehen im Augenblick, uns beide, wie wir ganz bescheiden jetzt sagen, und noch diese Figur hier drin. Das ist da drin enthalten, ist Spellforce 3. Das ist eine Mischung von Echtzeitstrategie und Rollenspiel. Schönes Spiel, vor einiger Zeit erschienen, und das Standalone-Add-on. Das heißt halt Soul Harvest, ist eigenständig spielbar. Diese Version hat uns der Publisher THQ Nordic für diesen Stream spendiert. Vielen lieben Dank dafür. Drin enthalten ist diese Action-Heldenfigur, die riesengroß ist und noch ein Artbook, die Keys selber für das Spiel natürlich, Lederarmband und diverse andere Sachen noch. Also sehr wertvoll. Kostet, wenn man die kaufen würde, 80 Euro. Über den Daumen davon nochmal zwei Stück. Die werden wir im Laufe des Streams verlosen. Wie das läuft, erzählen wir euch später. Ich würde euch mal gerne Leute vorstellen. Kommt ihr mal kurz vor die Kamera. Das sind die beiden Gastgeber und einen werden wir auch hier sicher lassen. Das sind, schön, dass ihr da seid.
Ja, schön, das schön, dass wir hier sein dürfen. Das sind unsere Gastgeber. Das hier ist Chris, Chris Wefers, der arbeitet hier bei Asus ROG. Und was machst du hier, Chris? Wir machen ja, PR. Im Großen und Ganzen heißt das so allgemein, offiziell. Dan und ich haben ja auch den YouTube-Kanal Asus Republic of Gamers Deutschland und da machen wir mit unregelmäßiger Regelmäßigkeit Videos, die sich natürlich dann um neueste Hardware drehen. Und ja, und ansonsten machen wir halt ja, viel mit. Genau. Ansonsten ladet ihr euch Gäste ein, die dann, das ist Daniel 2, entschuldigt bitte, wir sind ganz langweilig, wir haben einen zweiten Daniel vor der Kamera. Wir haben eine knappe 50% Mehrheit, würde ich mal behaupten, denn wir sind beide Brillenträger und die haben nur eine Brille, das wiegt dann entsprechend mehr. Ja. Daniel Möllendorf hier bei Asus ROG, ebenfalls hier mit in PR-Marketing im weitesten Sinne. Danke für die Einladung. Was hast du dir? Vielleicht magst du mal selber zusammenfassen oder sagen, wofür steht ROG? Also was ist so das Profil oder die Marktnische, die ihr euch holt und die ihr dick ausbaut? Das ist eine sehr gute Frage. Also für mich steht ROG immer für den Spaß an Gaming-Hardware. Also einmal das reine PC-Gaming, was ja im Grunde schon 20.000 Mal totgeschrien wurde. Ne? Der Spiele-PC geht bergab und da passiert nichts mehr mit. Und die ROG-Fans und ROG-Käufer haben eigentlich jedes Mal das Gegenteil bewiesen, dass es nämlich eigentlich immer weitergeht und dass die Leute viel mehr Spaß dran haben, selbst was zu schrauben, selbst was zu bauen und auch gerne halt ausgefallene Features nutzen würden, wofür ja auch die Republic of Gamers steht, ne? Dass man immer noch einen draufsetzt, immer noch eine neue Idee, immer noch irgendwas anderes und das macht ja so den Spaß daran aus. Und dass man das Ganze dann individuell zusammenbauen kann, so wie wir das jetzt machen zum Beispiel, das ist das Schöne daran, das macht einfach das wunderbare Hobby PC Gaming und Schrauben aus. Ich habe mir gut überlegt, wen ich mir anspreche als Hardware-Ausrüster und bin nicht zuletzt deshalb hier gelandet, weil ich zwar weiß, das sind nicht unbedingt die allerpreiswertesten und Discounter-mäßigen Produkte, die man hier bekommt, aber das ist solide, das ist langlebig, das ist hochwertig, das ist durchdacht und dass das hier kein Marketing-Sprech ist, das ich an den Tag lege, kriegt ihr dadurch mit, dass ich halt den PC, den wir hier zusammenbauen oder den Frank zusammenbaut, nachher auch nutzen werde. Denn ich kann nicht auch viel erzählen, aber die beste Probe auf das Exempel ist ja einfach, den PC werde ich nachher nutzen. Und ich brauche einen verdammt guten PC. Ich bin ja Profi-Streamer, Profi-YouTuber, das ist mein Beruf, nicht mein Hobby. Das heißt, ich habe mir überlegt, wen spreche ich an, denn den PC, den ich mir hole, will ich benutzen, muss ich benutzen, der muss gut sein, lange arbeiten und solide Leistungen bringen. Und dass das dann auch live klappt, seht ihr gleich auch mit den Anno 1800 Städten, die wir euch noch anspielen werden. Dann würde ich mal sagen, wir bauen mal los, weil sonst wird es heute mit Städten nichts mehr, kann ich schon mal sagen. Einer von uns beiden knackt mit den Fingerknöcheln. Ich schnappe den Chat. Einer der beiden. Ich verschwinde die Regie. Genau, die beiden wechseln sich ab. Ein Daniel hier ist einfacher. Ein Daniel bleibt hier, der andere Daniel ist für euch in der Regie. Chris bleibt auch hier. Ja. Und wir werden schauen, dass wir auch mit euch ein bisschen Kommunikation haben können. Ja, wollen wir das Notebook versteckt lassen? Was haben wir? Hinter dem Notebook. Wir lesen das zauberhaft so. Also, wir fangen mit dem Case an auf jeden Fall. Ich selber zeige euch jetzt mal meine Telekinese-Fähigkeiten. Ich bin in der Lage, durch die Kamera hindurch mit euch zu kommunizieren. Und stelle fest, dass wir sehr viele Zuschauer haben. Das ist eine schöne Sache. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Und gucke auch schon mal, was hier einzeln reingepostet wird und verfolge drei Chats auf einmal. Oh, die ersten Rufe kommen rein. Intel. Warum Intel, Frank? Ja, ist im Gaming-Bereich immer noch sehr, sehr stark. Die neuen AMD-Prozessoren stehen jetzt bevor. Wann ist Release? Jetzt in zwei Wochen? 7. Juli. 7. Juli. Also ungefähr in drei Wochen kommen die neuen AMD-Prozessoren, die auch richtig hot sein werden. Aber Intel auf jeden Fall mit der aktuellen 9. Generation, 9700er CPU verbauen wir jetzt, ist halt einfach leistungsstark, schnell bewährt. Das ist ja immer so ein bisschen so eine Glaubenssache, auch ein Stück weit. Aber ich muss sagen, ich habe die letzten 5 Jahre konsequent auf Intel gesetzt und bin einfach auch immer gut gefahren. Ne, so aus Erfahrung heraus macht man da nichts mit verkehrt einfach. Wir hatten es vorher überlegt, AMD oder Intel, beides hat seine Vor- und Nachteile. Ganz, ganz grob formuliert, so habe ich das zumindest als echt Laie mitbekommen. Wenn man Anno beispielsweise spielen will, klappt das mit Intel, mit den Intel-Prozessoren, die wir jetzt nehmen und verbauen, ein bisschen besser. Wenn man dagegen sagt, ein sehr rechenintensiver, starker Rechner, der ganz viel rackert und schuftet, so ganz pauschal, der zum Beispiel Videos rendert, auch nicht ganz unwichtig für mich, da wäre vielleicht AMD die bessere Wahl, aber beides geht. Dazu passen natürlich auch die anderen Teile. Ja, also wobei,
Also ich finde immer Intel, Nvidia ist halt eine gute Kombi. Gar keine Frage, du kannst auch AMD-only bauen. Da kann man sich jetzt auch so einen Glaubenskrieg einlassen. Das ist so ähnlich wie bei den Konsolen, ob man jetzt sagt, ich bin halt eher PlayStation- oder eher Xbox-Spieler. Mit beiden Varianten oder mit beiden Systemen kann man halt sehr gute Ergebnisse erreichen. So, ich schau mal, was sonst alles in den Chat reinkommt. Wo ist denn Wetten abgeschlossen? Welche Komponenten verbaut werden? Da gibt es aber auch etwas. Es gibt nämlich schon ein, also wenn ihr euch spoilern lassen wollt, es gibt bereits eine Liste, einen Blogartikel auf der Homepage von ROG, heute veröffentlicht. Wir haben diverse Chat-Moderatoren, die sind unterwegs und die posten mal die Links. Ich weiß nicht, ob das bei dir auf dem Kanal klappt, wenn andere Links posten. Nee, ist geblockt. Ist geblockt. Ist geblockt. Dann geht das nicht. Ich würde nicht sagen, wer hier mal die Pornseiten postet. Bei mir ist das geblockt, Vorsichtshalber. Auf den anderen Kanälen schon. Ich habe verschiedene Chat-Moderatoren, die da unterwegs sind. Liebe Grüße und lieben Dank an Chipman, an Fox und an Ivy. Ich hoffe, wir werden die im Laufe des Abends auch mal kurz hören. Und die können doch Links posten. Und die posten jetzt mal bitte den Link auf den Artikel auf der AOG-Blogseite, auf der Homepage. Dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, schon mal alle Komponenten sehen und einen ersten Blick drauf werfen und dann umso gezielter so Fragen stellen, freundliche Fragen wie zum Beispiel, was soll der Scheiß denn bitte? Wir haben uns das doch ganz anders vorgestellt. Oder wir hätten gerne, wenn wir unseren Rechner gerne hätten, einen, der so und so aussieht oder was auch immer. Oder ihr postet, wenn ihr auf dem YouTube-Kanal von Frank unterwegs seid, erkennt er wahrscheinlich dann auch. Er hat ja sicher einen Link dort auf der... Doch, niemals. Niemals. Oh, ich habe den Schützen verdacht. Da könnt die erste Schraube ist schon verschwunden. Da könnt ihr auch darauf klicken, auf der Homepage einfach im Reiter. Ich wollte ein bisschen das Case vorbereiten. Willst du einfach schon das Mainboard zusammensetzen? Dann mache ich mit dem Case ein bisschen an die Seite. So, wollen wir nicht den Monitor mal für den Moment noch beiseite stellen? Ja, gerne machen, dann können wir uns auch mal ein bisschen das Mainboard mal von nah angucken. Ich denke, das ist auch für den einen oder anderen interessant, wie man Prozessor einsetzt, wie man Speicher einsetzt. Das sind eigentlich so die Schritte, wo viele, glaube ich, am meisten Angst haben. Wenn man genau, man denkt, Sockel die CPU wäre so empfindlich. Also ja. Sie ist ein Stück weit empfindlich, aber nicht, wenn man sie normal in die Hand nimmt. Also mit dem Hammer braucht man sie nicht behandeln, aber ansonsten kann man mit einer CPU jetzt auch nicht so viel falsch machen. Thema Erdung. Erden, ja, nein, vielleicht? Man sollte sich immer erden, ja. Haben wir natürlich schon vorher gemacht. Natürlich. Wir haben alle ein nicht lackiertes Heizungsrohr im Raum angefasst, um die Grundspannung aus dem Körper abzuleiten, damit man nicht eventuell ein gefährliches Bauteil mit unerwünschtem Strom versorgt. Ganz ernsthaft, das klingt wie eine Schauergeschichte. Ja, ist es auch ein Stück weit, finde ich. Also es gibt die professionellen Bauer haben Erdungsbänder an. Genau. Bedeutet, du hast ein Band am Armband, was Spannung aus dem Körper ableitet. Ich muss jetzt sagen, die letzten 5 bis 10 PCs habe ich komplett ungeerdet, unerdungsbändig gebaut und es ist auch nie was passiert. Aber wenn du sagen willst, safety first, einmal vorher an der Heizung, an der unlackierten Stelle, irgendwo ein Rohr mal eben anpacken, dann bist du auf jeden Fall bis unten durchgeerdet. Dann sind diese möglicherweise vorhandenen Spannungen auf jeden Fall futsch. Genau, man sollte sich vielleicht nicht auch extra einen Baumwollpulli oder sowas anziehen, ne? Oder sowas, ne? Irgendwas, was, wo man genau weiß, wenn man sich das aussieht, dann stehen die Haare zu Berge. Das ist immer so ein Zeichen dafür, da könnte ein bisschen statische Energie. Nicht an die Katze reiben, nicht mit dem Luftballon vorher so machen, was man so kennt. Ja, das Übliche. Wenn man anfängt, seinen PC zusammenzubauen, abgesehen davon, dass man ein geerdeter Charakter sein sollte, was braucht man an Werkzeug? Ein Schraubendreher. Ja. Im Normalfall reicht ein Kreuzschlitz. Ja. Ganz schön ist er, wenn er magnetisch wäre, nicht wie hier bei uns, aber das. Also ganz schön ist, wenn es. Oder hast du magnetisch? Nee. Also in der Tat ist es ganz schön, wenn der Schraubendreher magnetisch ist, genau, weil dann einfach die Schrauben ein bisschen leichter hängen bleiben, wenn man die jetzt irgendwie aus dem Mainboard rausschraubt, reinschraubt, wenn man hier am Case irgendwo eine Schraube nimmt, weil die dann ein bisschen, aber geht, ja, ein ganz normaler Schraubendreher tut's. Ein kleines Tonproblem bekomme ich gerade gemeldet, und zwar die Baugeräusche vom PC, also, die übertönen all das, was wir am Kühl haben. Dann sollten wir das vielleicht doch anstecken, oder? Das kann ganz gut sein, weil wenn die hier auf dem Tisch liegen, dann berühmt das vielleicht durch. Wir suchen mal, ob so jetzt besser ist. Danke an Ivy, dass du denen das Feedback gegeben hast. Zack.
Jetzt ist Ready. Chris aber nicht mehr zu hören, oder? Doch. Wahrscheinlich bin ich jetzt ein Ticken lauter. Ich habe mein Mikrofon ein bisschen weiter oben drauf gelegt. Ja. Müsste das jetzt nicht abgehen? Chris, müsste das jetzt nicht rausgehen hier? Das muss nicht zu hören. Ich bekomme. Ah ja, jetzt habe ich es. Jetzt könnte alles funktionieren. Ich bitte wieder gerne um Audio-Feedback, dass er uns mal sagt, ob er uns jetzt, ob jetzt alles etwas besser ist. Achso, wir müssen auch reden für Audio-Feedback, oder? Warum muss ich das drehen, Frank, so? Ich würde einfach sagen, dass das hier so, diese Lavalier-Mikrofons, die sind ja so auf 20, 30 Zentimeter eigentlich ausgelegt. Also, soll ich sie auch mal lieber anschnallen? Das schadet ja nicht. Hinteren Teil brauchen wir nicht ausbauen beim Case, oder? Lassen wir drin, können wir von hinten rein schieben. Ja, aber wir sind gut zu hören, glaube ich. Wollen wir noch die Handcam dazu nehmen oder wollen wir einfach... Ja, ans Board vielleicht gehen. Ja, oder wir lassen die Kameraperspektive und halten das Board. Kannst du probieren, gerne. Entfernen, solange mit Staubfilter, die wir gerade nicht brauchen. So, jetzt müsstet ihr mich eigentlich auch wieder hören können. Sehen nicht unbedingt, aber hören, das sollte mittlerweile wieder klappen. Action-Kamera-Bilder werden übertragen. Pass auf, ich nehme die Action-Cam. So. Liebe Grüße an Osning, der im Chat sagt, das Case ist ja riesig. Ja, auch nicht so was Großes. Ja, es ist ungefähr, ich würde sagen, 10 cm höher als ein Standardgehäuse. Bietet dadurch einfach die Möglichkeit, eine Custom-Wasserkühlung einzubauen mit einem großen Wasserbehälter. Sprich, also wir bauen ja heute eine All-in-One-Wasserkühlung ein, also eine IO, wie man das so kennt. Was den Vorteil hat, dass es sehr ein kleines, sehr geschlossenes System ist, einfacher zum Einbau. Wenn du noch professioneller werden willst, kennt man ja von so Bildern, dann steht da so ein Wasserbehälter drin, da wird die Wasserkühlung durchgeleitet und so. Dafür braucht es einfach ein bisschen mehr Platz, aber auch für den Airflow, also für den Luftdurchfluss im PC-Gehäuse macht schon ein großes Case einfach Sinn, weil die Luft leichter fließt. Ich muss auch gestehen, das war eine der ersten Sachen, die ich mir gewünscht habe. Ich hatte mir gesagt, ich brauche einen Rechner, der unheimlich viel kühlt und dabei super leise ist, was oft ein Widerspruch ist. Genau, ist eigentlich in sich erstmal ein Widerspruch, weil Kühlung kommt ja dadurch zustande, dass Lüfter laufen. Umso mehr Lüfter laufen, umso mehr Lüftergeräusche hast du. Ja, da kommt es dann einfach darauf an, dass man halt gute Lüfter hat, die gut abgestimmt sind, die von der Umdrehungszahl gut abgestimmt sind. Teilweise ist es auch so, dass wir eine Passivkühlung haben, sprich das Netzteil kühlt halt auch erst, wenn es wirklich gekühlt werden muss. Heißt, der Radiator da drin dreht nicht dauerhaft wie bei alten Netzteilen. Früher war es ja so, das Netzteil hat immer so losgebrummt, sobald du den Rechner angemacht hast. Das ist halt heute auch nicht mehr so. Und bei der Grafikkarte ist es zum Beispiel ähnlich. Auch die läuft erst von Radiatoren an, wenn du eine gewisse Gradzahl erreicht hast, die du auch separat vorwählen kannst. Also wenn du jetzt sagst, hey, ist für mich okay, dass das Ding immer auf 70 Grad pumpt, was so eine Grafikkarte locker ab kann, dann kannst du auch sagen, hey, die Lüfter sollen halt erst bei 75 Grad angehen, damit wir halt nicht 80, 90 Grad erreichen. Ich lasse euch mal ein bisschen weiter basteln, weil es ist anscheinend doch mit dem Multitasking etwas schwierig, wenn ich euch in Gespräche verzerre, verwickle, dann wird es doch ein bisschen länger. Ja, das ist ganz gut. Ne? Ja, okay, das ist ganz schön. So, jetzt müsstet ihr mich wieder sehen. Wir haben ja gesagt, wir haben einen Intel-Prozessor, den 9700K. K steht dafür, dass man den übertakten kann. Der hat einen freien Multiplikator, das heißt, da kann man den mit wenigen Klicks dann halt auch auf über 5 GHz treiben. Das müsste der ja locker können. Der hat ja einen 4,9er Grundherz, also heißt, den kann man auf bringen. Auf einem Kern allerdings standardmäßig. Aber auf dem Board ist zum Beispiel auch ein Profil hinterlegt, was dann automatisch 5 GHz auf alle Kerne. Müssen wir nachher mal ausprobieren. Das schafft er. Ja. Das schafft das Board und der Prozessor auf jeden Fall. 5 schaffen viele auf jeden Fall. 4,7, 4,8 schafft eigentlich jeder auf allen Kernen gleichzeitig ohne Probleme. Und alles darüber ist dann halt ein bisschen Lotterie, aber die Chance steht eigentlich ganz gut. Also vielleicht, wenn man das gar nicht kennt, CPUs reagieren halt ein bisschen unterschiedlich.
Sprich, die haben halt einen vorgegebenen festen Wert, den sie immer erreichen. Und darüber hinaus ist es halt so, dass der ein oder andere Prozessor einfach ein bisschen schneller laufen kann. Deshalb ist das, was der Chris sagt, der Glücksfaktor. Also die sind immer schnell. Und manchmal ist da einen dabei, der ist halt noch ein bisschen schneller. Genau. So, um das mal so zu vereinfachen. Ja. Genau. Und so sieht das ganze Ding aus. Du meintest ja schon, die sind eigentlich nicht empfindlich. Das ist richtig, weil es sind eigentlich keine mechanischen Teile so gesehen drin. Man sieht ja, auf der Rückseite sind die Kontaktflächen. Das, worauf ihr aufpassen müsst, im Board, im Sockel, denn da sind die einzelnen Pins, die rausgucken. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt den Prozessor fallen lasst in den Sockel. Das ist schön, dass du mich immer dabei anguckst. Ja, mir ist das selber schon oft genug passiert, deswegen sage ich das. Das kann auch dem Besten passieren, aber wenn ihr da aufpasst, eigentlich kann da nichts passieren. Drumherum um den Sockel ist dieser Halterahmen. Der ist hier mit einer Feder gesichert. Den klappt ihr einfach zurück. Und dann seht ihr, am Prozessor sind hier zwei kleine Nasen. Oder, ja, so Einkerbungen. Und die passenden Nasen findet ihr hier im Sockel. Das heißt, den könnt ihr auch nicht falsch herum einsetzen. Genau, zusätzlich ist auch noch der Pfeil unten links drauf. Und der Pfeil findet sich auch hier. Richtig. Also, dass man sieht, Pfeil auf Pfeil. Und dann passt der. Wird auch nur lose reingelegt. Wird jetzt nicht reingedrückt oder irgendwas, sondern wird draufgelegt. Fertig. Und dann wird er wieder festgeklemmt. Richtig. Mit dem Federmechanismus. Entsprechend umgekehrt. Da muss man ein bisschen mehr drücken, wieder einhaken, aber. So, das war jetzt der Schritt CPU auf dem Mainboard. Genau. Dann, was man immer als nächstes machen sollte, eigentlich, also beziehungsweise es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man fortfahrt. Je nachdem, wenn man einen großen Luftkühler hat, der den Speicher zum Beispiel auch bedeckt, dann sollte man natürlich erst mit dem RAM anfangen, dann mit dem großen Luftkühler. Hier haben wir eine All-in-One-Wasserkühlung, die quasi nur den Bereich wirklich um die CPU herum bedeckt. Deswegen können wir jetzt eigentlich hier schon den Speicher verständlich für dich? Ja. Einsetzen. Hier haben wir natürlich passenden RGB-Speicher von G-Scale. Der leuchtet natürlich auch schön. Da kann man sich dann halt sein System, das Board an sich ist ja beleuchtet, Speicher ist beleuchtet. Die Wasserkühlung ist beleuchtet und noch diverse andere Sachen. Das Gehäuse ist beleuchtet. Da kann man sich dann seinen eigenen Farbstil, ne, passend zum Spiel, aussuchen oder seine Lieblingsfarben. Man kann es auch ganz ausschalten, wenn man möchte. Bringt es denn mehr FPS, wenn RGB läuft? RGB bringt immer mehr FPS. Nein, natürlich nicht. Aber so wie es halt ist, rotes T-Shirt macht dich auch nicht unbedingt hübscher, aber vielleicht fühlst du dich besser. Auffälliger macht es. Auffälliger, ne? Genau. Gerade können wir mal ganz schön sehen, du hast einmal den RAM falsch rum eingesetzt, beziehungsweise wolltest ihn falsch rum einsetzen. Das kann man nämlich auch nicht. Ne? Also wie du schon ganz am Anfang sagtest, man kann eigentlich nichts falsch herum machen. Wie man hier sieht, ist eine Kerbe, die ist auch hier im Sockel. Und wenn man ihn falsch rum einsetzen will, passt er halt einfach gar nicht rein. Ne? Hier wird man es sehen. Genau, das ist halt so ganz leicht, so ein halber Zentimeter verschoben und dadurch passt der RAM-Riegel auch immer nur in der einen richtigen Position rein. Er wird halt einfach von oben gerade reingeschoben. Auf der Rückseite klickt hier diese kleine Nase ein und dann weiß man, der sitzt halt fest. Also auch das jetzt wirklich nur so ein Lego-Baukasten-Prinzip. Steck und Klick. Um die 400 Zuschauer haben wir im Augenblick auf allen drei Kanälen. Danke für eure große Aufmerksamkeit. Schöne Geschichte, die euch auch sehr die fasziniert zugucken und zuhören, wie ihr das alles macht. Es kommen zum Beispiel auch so nette Bemerkungen rein, wie zum Beispiel von jemandem, der schreibt, das ist Mr. Dropfisch, liebe Grüße. Ach, und ich sitze hier mit meinem 8 Jahre alten PC, den ich damals für 1.000 Euro zusammengebaut habe. Ja. Lacht aber fröhlich und stellt und also versackt nicht in Depressionen darüber. Zum Thema Beleuchtung schreibt Jacke wie Hose, liebe Grüße auch an dich, schreibt rein, das wird ja ein reiner LSD-Trip nachher. Müssen wir danach vielleicht mal die ganze Studiobeleuchtung abschalten und mal ein kleines Farbenfeuerwerk hier abfackeln? Ja, generell sieht man natürlich mehr von der Beleuchtung, wenn es dunkel ist. Aber die meisten von uns spielen ja, glaube ich, auch im Dunkeln. Also so, du sitzt ja relativ selten da und sagst, hey, jetzt zocke ich heute Abend mal, mache ich mal alle Lampen an, ne? Weil es ist ja schön hell dann. Sondern, also bei mir ist es halt eher so, also es ist halt immer abends, klar, bleibt es jetzt lange hell. Aber in der Regel spielt man ja im Dunkeln und dann leuchtet der PC neben einem ein bisschen fröhlich. Und selbst wenn man das nicht mag, in den bunten Regenbogenfarben, also wenn jetzt einer sagt, nee, das ganze RGB-Zeugs, ich kann ja auch gleichmäßig weiß leuchten lassen. Oder wenn ich sage, ROG-Style gleichmäßig rot leuchten lassen oder so. Das finde ich jetzt halt der große Vorteil daran, dass du dich nicht... früher war es so, du musst dich auf eine Farbe festlegen. Du hast halt gesagt, ey, ich mache jetzt alles in Blau. Und dann kaufst du irgendwas Neues oder was weiß ich und sagst so, scheiße, wäre das geil gewesen, hätte ich das in Rot gehabt. Und das ist halt einfach geil, dass du es halt einstellen kannst, wie du möchtest.
Viele Diskussionen auch im Chat zum Thema Arbeitsspeicher. 32 GB werden es ja jetzt. Und da heißt, kommt unter anderem die Frage rein, von, ob er es richtig sieht, fragt ebenfalls Mr. Dropfish, dass man da bis zu 64 reinpacken kann. Ja, kann man. Die Frage ist, inwiefern ich 64 GB brauche. Fürs Gaming reicht in der Regel 16. Also mit 16 kann man halt gut starten. Und wenn es halt ein bisschen mehr sein darf, ist 32 halt schon geil. Und 64 ist halt so, ja, da bist du halt schon Enthusiast, oder? Wie soll ich das sagen? Ja, ich meine, es ist auch immer eine Preisfrage. Ne? Also man kann immer mehr einbauen. Ist ja jetzt nicht so, dass wir hier das Preis vom teuersten nur verbauen. Fast, das war so. Ja. Aber es gibt natürlich immer noch deutlich mehr. Das muss man halt dann entscheiden, was einem am wichtigsten ist. Ne? Vielleicht wenn einer Videoschnitt ist, der braucht ganz viel genau, im Videoschnitt, After Effects und Co., sowas braucht halt viel RAM. Ja, ist halt die Frage, also du kannst, so ein PC kannst du ja erstmal für alles nutzen. Du kannst damit spielen, zocken, arbeiten, du kannst ganz normal Video schneiden oder im Internet surfen. Und dann ist halt immer die Frage, für was will ich jetzt meinen PC benutzen? Halte ich ihn sehr allgemein? Sage ich, ey, ich will nur Gaming? Oder sage ich jetzt wirklich, boah, das ist das Schnittmonster und ich hau jetzt halt einfach 32 GB rein? Da muss man halt so immer so ein bisschen differenzieren, was will man damit machen? Aber ich glaube, für die meisten ist eher der Punkt, wie viel will ich ausgeben. Genau. Weil ich könnte ja auch heute einfach zwei Riegel reinmachen und sagen, ich packe heute 16 GB rein. Und wenn ich dann, was weiß ich, zu Weihnachten von der Oma nochmal einen 100er gekriegt habe, dann kann ich auch sagen, hey, kaufe ich halt weitere zwei Riegel und mache dann die vier voll. Ne? Also das ist halt auch kein Problem. Im Chat wird dir zugestimmt, Chris, da ist es zum Beispiel von Silenter, 64 GB ist für, ist ein bisschen overpowered im Augenblick für aktuelle Anwendung. Das ist mir so ein bisschen Sci-Fi. Ja. Ich meine, wenn man sogar noch die Plattform wechseln würde auf Sockel 2011, dann 2011 so, dann kann man ja sogar noch 128, 256 GB nutzen, weil man ja doppelt so viel RAM-Banker hat. Genau. Und da wird es dann richtig teuer. Da kann man mehrere tausend Euro nur für den Arbeitsspeicher ausgeben. Also ich habe zu Hause, mein Schnittrechner hat 64 GB, da habe ich eben 2011er Sockel noch drauf. Die lastest du eigentlich nicht aus. Also auch ich laste die eher nicht aus. Ja, aber ist halt schick. Osten fragt, warum habt ihr 4x8 GB genommen und nicht einmal 32? Macht das einen Unterschied aus? Ist nicht so schlimm. Das kann, wir haben ja jetzt hier relativ schnellen Speicher und unsere Boards sind so optimiert, dass man möglichst Vollbestückung fahren soll. Also das heißt, vier einzelne Module auf den vier Slots belegt. Das bei dem spezifischen Board hat das Vorteil, Stabilität ist besser. Ja, der Preis ist auch in dem Fall niedriger gewesen oder wäre niedriger. Und oh, das ja, sieht natürlich auch noch besser aus, wenn man halt vollbestückt und RGB-Version. Ich decke mal wieder das Geheime. Ich so gerade. Im kurzen Moment war ich entblößt, bis Frank mir Gott sei Dank ein Handtuch. Wir haben getauscht. Wir haben Netzteil gegen Grafikkarte getauscht. Das ist sehr liebevoll. So fürsorglich werde ich hier behandelt. Ich kann mich echt nicht beklagen. Ich packe schon mal ein bisschen weiter aus, ja. Oder? Ist das okay für dich? Was ist der nächste Schritt? Nächster Schritt, wir bauen eigentlich die All-in-One-Wasserkühlung auf dem CPU, auf der CPU selber auf. Sprich, das mal ganz pauschal, also um ganz einfach anzufangen. Wenn die CPU läuft, wird die CPU heiß. Kennt ja jeder. Deshalb haben wir auch die Lüfter drin. So, und wir setzen jetzt den Kühler auf. Und durch die Schläuche fließt halt einfach Wasser und das Wasser wird durch den Radiator wieder gekühlt. Auf dem Radiator sitzen dann halt einfach die Lüfter. Und das bauen wir jetzt im Vorfeld schon auf. Sprich, den Part, der Ryogen, setzen wir jetzt auf, schrauben wir schon fest, weil es relativ gut geht, wenn das hier so lose steht. Man kommt halt gut dran. Man kann das auch andersrum bauen, dass man das Mainboard ins Case setzt und dann alles im Case einbaut. Aber man muss sich einfach vorstellen, man arbeitet dann so ein bisschen so tunnelig. Ja, also man ist irgendwie so ein bisschen da drin und man muss dann, das Case ist wirklich groß und auch schwer und du musst halt manchmal von oben, manchmal von, dann machst du das Case im Roms, drehst das immer so hin und her. Deshalb ist es eigentlich einfacher, das vorher zusammenzubauen. Relativ häufig legt man es einfach auf den Mainboard-Karton, macht alle Teile, die man quasi jetzt von außen bauen kann, schon am Mainboard fest, nimmt dann das vormontierte Mainboard und braucht es nur noch ins Case reinstecken. Ja. Und ich meine, wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen vorgetestet, wir wissen, dass das alles so läuft. Wenn man allerdings das, vielleicht das erste Mal einen Rechner aufbaut und alle Teile vielleicht ne, sich aus verschiedenen Quellen zusammengesucht hat, ist es auch immer sicherer, erstmal außerhalb des Gehäuses alles zusammenzustecken.
zu testen. Läuft das Gerät an? Genau. Ist kurz Bild. Du kannst ja einfach anmachen. Alles. Ja. Und wenn es halt nicht läuft, dann hat man halt die Möglichkeit, sehr schnell da zu gucken. Ne? Ist irgendwas nicht richtig angesteckt? Wackelt ein Kabel, genau. Oder irgendwie so noch. Ja, ne? Oder vielleicht muss man auch Arbeitsspeicher mal austauschen, anders bestimmen. Das Ding läuft ja komplett ohne Case. Also das Case ist ja nur die Hülle. Und deshalb ist es so, wenn du es alles im Case drin hast und du hast auch immer mal ein Kabel, was irgendwie schwer erreichbar ist. Ja, was oben in der Ecke sitzt oder unten oder wo du irgendwie schlecht drankommst. Und wenn mal irgendwas nicht klappen solltest, dann fummelst du da viel mehr, als wenn du einfach hier so ganz variabel offen rumgreifen kannst. So, ja. Nochmal ganz kurz ein liebe Grüße an alle, die ein bisschen später vielleicht dazugekommen sind. Wir sind hier, wir streamen von dem Web-TV-Studio von Asus, beziehungsweise deren Label ROG, Republic of Gamers, die sitzen in Ratingen bei Düsseldorf. Den Writing Bull, ich bekomme heute einen neuen PC zusammengeschraubt von dem jungen Mann auf der anderen Seite des Kamerabildes, das ist Frank Sirius. Der YouTube-Kollege, Hardware-Spezialist in der Mitte zu sehen, Chris Wefers, hier bei ROG, der Mitbastler und hier mit PC-Spendierer, was ich sehr freundlich finde. Und ganz im Hintergrund zu sehen, eben mal kurz und vielleicht nachher auch nochmal vor der Kamera, Daniel Möllendorf ebenfalls von ROG. Über 400 Zuschauer oder um die 400 Zuschauer auf drei verschiedenen Kanälen. Schön, dass ihr da seid, falls ihr irgendwas verpasst habt. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Es gibt noch eine Aufzeichnung davon. Die wird ab morgen schon bei mir auf meinem YouTube-Kanal zu sehen sein. Wir werden nicht nur den PC zusammenschrauben. Das ist halt ein PC, der für jemand wie ich, der Gamer ist, der professioneller YouTuber ist, der professioneller Streamer ist, geeignet ist, okay. Sondern wir werden den nachher auch noch auf Herz und Nieren testen. Ihr habt mir ja Spielstände zugeschickt, eure riesigsten, voluminösesten, prächtigsten Anno 1800 Städte und die werden wir gleich auf diesem Rechner auch mal anspielen und mal schauen, ob das Teil, was ich hier zusammengebaut bekomme, auch wirklich nicht nur schön klingt, sondern auch sich schön spielt. Bin sehr gespannt. Und wir verlosen was im Laufe des Abends. Und zwar zwei Exemplare. Oh Gott, sind die schwer hiervon. Das ist die Spellforce 3 Soul Harvest Limited Edition. Kostet im Handel gepflegte 80 Euro über den Daumen. Zwei Stück haben wir davon. Das ist Spellforce 3, das Fantasy-Echtzeitstrategie-Quest-Rollenspiel, das sein Add-on Soul Harvest kürzlich bekommen hat. Davon eine Limited Edition mit viel Schnick und Schnack und hellen Figuren und Lederarmbändern und Art. Books und Soundtrack und so weiter und so fort gibt es zu gewinnen im Laufe des Abends. Ja, und jetzt sind wir beim Thema Wasserkühlung angelangt. Genau. Vielleicht kannst du mir kurz mal zur Hand gehen und die Handkamera. Ja, halten für dich. Schnappen. Warte mal, ich nehme mal eine Stütze, dann wackelt die weniger. So. Jupp. Sehr gut. Genau. Was ich jetzt gemacht habe, sah alles ein bisschen fummeliger aus, aber ist eigentlich nicht viel passiert. Auf der Rückseite ist das sogenannte Retention-Modul, also beziehungsweise die Gegenhalterung, ne, auf der Rückseite. Die wird dann mit diesen Zapfen hier verschraubt und darauf wird dann quasi der Kühlkörper, der dann im Endeffekt den Prozessor kühlt, draufgeschraubt. In dem Fall ist das auch so, dass dann hier schon Wärmeleitpaste voraufgetragen ist. Die sorgt halt dafür, dass zwischen CPU und dem eigentlichen Kühlkörper halt eine bessere Wärmeübertragung gewährleistet ist. Und die müssen wir normalerweise separat auftragen, sehr dünn normalerweise. Und das ist halt hier schon voraufgebracht, da muss man halt nichts mehr machen. So, die wird dann einfach aufgesetzt und dann von der anderen Seite verschraubt. So, ich halte. Genau. Dafür sind dann halt diese. Sind das Mutter? Nee, eigentlich nicht. Ne? Ja, eigentlich schon, oder? Ja. Man dreht es auf dem Gewinde. Ist es was Mutterähnliches? Deine Mutter. Genau. Wichtig ist hier wirklich, wenn ihr, egal welchen Kühler ihr anschraubt, möglichst nicht mit einem erst auf jeden Fall nicht mit irgendwie einem Akkuschrauber oder sowas hantieren. Selbst ein normaler Schraubendreher ist. Ja, also ich drehe sie mit einem Schraubendreher an, ganz lose. Also ich drehe sie immer mit der Hand an. Immer nur mit der Hand. Ja. Weil, wenn man die Schrauben halt zu fest anzieht, kann das halt im schlimmsten Fall dazu führen, dass
ja, der Prozessorsockel durchgedrückt wird, ne, und sich verbiegt. Und dann kann das sein, da sind ja tausende von einzelnen Pins. Machst du den Leuten jetzt Angst? Nein, ich mach die nicht Angst. Ich sag ja nur, man soll, ne, warum ich das mache. Das heißt ja nicht, dass alles richtig ist oder halt nicht übertrieben ist. Ja. Um mal kurz bei diesem Thema Horror und Angst zu bleiben, das ist eine gute Überleitung, danke dir. Frau Glitzer, liebe Grüße an dich, fragt, ist das nicht gefährlich, wenn Wasser bei der Elektronik ist und wenn auch mit Wasser gekühlt wird? Im Prinzip ist das erstmal kein Problem. Ich meine, jedes Auto hat, oder fast jedes Auto, bis auf Elektroautos, haben ja auch immer eine Wasserkühlung und da ist ja auch Elektronik. Ne? Und das sind geschlossene Systeme, die sind wartungsfrei, das heißt, da muss man keine Angst haben, da muss man nichts nachfüllen über genau. die Zeit. Also ich finde, genau, das ist halt das Einfache, weil bei diesen All-in-One-Kühlungen ist es halt dieses, dass es geschlossen ist. Genau. Also ganz viele fragen, ja, und wenn, was muss ich machen, wann muss ich Wasser nachfüllen? Das habe ich halt hier nicht. Das habe ich halt eher, wenn ich bei so eine große Custom-Wasserkühlung habe mit einem Kühlkörper. Das ist dann eher so ein bisschen Ahnung von haben, ein bisschen Pro sein und so, ne, mal Flüssigkeit nachfüllen. Hier ist es einfach so, das ist ja, in sich geschlossen, du musst halt nie dran, das Wasser läuft in einem festen Kreislauf. Ja, also die Chance ist größer, dass wir heute Abend ein Mineralwasser drüber kippen, als dass die Wasserkühlung irgendwas mit dem PC macht. Genau. Na, also so vom Verhältnis her einfach. Im Chat kommen nette Kommentare rein, wie zum Beispiel von Marcel. Liebe Grüße an Marcel, er schreibt, die Kiste würde ich genauso kaufen, gibt's Rabatt? Na, Rabatt gibt's im Augenblick nicht. Wenn ihr euch darüber informieren wollt, also nicht nur zuhören und staunen wollt, wie das Teil hier entsteht, sondern auch, dass man einfach nur die Fakten lesen wollt, welche Komponenten sind verbaut worden. Können wir das zeigen? In der Homepage von ROG findet ihr einen Blogartikel, der ist heute veröffentlicht worden, über meinen neuen PC, über den Writing Bull PC. Alle Komponenten, alle wichtigen dort aufgelistet, könnt ihr euch dort informieren. Wir werden auch nachher noch in die Textbeschreibung der Aufzeichnung eine genaue Liste aller Komponenten reinposten, sodass ihr das alles sehen könnt und vielleicht auch demnächst nochmal, möglicherweise, das kann ich nur nicht fix sagen, noch einen Shoplink anbieten, wo man das System in Gänze so kaufen könnte, aber abwarten mal, das wissen wir jetzt noch nicht genau. Auf jeden Fall könnt ihr das alles nachlesen, oft in der einen oder in der anderen Quelle. Wir haben in zwei unserer Kanäle haben wir auch Chat-Moderatoren, die sind dort unterwegs, Chipmunk und Fox und Ivy, die posten fleißig Links, unter anderem die auf diese Blogartikel. Vielleicht eine Sache jetzt, wo es immer drum geht, ob es schwierig ist oder nicht. Und zwar hat die All-in-One-Wasserkühlung, die hat halt verschiedene Anschlüsse. Und der Chris wird uns jetzt einmal zeigen, wo die angeschlossen werden an Bord, beziehungsweise wofür die denn gut sind. Ich versuche das mal mit der Handcam ein bisschen einzufangen hier als Kamerakind. Ich hole mal alle Anschlüsse, die an der Wasserkühlung dran sind, ran. Wie ihr sehen könnt, da ist keiner gleich, sind alle unterschiedlich. Das heißt, da könnt ihr auch nichts falsch machen. Das ist die Stromversorgung, das ist ein sogenannter SATA-Stromanschluss. Der versorgt das Ganze dann mit Strom, damit die Pumpe läuft, damit das OLED-Display leuchtet etc. Darüber werden dann auch die Lüfter angeschlossen, das sind die Lüfteranschlüsse. Und dann haben wir hier den Steuerungsanschluss für die eigentliche Kühlung. Dafür gibt es einen extra Anschluss bei uns auf den Boards, der nennt sich dann All-in-One Pump, also Wasseranschluss, Pumpenanschluss. Das ist jetzt halt auch immer mehr gang und gäbe. Früher war das halt so, dass es das einzeln nicht auf den Boards gab, aber mittlerweile ist es halt komfortabel. Genau. Ne? Und das ist halt eben dieses Prinzip, was ich ganz zu Beginn vom Livestream erwähnt habe, was der Chris gerade auch gesagt hat. Jedes Kabel passt halt, also das Kabel passt immer nur an den richtigen Platz. Genau. Ne? Ich meine, selbst wenn man das jetzt an den falschen Lüfteranschluss anschließen würde, Würde auch laufen. Wird vielleicht nicht ganz so leise laufen dann im Endeffekt, aber dann würdest du auch volle Leistung wahrscheinlich laufen. Genau, einfach. Richtig. Ne? Also im schlimmsten Fall das. Aber man würde jetzt nicht irgendwie Überhitzungsprobleme oder sowas dann haben. Emsig wird in allen Chats immer und immer wieder diskutiert, ob wir unter Umständen gleich eine Katastrophe haben, weil ihr nicht geerdet seid. Über das Thema haben wir schon länger und breiter gesprochen. Die beiden können nur müde kichern und outen sich damit als wahre Experten. Ihr kennt das vielleicht, wenn Klempner bei euch in die Wohnung kommen oder andere Leute, die ausgeben, sie deine Handwerker. Der erste Satz, den sie auf den Lippen haben, ist, wird schon gut gehen, alles gar kein Problem. Das ist genau diese Mentalität hier. Alles wird gut gehen. Ich lecke gleich am Mainboard, wenn es unter Strom ist. Für 50 Euro lecke ich am Mainboard. Wenn genug Leute für euch in den Chats das posten, wird Frank im Laufe des Abends am Mainboard lecken. Natürlich, das mache ich bei jedem neuen PC. Und dann, wer es anleckt, dem gehört's.
Und es ist auch so, jedes dieser Boards, das ihr eventuell auch kauft bei Asus, wenn ihr in die Bestellung reinschreibt, aufgrund dieses Streams hättet ihr das gekauft, werdet ihr ein von Frank persönlich vorgelecktes Mainboard bekommen. Das ist die Art, hier PCs zu signieren unter Experten. Wollen wir Lüfter schon extern anschrauben, Andi? An die Radiatoren oder müsst ihr gerne später schrauben? Ja, die mache ich dann später. Ich habe mir dann gedacht, dass wir die am besten pustend auf den Radiator installieren, dass die kalte Luft von oben angesaugt wird, durch den Radiator gepresst wird, weil das ist eigentlich im Normalfall immer effizienter, als wenn wir die saugend machen. Das heißt, die Luft erst durch den Radiator quasi angesaugt wird. Da verliert man ein bisschen Leistung. Im schlimmsten Fall hat man zusätzliche Lautstärke. Profi-Frage jetzt, wenn du sagst... da gibt es auch tausend Möglichkeiten. Genau, ich werfe jetzt mal so ein bisschen was rein. Fünf Lüfter blasen rein und nur einer raus? Das ist schlecht. Man sollte das immer balanciert haben, meistens. Es sei denn, der eine Lüfter ist viel größer oder läuft halt deutlich stärker. Ja. Man sollte möglichst so darauf achten, dass die Luftabfuhr ähnlich stark ist wie die Lufteinfuhr. Ansonsten hat man nämlich Überdruck im Gehäuse oder beziehungsweise Unterdruck. Genau. Meistens halt nicht gut. Ja. Also ich muss gestehen, ich habe häufig die von unten eingebaut, also dass sie quasi wirklich warme Luft durchschießen. Das geht auch. Genau, das kritisieren ganz viele. Ich sage jetzt mal, im Normalfall, wenn du nicht extrem benchst, macht das 3 Grad Unterschied. Also wenn es hochkommt, 5. Ja, das aber mehr auf halt das, nicht. Auf das ganze System auch drauf an, genau. Ja. Gut. Wollen wir Case flachlegen und das Mainboard festschrauben? Ja, oder so. Ich glaube, wir verbauen erstmal das Netzteil. Das Netzteil können wir auch verbauen. Ist uns das schon mal aus dem Weg? Im Chat kommt jetzt genau die Frage, von der wir vorher gewettet haben, dass sie auf jeden Fall kommen, nämlich die Frage danach, wie teuer das gute Kind denn wird. Ja. Ich habe mir eine kleine Liste geben lassen, die steht hier drauf, da ist es genau drin aufgelistet. Einige von euch, bitte jetzt, die ein bisschen empfindlicher sind, jetzt bitte gut anschnallen oder auf den Stuhl setzen, es wird ein bisschen teurer, aber ich werde gleich auch mir noch die Antwort holen auf die Frage, warum das ein bisschen teurer ist als so ein 0815-Rechner. Wir haben das alles mal durchkalkuliert, nach den normalen Marktpreisen, die Teile, die wir hier haben, würden kommen auf über den Daumen 2400. Das ist, oh Gott, jetzt ist doch, ich habe doch gesagt, hinsetzen. Da ist einer vom Stuhl gefallen. Ich habe es mitbekommen. Bitte mal aufhelfen. Na, das ist ja Dramen eigentlich. Chris, im Ernst, warum ist das, warum kostet ein, warum kostet dieser Rechner 2,4 und nicht 1,4? Wir fangen jetzt einfach mal beim Prozessor an. Das ist quasi der zweitgrößte Prozessor in dieser Baureihe. Das heißt, der ist schon mal entsprechend teuer. Arbeitsspeicher haben jetzt 32 GB. Ist jetzt auch schon mal nicht ohne. Und dann kommen natürlich auch noch die unsere Komponenten. Das heißt, beim Gehäuse, da haben wir wirklich dickes Aluminiumgehäuse. Das ist halt vom Material her schon sehr teuer. Dann haben wir Echtglas, Seitenfenster. Das treibt alles den Preis hoch. Beim Netz haben wir dann auch so Spezial-Features wie das in Echtzeit hier auf der Seite der Stromverbrauch angezeigt wird. Das heißt, da spart man sich dann zum Beispiel ein zusätzliches Strommessgerät. Was wir alle zu Hause haben. Was alle zu Aber Hause es ist, haben. Das ist Aber wirklich ein nettes Feature. Ich gucke immer drauf, wenn ich den starte, so wie läuft der im Idle, wie ist der Wattunterschied, wenn er unter Volllast läuft. Ja. Man kann ja einfach sagen, das ist natürlich jetzt auch schon ein Stück weit High-End und ein Stück weit auch schon hochgepokert, also was richtig Geiles gebaut. Ne? Also das ist immer so, ich finde so, du kannst halt mit dem Golf auch 200 fahren, aber du fährst mit dem Porsche trotzdem anders 200. Also das ist vom Feeling schon ein bisschen was anderes. Also wir könnten, was du sagst, wir können den halben RAM sparen, wir können einen kleineren Prozessor nehmen und so, aber wenn du jetzt letztendlich mal zeigen willst, was können wir aus Anno rausholen, dann muss man natürlich auch ein bisschen ausholen, finde ich immer. Dazu kommen natürlich noch so Sachen im Rechner, wo man jetzt modernere Teile nimmt. Der hält entsprechend noch länger, also muss es auch umrechnen auf die Gebrauchszeit, die man insgesamt hat. Und wenn ich das richtig gesehen habe, viele der Komponenten, die er verbaut, sind auch so ausgerichtet, dass sie wirklich auch stabiler sind. Also dass Kabel anders ummantelt sind beispielsweise. Oder bei anderen Komponenten gilt das, glaube ich, auch. Ja, genau. Also bei der Grafikkarte zum Beispiel haben wir ein eigenes Fertigungsverfahren, was wir jetzt bis vor kurzem auch noch exklusiv hatten. Da wäre dann halt in einem Arbeitsschritt die komplette Platine gelötet. Das war vorher überhaupt nicht möglich. Das haben wir das allererste Mal im Markt eingeführt.
Und das ist halbiert umweltschonender, aber halt auch gleichzeitig, dass das halbiert in einem Schritt geschieht, hast du weniger, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schlimm an, weniger menschliche Interaktion, aber das heißt, du schließt dadurch halt auch Fehlerquellen aus. Fehlerquellen ja. aus, genau. Und wenn du halt gleichzeitig auch die Umwelt schonen kannst, dass die Grafikkarte hält länger auch, weil sie in weniger Arbeitsschritten gefertigt wird, dann hat das halt auch deutliche Vorteile. Ja. Genau. Und das zieht sich halt auch über alle Bauteile, die wir hier verbauen. Dasselbe gilt auch für das Netzteil, da haben wir entsprechend hochwertige Kondensatoren und Schaltungen drin. Auf dem Mainboard natürlich alle diese stromführenden Komponenten, die halt den Prozessor mit Strom versorgen, die sind halt auch entsprechend hochwertig ausgelegt und haben auch Leistungsreserven, sodass man das dann halt auch mehr übertakten kann. Man kann vielleicht auch die Kühlung ein bisschen leiser machen, runterdämpfen, weil die Komponenten mehr Hitze abkönnen, ohne dass sie halt die die Langlebigkeit darunter leidet. Deswegen also da kann man ja einfach sagen, kleine ja. Schritte, die sich dann halt summieren. Auch. So ein System geht ja nie kaputt. Also das kannst du ja 5 Jahre lang 24/7 laufen lassen, ohne dass das an zu zucken fängt. Ja. Ne? Also das ist ja auch immer noch mal so ein Ding. Ich habe wirklich eine ganze Zeit lang 2 PCs 24 Stunden am Tag laufen gehabt. Ich habe die einfach durchlaufen. Ich habe die nie ausgemacht. So wirklich über lange Zeit, wo ich viel gestreamt und viele Videos gemacht habe, da habe ich die nicht ausgeschaltet. Und das macht denen halt nichts. Ne? In den Chats wird der Preis auch durchaus, also jetzt so kommentiert, dass die Leute sich nicht aufregen. Also einer hat zwar eine Herzbillen verlangt, aber im Großen und Ganzen, die Leute haben auch vorher, bevor wir die Zahl genannt haben, ein bisschen geschätzt. Das war ungefähr in dem Rahmen auch. Und was man auch sagen muss, das ist jetzt natürlich eine Möglichkeit, wie man den PC zusammenbauen kann. Hier passt alles zusammen, aber bei einzelnen dieser Teile könnte man auch durchaus etwas runtergehen, ohne dass das dadurch deutlich schlechterer PC wird. Vor allem geht es hier um das Thema Festplatten noch, das schauen wir uns gleich besonders noch an, weil ich halt als Streamer und YouTuber riesige Festplatten brauche. Da sind allein 2 500 GB SSD-Platten drin und eine 6 TB-Platte von Seagate. Sagen wir mal, normale Gamer brauchen das nicht unbedingt. Da kann man an den Punkten zum Beispiel einfach optional ein bisschen runtergehen, ohne dass der Rechner deutlich an Leistungsfähigkeit verliert. Und vielleicht kommen wir auch sonst einfach mal zwischendurch bei einzelnen Komponenten darauf hinweisen, wo man halt gezielt was wegnehmen und eine etwas preiswertere Variante nehmen kann, ohne dass das Gesamtpaket deutlich leistungsschwächer wird. Ja, also die M.2s, ne, also die schnellsten möglichen SD-Karten im Moment, sind natürlich kostenintensiv. Das ist halt ein sehr schöner Luxus. Ne? Also so schneller kannst du Daten nicht überspielen. Ich sage jetzt mal, in-game macht sich das wenig bemerkbar zu einer normalen SD. Ne? M.2 SD und eine normale SSD sind ähnlich gleich schnell. Aber wenn du jetzt wie bei dir Videos halt aufnimmst und dann auch mal sagst, hey, okay, ich schaufel mal Daten rüber. Also ich nehme halt jetzt stundenlang meinen Stream mit auf und schaufel das auf die zweite Platte rüber, dann merkt man schon extrem, also diese Übertragungsraten. Aber das ist jetzt auch so ein Punkt, wo man sagen könnte, hey, wenn ich jetzt nur spielen will, brauche ich das. Brauche ich 2 M.2s. Immer so, ein System sollte halt immer darauf eingepasst sein, was man benötigt und aber auch ganz klar, wie viel Kohle man hat. Und dann ja auch immer das ganz Schöne, es ist ja jetzt nicht so, ich sehe das immer so ganz gerne bei den Konsolen, du kaufst eine Konsole und das Ding ist halt fix und fertig. Hier kann ich halt sagen, ich kaufe das, ich hätte aber ganz gerne noch so eine M.2 SD-Karte gehabt und dann kann ich das einfach ein Jahr später einfach immer noch aufschrauben, wieder reinstecken. Es ist halt extrem modular und extrem wandelbar. Ich meine, auch ein guter Punkt zum Sparen ist dann zum Beispiel der Prozessor, weil man sagt, ich möchte eh nicht übertakten, dann kann man sich auch einen Prozessor holen, der keinen offenen Multiplikator hat. Genau, den gleichen Prozessor ohne das K. Genau, dann kann man auch am Mainboard sparen, weil man dann einen Chipsatz, also zumindest bei Intel nutzen kann, der kein Overclocking unterstützt, ohne dass man jetzt zum Beispiel sagen muss, ich muss jetzt nicht auf die hochwertige Onboard-Soundkarte verzichten. Wobei das schon schön ist. Ja, so, ich sage, ne? Genau. Man muss ja nicht darauf, man kann ja auf ein ähnlich ausgestattetes Mainboard wechseln, ohne halt diese Übertaktungsfunktion, hat man trotzdem was gespart, ohne dass man halt in irgendwelchen Komfortfunktionen dann, ja. Liebe Grüße bei der Gelegenheit auch an der Krappers, danke für den sehr freundlichen Kommentar, lese ich nicht oft, er hat gepostet, WB ist sexy. Ich dachte eigentlich, ich hätte auf Twitch gepostet, bitte? Hier ein Screenshot und nicht auf Tinder, aber ich freue mich sehr drauf. Danke, das ist ein Kommentar, was wolltest du machen, zuerst Mainboard? Erstmal die Kabel anschließen und dann das Netzteil. Also man kann von hinten gut, also ich finde, man kommt ganz gut rein, oder? Ja. Wir können auch ein Cage rausschrauben.
wenn wir wollen. Ich weiß, dass viele Leute im Laufe des Abends hier dazukommen und den Anfang nicht mitbekommen haben oder früher gehen müssen, wie auch immer. Es gibt eine Aufzeichnung auf YouTube, die kommt wahrscheinlich schon morgen. Da sieht ihr den ganzen Stream. Es gibt einen Blogartikel dazu, den posten Ivy, Chipmunk und Fox, unsere Chat-Moderatoren, sehr gerne in die drei Chats rein. Jetzt schon. Ihr könnt ja schon mal, der ist heute nach heute Mittag erschienen, da könnt ihr schon mal im Detail nachlesen, welche Komponenten wir verbauen und teilweise auch, warum wir was machen. Und es gibt dann beim Aufzeichnungsvideo, das morgen kommen wird, auch eine genaue Liste nochmal aller Komponenten zum Nachlesen. Insofern seid ihr, habt ihr bislang nichts verpasst und werdet auch nichts verpassen, wenn euch das Thema interessiert, und das scheint ja anscheinend der Fall zu sein. Darf ich euch noch mal kurz die Gastgeber und die anderen Teilnehmer vorstellen? Ich bin Writing Bull, ganz rechts, das ist Frank Sirius, oder links von euch gesehen. Das ist der Hardware-Spezialist, großer YouTuber mit großem Kanal, macht ständig Hardware, Streams, Videos, steht auf Bühnen, bastelt PCs, kennt sich da einfach verdammt viel mit aus und hat auch schon, wie ihr mitbekommt, öfter schon mal PCs live zusammengebaut und ist durch nichts zu erschüttern. Neben ihm Chris Wefers, Mitarbeiter hier bei Asus ROG, mein Gastgeber. Im Hintergrund kommt sicher gleich nochmal vor die Kamera, das ist der Mann an der Regie, das ist Daniel Möllendorf. Und wir basteln hier meinen neuen PC zusammen. Ich bin Writing Bull. Eine Schraube reicht. Ja, reicht erstmal. Ja, im Moment, wir haben jetzt das Netzteil eingesetzt. Also das Netzteil wird zunächst einfach nur mal von hinten verschraubt. Und dann, das ist immer so ein bisschen der Part, wo die Leute sagen so, oh, da kommen jetzt aber viele Kabel. Aber auch hier wieder, kann man wieder sehen, die Anschlüsse sind halt relativ unterschiedlich. Sprich, Grafikkarte passt nur an die Grafikkarte, Mainboard passt nur ans Mainboard. Und das wäre jetzt vielleicht so ein kleiner Part, der ein bisschen fummelig wird, wobei die gehen noch. Ein bisschen fummeliger wird es gleich im Gehäuse, denn da ist auch immer so ein Schwung Kabel wie so ein kleiner Blumenstrauß mit bei, der da drin sitzt. Und das sind eben eigentlich alle Kabel, die von der Steuerung vom Case kommen. Ihr kennt das ja, am Case kann man oben dann ganz einfach an ausdrücken, Reset drücken. Ihr könnt meistens einen Kopfhörer anschließen. Wir haben jetzt hier noch eine Steuerung für die Beleuchtung. Und das muss halt eben alles von diesen Kontrolltasten oben am Case mit dem Mainboard verbunden werden. Und das sind einfach die ganzen Anschlüsse hier. Man hat ja häufig auch oben USB, jetzt teilweise schon USB, hatte USB-C auch? Ja. USB-C hat es vorne. Sprich, das sind einfach alle Kabel, die von hier kommen, liegen jetzt da und die müssen wir gleich auch noch verbinden mit dem Mainboard. Das ist, würde ich sagen, so der kniffligste Part, wenn man es knifflig nennen will, beziehungsweise der, der so ein bisschen so Aufmerksamkeit. Fummelig ist. Ne? Ja. So genau, da muss halt schon ein bisschen mehr gucken. Alles andere, was wir bisher gemacht haben, ist wirklich so, so Drag and Drop, hätte ich jetzt fast gesagt. Also so bam. Mit der Hand, also wie gesagt, du hast es ja sogar nur mit der Hand angedreht, alle Schrauben bis dato. Da ist jetzt noch nichts gewesen, was einen irgendwie Schwierigkeiten bereitet, groß. Ja. Also, Mainboard? Ja, Mainboard? Schrauben wir mal das Mainboard fest, muss ich sagen. So, soll ich mal Mainboard ein bisschen hier rücken, dass wir ein bisschen mehr Platz haben? Tastatur brauchen wir noch nicht. Dann ich aber zur Seite. Es wird so langsam ein bisschen warm hier, dank Studiobeleuchtung. Du machst die Klimaanlage an, oder? Wenn es gleich furchtbar rauscht, genau. Aber nicht mehr auf unserer Stirn glänzt. Du glänzt gar nicht so, ne? Nein, also wir haben hier... Einer sitzt ja auch. Es ist ja wirklich heiß. Wir haben dicke Lampen, die uns bestrahlen. Und die beiden... Ich hab's hier ja, ich kann hier eine ruhige Kugel schieben, aber die beiden müssen ja richtig schuften. Sollen wir auf die Handcam schalten? Wäre das ja, von Interesse? Das, so zwischendurch, das wären die Leute, glaube ich, klasse. Warte mal, ich rück mal ein bisschen nach hier, okay? Wir sind da von der Länge ein bisschen eingeschränkt, aber ich glaube, so geht. Christoph R. wünscht sich das. Dein Wunsch wird in Sekunden schnell erfüllt. Einmal mit der Cam ins Gehäuse, bitte schreibt er. Zack. Da werden Wünsche wahrgemacht. Ja. Eine Sache, bevor du loslegst, wird gefragt, wie lange läuft der Stream? Wir hatten eigentlich geplant, optimistisch wir sind. Um 10 sind wir fertig. Mittlerweile haben wir aber schon Hotelzimmer bestellt. Schlafsäcke wurden bereitgelegt. Kocht Kaffee. Es könnte ein Weilchen dauern. Legt euch Proviant zurecht, ein paar Butterbrote. Holt euch Bedienstete, die euch Sachen schmieren oder Bier, Wein, Brot bringen, was auch immer. Wir streamen mindestens 3 Tage noch, haben wir uns überlegt. Nein, ein kleines bisschen werden wir überziehen. Ja, genau. Ja, also jetzt, wo man das Mainboard ins Gehäuse einsetzt, ist eigentlich mal so der kritischste Punkt. Und da passiert auch eigentlich auch mal der größte Fehler, wo man sich dann am Ende immer sehr, sehr viel ärgert. Es gibt nämlich immer so eine
sogenanntes IO-Shield, das ist diese Abdeckung für die hinteren Anschlussblenden, oder für die hinteren Anschlüsse. Die ist bei den meisten Boards, muss man die erst stecken. Das heißt, man muss die erst im Gehäuse verbinden und dann das Mainboard einbauen. Bei diesem Board haben wir, wie bei allen unseren ROG-Boards, haben wir die fest verbaut. Das heißt, die könnt ihr gar nicht vergessen. Man fragt sich im Nachhinein, warum ist da nicht vor 10 Jahren schon einer drauf gekommen, oder? Weil wenn du es jetzt so hast, dass es an einem Stück ist, dann denkst du, ey, warum habe ich die früher immer da reingebastelt? Genau. Aber das ist so ein, das ist mir auch bestimmt 10 Mal schon passiert, als wir es noch nicht überall hatten. Ja. Genau. Also im Endeffekt wird das eigentlich nur eingelegt. Und genau, man kann so ein bisschen sehen, hier sind so Fixierpunkte. Genau. Also genau, wir haben einen Mittelpunkt, ne, auf den das Board aufgelegt wird. Und hier sehen wir halt die Punkte, wo das Board hinterher festgeschraubt wird. Traditionell hält das Board auch mit einer Schraube. Kann ich von Live-Shows berichten. Ja. Aber wir haben jetzt hier, ich glaube, 8. Ich glaube sogar 9. Ne? 9. Beziehungsweise die eine muss nicht geschraubt werden, aber es sind 9 Bohrungen vorhanden beim ATX-Board. Ja. Genau. Ja, und so sieht das, wird das dann im Endeffekt auch quasi auch schon aussehen. Ich nehme mal ein paar Kabel zur Seite. Ja, aber im Prinzip habt ihr jetzt schon die endgültige Position des Mainboards. Ich frage mich ja jetzt, wo sind denn die Schrauben fürs Mainboard? Ja. Die sind im Mainboard-Karton dabei. Der liegt hier vor uns. Beim Case. Genau, und dazu ist bei uns hier die schwarze Box. Da ist das ganze Zubehör und die passenden Schrauben auch. Ich finde diesen Kamerakind-Job finde ich irgendwie faszinierend. Ich hoffe, da wird keiner im Stream seekrank bei der Kamerafigur. Ich finde das eigentlich ganz witzig. So, ich fange mal in der Mitte an. Hier Akkuschrauber, ja, nein? Nein, generell immer nein. Also generell oder? Eher nein, aber hier wäre es, glaube ich, noch am unkritischsten, sagen wir es mal so. Würde ich trotzdem nicht empfehlen. Eine Frage kann ich jetzt sogar mal selber zwischendurch beantworten. Andreas fragt, ich frage mich, warum ein Rechner für jemand gebaut wird, der hauptsächlich Strategiespiele spielt, dafür reicht auch ein Low-End-Rechner. Also eine olle Kiste. Ja, es gibt auch ganz andere Strategiespiele. Das, was wir heute Abend gleich noch zeigen werden, Anno 1800, das ist ein Teil, wo man riesige, sehr große, prächtige, ausladende 3D-Welten hat oder andere Spiele, Total War beispielsweise, das ist auch nicht viel anders. Da gibt es spektakuläre Echtzeitschlachten und auch manche andere Rechner, gerade Aufbaustrategiespiele. Und generell, wir machen einen PC für Gamer. Also es ist ja bei mir wahrscheinlich auch nicht anders wie bei euch auch. Ihr spielt nicht nur das eine Genre von Spielen, sondern auch viele andere. Und habt vielleicht den einen Schwerpunkt, guckt aber auch mal woanders rein. Und das soll ein Rechner werden, der wirklich für Gaming gut geeignet ist. In meinem Fall noch ein paar extra Sachen drin eingebaut hat, die auch für Aufzeichnen, für Videobearbeitung, für Streaming gut sind. So sieht's aus. Also ein Rechner, ich meine, hat ja im Normalfall auch mehrere Aufgaben, nicht nur Spielen. Das ist zwar die Hauptaufgabe in den meisten Gaming-Rechnern, aber ich kenne das ja von mir aus, wenn ich Fotos bearbeite oder so, brauche ich ja auch Rechenleistung. Und ja, was du schon sagst, du willst ja nicht nur, dass der PC ein Spiel spielen kann. Ja. Wenn dann vielleicht dann im nächsten Jahr Cyberpunk erscheint, soll ja auch das in 4K laufen. Es gibt ein bisschen Spott zum Thema Akkuschrauber. Gebe ich nur mal weiter. Da gibt es Spott oder Schrott? Also ich glaube Spott wegen Schrott, irgendwas in der Art und Weise. Also wenn man jetzt sieht, hier die 8 bzw. maximal 9 kleinen Schrauben, die man hier so mit 10, 20 umdreht. Also ich finde einen Akkuschrauber, nein. Also wenn man täglich 20 Rechner schraubt, dann macht das durchaus Sinn für den Heimgebrauch. Für den Privatanwender eher. So oft schraubt man ja nicht einen PC, im seltensten Fälle. Selbst ist ein Fall, deswegen. Ja, festgeschraubt ist es. Genau. Frank, du hast einen Fan, General Feierabend, fragt dich, kann ich mir auch einen Rechner von Frank zusammenbauen lassen? Ja, natürlich. Das habe ich in der Tat schon öfter gehört. Oder ich habe dann auch mal so Angebote bekommen, so, ja, ich kaufe alle Teile, dann kannst du den zusammenbauen für ein Video und so. Da sind meine zeitlichen Kapazitäten ein wenig beschränkt, muss ich sagen.
ich weiß jetzt nicht, so eine Handvoll Rechner baue ich vielleicht mittlerweile im Jahr zusammen. Immer so, mal hier auf der Bühne, mal da auf der Bühne, mal einen zu Hause im Jahr oder zwei und ja. Du hast ja viele Selbstbauvideos auch auf deinem Kanal, da kann man sich das ja auch immer noch mal genau, es gibt irgendwie, anschauen. Genau, aus dem letzten Jahr gibt es irgendwie eine Reihe, da zeige ich das, was wir jetzt in einer Stunde machen, ich glaube in 15 Videos. Ich dann wirklich, da wurde ich teilweise auch gehatet, weil ich im ersten Video wirklich nur gezeigt habe, wie man das Gehäuse auseinander nimmt. Aber wenn man es halt gar nicht kann, mag das halt eine Hilfe sein. Also im Grunde soll es ja alle eher motivieren, dass man selber bauen kann, als dass ich jetzt irgendwie meinen Bauskill verkaufen möchte oder so. Weil es ist halt kein Riesenskill, also, sondern es ist halt eine ganz normale Tätigkeit, die jetzt keine hochprofessionellen elektronischen hardware-technischen Vorkenntnisse braucht. Schraubendreher, versuchen. Es ist viel aktuelle Technik drin und auch, ne? Aber das eigentliche, der eigentliche Vorgang des Zusammensteckens, Zusammenschraubens, der ist eigentlich, hat sich in den letzten Jahrzehnten gar nicht so viel verändert. Also selbst wenn man das letzte Mal vor 30 Jahren vielleicht einen Rechner zusammengebaut hat, ist das Grundprinzip ähnlich noch. Ja. Frank, du bist nicht der Einzige, der bestaunt wird. Ich bin es auch. Obwohl ich überhaupt nicht Hand anlege und vielleicht gerade deswegen. Es wird gepostet von Mr. Dropfisch, dass WB so ruhig daneben sitzen kann, während neben ihm so ein Monster zusammengeschraubt wird, dass er dann auch noch mitnehmen darf. Und der Kropper stimmt zu und sagt, ja, stimmt, das habe ich mir auch schon gedacht, er weiß gar nicht, was er da bekommt. Doch, weiß ich, aber ich bin ein sehr ruhiger Genießer. Ja, vom nächsten Schritt ist, also ich würde jetzt oben festschrauben, weil mich nervt das, oder möchtest du das noch offen lassen? Nee, wir sollten vielleicht erst noch mal die Kabel hier, gerade die oben für die Spannungsversorgung anschließen. Wobei, da kann ich sagen, das Case bietet so viel Platz, ja, das klar. Ist auch, aber das ist wirklich, also Disc gegen Corsair, nee, natürlich kein Disc, aber ich habe in den letzten Jahren viel Corsair-Gehäuse zusammengebaut, die sind hier oben in der Fläche einfach ein bisschen knapper bemessen, das bedeutet, da sitzt der Radiator wirklich press auf dem Mainboard, auch wirklich press, und hier hast du einfach noch 5, 6, 7 cm Luft, dadurch, also da, ich habe es ja letztens auch zusammengebaut, da war ich extrem positiv überrascht, dass du wirklich gut oben rankommst, aber wir können jetzt gerne CPU oben verkabeln, mit Strom versorgen. Ja. Und dann ist es ja netterweise noch so, wenn du die CPU verkabelst, damit das auch letztendlich jeder versteht, da steht wirklich CPU auf dem Kabel drauf. Also das bedeutet, das macht sich dann nicht so schwierig. Und ich glaube auch auf dem Tor-Netzteil steht, glaube ich, auch wirklich CPU drauf. Ja. Obwohl du es nirgendwo anders falsch reinstecken kannst. Aber sicher ist sicher. So, CPU wird mit Strom versorgt, ist halt wieder das ähnliche Prinzip. Bei den Steckern ist es ganz einfach so, dass Teile von diesen Pins rund und Teile von diesen Pins viereckig sind. Das bedeutet, der kann jetzt nicht falsch rum eingesteckt werden. Wenn ich den jetzt versuche, falsch rum einzustecken, würde er einfach nicht passen. Und er hat auch so eine kleine Nase oben drauf, die das so eine Art Clip. Und du siehst halt auch am Gegenstück, dass da oben auch dieser Halter einfach ist, wo der hier so einklipst. Ne? Also auch das ist so einfach stecken. Danke, stecken, fertig. Ungefähr 450 Zuschauer mittlerweile, es werden immer mehr. Schön, dass ihr mit dabei seid. Dauert noch ein kleines bisschen und am Schluss winkt als Belohnung ein fertiger PC und ein Test des PCs für den Anno 1800 auf dem Spielen und die Safe Games, die Städte, die ihr mir zugeschickt habt. Und es gibt noch was zu verlosen. Hatte ich das schon mal erwähnt? Ja. Hatte ich schon erwähnt, wann wir das verlosen? Nein. Habe ich vor, das jetzt zu erwähnen? Auch nein. Aber was es ist, zeige ich euch gerne. Das ist dies hier, die Spellforce 3. Soul Harvest Limited Edition enthält Spellforce 3, Soul Harvest, eine Actionfigur, einen Helden, ein Artbook und vieles andere mehr, kostet im Laden locker um die 80 Euro. Zwei Stück haben wir davon. Werden wir nachher noch verlosen. Dankeschön an Publisher, an THQ Nordic für diese kleine milde Gabe. Ich bekomme was geschenkt, ihr bekommt auch was geschenkt. Mit ein bisschen Glück. Persönlich ist die Gewinnwahrscheinlichkeit, da haben wir vorher darüber gesprochen, ich glaube, ich muss nicht losen, oder? Muss ich irgendwie nachher an einer Verlosung teilnehmen oder kann ich den so bekommen, den PC? Hat man darüber gesprochen, über dieses Thema? Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Also ich fände es schön, wenn ich den auch wirklich mitnehmen könnte und wenn ich dann nicht an einer Verlosung teilnehmen müsste. Wäre das denkbar? Oder vielleicht eine Verlosung mit einem Los? Was hältst du davon? Wir kriegen das schon irgendwie. Chris macht mir Mut. Das ist Chris Wepers von Asus ROG. Das hier, der hin und her läuft, ist Frank Sirius. Der Mann mit den beiden Hardware-Expertisen-Händchen. Ich schnapp mir nochmal, eigentlich bin ich nur das Webcam-Kind heute.
Und derjenige, der die Schrauben runterschmeißt, sehe ich gerade. Ja. Ich brauche leider eine kleine Technikhilfe. Vielleicht könnt ihr mal weiter mit eurer Kamera weitermachen. Ja. So. Ja, wir sind auf dem großen Bild. Okay. Im Moment noch. Soll ich mal auf das kleine Bild schwenken, dass wir, ja, dass wir in die Nahaufnahme gehen? Da können wir in der Zwischenzeit im Hintergrund unauffällig etwas basteln. Ich gehe auf die Razer. So, das ist eigentlich gar keine schlechte Perspektive. Ne? So kann man ganz gut ins Notebook, ins Case reingucken, ohne dass ich die ganze Zeit mit der Kamera wackelt. Das ist ja immer, wenn ich die so halte, ist das schon ein bisschen sehr shaky. Ne? Aber wenn die hier steht, ist es, glaube ich, ganz okay. Was wir im Moment machen, ist das Netzteil halt mit den Bauteilen verbinden. Sprich, das Mainboard braucht an verschiedenen Punkten Strom. Wir haben einmal den 24-Pin ATX-Stecker, der das Mainboard hauptsächlich mit Strom versorgt. Mhm. Und dann haben wir hier oben in der linken Ecke nochmal den Strom für die CPU. Genau. Und den müssen wir jetzt halt auch einmal verlegen. Ja. Also das ist eigentlich immer der Bereich, wo es ein bisschen enger wird beim Verlegen, aber ja, in dem Fall natürlich nicht. Der Vorteil von diesen sogenannten modularen Netzteilen, wie wir es hier haben, ist halt, dass man die Kabel halt erst am Ende ins Netzteil an sich hinten reinstecken kann, und man kann auch wirklich nur die, man nutzt auch nur wirklich die Kabel, die man auch wirklich braucht. Genau, bei den, das ist vielleicht auch so ein Punkt, wenn man jetzt ein kostengünstigeres Netzteil benutzt, was nicht modular ist, dann hast du einfach hinten immer diese 15 Kabel dranhängen oder 12 oder wie viel auch immer. Und egal wie wenig du anschließt, du musst diese ganzen Kabel irgendwie da unten so ins Gehäuse reinquetschen. Hier können wir jetzt jeden Kabel einfach sauber verlegen und am Ende mit dem Netzteil verbinden. Das sind dann auch irgendwo immer wieder so die Punkte, wo kommt denn der Preis her? Ja. Ne? Also, und dann ist halt einfach so ein Netzteil halt beim Verbauen schon deutlich schöner. Ja. Langsam kommen auch die echten Fachfragen rein. Frage zum Beispiel von Frankie Berlin: Ist in diesem Case nachher überhaupt noch Platz für Windows? Ja, wir haben vorne und hinten ein Windows. Vorne im Windows sieht man wesentlich mehr als hinten im Windows. Hinten ist das alte Windows eingebaut. Das ist das 98er. Da ist nur dunkel und Kabel, aber vorne wird es ganz hübsch. Es kommen ein paar sehr fürsorgliche Fragen rein, zum Beispiel von Adler. WB, wie schaffst du denn den Rechner nach Hause? Hast du ja nicht, ein Auto hast du ja nicht und mit der Bahn? Weiß nicht so richtig. Ich habe mehrere Träger, die habe ich unten stehen. Die haben mehrere Schülerpraktikanten hier, die ja extra für die letzten Wochen für diese Streamer eingestellt haben. Die haben ein hartes Programm gehabt in den letzten Wochen. In der eigenen Asus, eigenen Turnhalle wurde immer Zirkeltraining gemacht. Die sind top fit und die werden wir nach Hause tragen. Danke auch dafür. Danke an die Schülerpraktikanten. Die bekommen als Dankeschön auch ein paar der T-Shirts. Ernsthaft nach den... Soll ich die Strips dran lassen, lieber? Nach den T-Shirts wurde eben auch gefragt, Chris. Ja. So. Mehrere Leute zeigen sich nicht nur über den PC begeistert, sondern auch über die formschönen, eleganten und modisch hochwertigen T-Shirts. Ach, ich habe gedacht, über die hochwertigen, modernen Menschen. Weil, was ist da los? Wieso nur die T-Shirts? Ja. Nee, also die gibt es sogar... Also das, was ich hier trage, das gibt es zu kaufen bei uns im AOG-Ware-Shop. Findet ihr unter aogware.de zusammengeschrieben. Irate Maniac schreibt, Kabelmanagement ist meist die Hölle. Respekt für die, die das da so gut hinbekommen. Ja, also das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang auch mal erwähnt habe. Im Grunde genommen ist das jetzt oder wird es ein ordentliches Kabelmanagement, also dass die Kabel sauber verlaufen. Dafür ist auch hier im Hintergrund ganz gut, das kann man im Kamerabild jetzt gerade nicht sehen, aber hier sind mehrere von diesen Power Straps oder Strips, wo wir einfach die Kabel hinterlegen können, dann wieder sauber abbinden können. Das von der Case-Steuerung ist hier oben schon sehr sauber vorgelegt. Das ist aber auch was, wo man dann immer noch mal so eine halbe Stunde mit aufbringen kann. Ja? Indem man einfach erstmal Kabel, sag ich mal, an den ungefähren Platz legt, wo es hin soll. Funktionscheck macht, also läuft es jetzt, läuft man an und so weiter. Und dann gehe ich halt wirklich hier, das ist bei mir ganz oft so ein Kabelbinder-Ding, dass ich dann gucke, hey, wo machst du jetzt noch fest? Man sieht immer am Gehäuse, dass hier so immer so kleine Schlitze sind und so kleinere Halterungen sind. Und das ist eigentlich immer dafür gedacht, dass man die Kabel nochmal fixieren kann. Das bedeutet, natürlich kann ich hier irgendwie ein Kabel so kreuz und quer irgendwo hinlegen und das tut auch seine Funktion.
Und es würde hier auch nicht den Airflow stören. Vorher haben wir immer gesagt, oh, wenn die Kabel so da drin holen, dann ist der Luftstrom scheiße und so. Das ist bei so einem großen Case eigentlich nicht der Fall, sondern da ist es dann ein bisschen mehr so dieses Enthusiastending, dass man, wenn man ein teures Case hat und wenn man einen teuren Gaming-PC hat, dass man dann auch gerne hätte, dass es irgendwie schick und ordentlich aussieht am Ende. Ja, aber so Kabelmanagement ist jetzt grundsätzlich einfach nur so ein bisschen Fleiß. So, der Chris kämpft hier vorne mit dem Kabelmanagement vom Case. Das bedeutet, die Kabel, das, was ich auch vorhin schon mal gesagt habe, die Kabel, die vorne von der Case-Steuerung kommen, die bringen wir im Moment auf dem Mainboard an. Das war jetzt, glaube ich, HD-Audio. Genau. Das sind einfach die 3,5 mm Klinkenstecker, also für Kopfhörer und Mikrofon, die vorne verbaut sind. Ja. Was haben wir noch? USB 3.0-Anschluss haben wir natürlich. Genau, wir haben oben 4 USB 3.0 Anschlüsse drauf und dann noch den Type-C Anschluss. Mhm, genau, das ist ein extra Anschluss, ein kleinerer. Können wir gleich nochmal zeigen. Der muss noch angeschlossen werden und dann nochmal extra Strom für die Beleuchtung und RGB Anschluss, damit wir halt auch die ganze Beleuchtung steuern können über das Mainboard. Und zu guter Letzt, was eigentlich immer so das fummeligste ist, sind die einzelnen Anschlüsse für die Steuerungselemente und die LEDs. Genau. Status-LEDs. Also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr auf On drückt oder wenn ihr Reset drückt oder so. Häufig haben die Cases oben so kleine Status-LEDs ganz einfach verbaut. Und das sind sehr, sehr kleine Stecker. Die sind so in der Regel so 2 mm groß, sage ich jetzt mal. Und die werden auf unterschiedlichen dünnen Pinnen gesetzt. Und da ist dann immer so der eine Punkt, wo man auch als Mann sagen kann, hey, selbst wenn ich nie in eine Bedienungsanleitung gucke, da mal so gucken, wie das Mainboard belegt ist, das schadet halt nicht. Also das ist halt einfach, man findet es auch so raus, kann ich sagen, aus eigener Erfahrung, wenn man das mal weggeworfen hat, weil halt einfach nichts passiert, wenn man die falsch steckt. Es geht halt maximal nur nicht an. Ja. Aber das ist immer der Punkt, wo man einmal gucken kann, wie sind diese Stifte, diese kleinen Pins belegt. Da halten wir gleich aber auch dann nochmal die Webcam rein, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Ich nehme mal hier an. Ja, ich habe. Was habe ich jetzt hier? Strom für die AIO, ne? Genau, Wasserkühlung. Okay. Es kommen auch schon die ersten Fragen rein zum Thema SSD und HDD. Mhm. Braucht man unbedingt SSD-Festplatten, macht es Sinn, darauf umzusteigen? Sollte man immer eine HDD als Backup eventuell haben? Also ich selber habe im Gaming-PC gar keine HDD mehr drin, weil nein. Und früher war es ja so, man hat ja am Anfang mal irgendwie so gemunkelt, vielleicht halten diese SSDs nicht so lange und vielleicht verlieren die mal irgendwie ihre Speicherstände. Hat sich bei mir null bewahrheitet, benutze ich jetzt seit vielen, vielen Jahren. Wirklich seitdem es aufgekommen ist, also damals hat er noch irgendwie 60 GB SSD, 300 € gehabt, war richtig teuer am Anfang. Und ich benutze selbst diese allererste 60 GB SSD, die jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, wie alt ist, 7 Jahre, 8 Jahre vielleicht? So, also schon wirklich alt ist, auch die laufen immer noch. Im zweiten Rechner, mit dem ich Videos schneide, da habe ich in der Tat so ein Datengrab drin, eine 2 Terabyte Harddisk, wo du dann einfach nach dem Arbeiten, wenn ich die Daten wirklich nicht mehr zum Schneiden benutze, wirklich gar nicht mehr brauche, dann droppe ich die auf die Harddisk und dann sind die so weg. Dann liegen die da und für Notfall, wenn mal einer in 2 Jahren sagt, ach, weißt du noch, auf der ROG Convention, da war doch diese eine Aufnahme, wo du rumgelaufen bist. Dann kannst du sagen, ja, okay, ich gucke mal im Datengrab, kram ich das wieder raus. Und persönlich ist es bei mir immer so, ich erschrecke mich dann, wenn die anläuft. Also wenn die dreht und sich bewegt. Ne? Ich würde sagen, SSD ist einfach der Stand der Zeit. Also SSD ist heute nicht mehr so, oh, da habe ich jetzt aber was ganz, ganz Tolles und was ganz Exklusives. Ich würde sagen, also das ist jetzt mittlerweile wirklich einfach Stand der Dinge, ich würde nicht auf eine SSD verzichten, auf keinen Fall. Weil du merkst es ja auch wirklich in-game an den Ladezeiten. Du merkst ja in-game teilweise sogar, ob irgendwelche Gegenstände aufploppen, weil halt einfach viel schneller auf die SSD zugegriffen wird vom Spiel. Chat stimmt dir zu, nur SSD, es sei denn, man hat riesige Videodateien, schreibt Cyan Kalium, liebe Grüße. Und man stimmt dir halt zu. Dankeschön. Wenn groß und viel, dann eher HDD, wenn irgendwie möglich, aber solange man Anwendungen
am Laufen hatte, die sollen schnell laufen, dann nimmt man die. Ja, also auch bei Spielen muss ich sagen, also eine 500 GB SSD kostet heute auch nicht mehr die Welt. Also, und wenn ich mal davon ausgehe, dass ein aktuelles AAA-Spiel heute 40, 50 GB teilweise hat. 80, 90 vielleicht sogar, ne? Ja. Also ich sag jetzt mal, da kriege ich ja häufig trotzdem irgendwie meine 5 bis 10 Spiele, die ich gerade aktuell spiele, drauf. Also bei mir ist es immer so, ich hab auch ganz gerne mal 10 Spiele installiert, aber mehr meistens nie. Dann merke ich schon, dass das 11. Spiel schon seit 2 Jahren auf der Festplatte ungespielt liegt. Nochmal kurz der Hinweis, ich weiß, viele sind im Laufe des Abends später dazugekommen, falls ihr euch für die einzelnen Komponenten interessiert. Es gibt einen Artikel auf der Homepage von ROG, von Republic of Gamers, der ist heute rausgekommen, ein Blogartikel, da sind all diese Komponenten auch schriftlich aufgelistet. Bisschen angeklemmt. Könnt ihr nachlesen, unsere Chat-Moderatoren Ivy Chipmunk und Fox posten die Links. Das ist Netzteil schon komplett fest? YouTube-Kanal, ja, bei mir, bei Frank Sirius. Schaut mal einfach auf dem YouTube-Kanal, da findet ihr ganz oben auf der Portalseite einen Link, der auf die ROG Homepage führt, da in den Reiter ROG CPU muss man ein bisschen rein, diagonal legen, findet ihr diesen Artikel, weil sonst nicht passt, bin ich der Meinung. Das lässt sich halt nicht hier irgendwo entlang gehen. Ne? Dafür ist es so, es muss halt wirklich so laufen. Findet ihr in der Textbeschreibung, ihr seht das auf YouTube, alle nochmal in Listenform aufgelistet, alle Komponenten, die wir haben. Und genau, so sieht das aus. Das Ganze hat natürlich auch ein paar optionale Geschichten, darüber hatten wir eben schon mal gesprochen. Bei den Festplatten zum Beispiel, dann braucht man vielleicht nicht unbedingt so viele und so große, wie ich mir als Streamer oder YouTuber gönne oder schenken lasse hier. Das ist, da kann man vielleicht auch anders arbeiten. Dann wird im Chat gefragt, warum steht da überall Anno dabei, weil wir gleich den Rechner auch testen werden, auf Herzunieren. Sobald die fertig sind mit der Schrauberei, nehmen wir den, werfen den an und spielen eure... Das ist das Kürzeste, das ist das Fieseste. ...die ihr mir zugeschickt habt, eure auslandsten, hübschesten und rechenintensivsten Städte. Werden wir da mal starten und schauen, ob der Rechner wirklich das hält, was die beiden mir versprechen. Das ist immer ein schöner Moment, wenn man startet. Das ist eigentlich der schönste Moment. Also wenn du wirklich so, das habe ich ja selbst bei mir, wo ich irgendwie jedes Jahr so ein, zwei Cases so ganz langwierig bei mir zu Hause zusammenbaue. Der Moment, wo du es dann zum ersten Mal einschaltest, der ist immer so ein bisschen so, und dann gehen alle Lampen an oder alle Lüfter leuchten und so. Das ist wirklich ein schöner Moment. Ich finde, das hat immer so ein bisschen dieses Weihnachtsfeeling, wie wenn du ein Kind warst und hast so die Geschenke gesehen. Also so, das ist nicht übertrieben, es ist wirklich so. Also gerade, glaube ich, wenn man sich selber mal so ab und zu was gönnt und jetzt sagt, boah, jetzt habe ich meine gesparte Kohle für einen geilen Gaming-PC ausgegeben und du machst ihn dann an, das ist schon ein schönes Gefühl. Dieses schöne Gefühl werden wir gleich noch genießen. Dauert noch ein klitzeklein bisschen. Die beiden sind noch nicht ganz fertig, machen immer riesige Fortschritte. Wo seid ihr gerade? Am Kabel stecken, verstauen und montieren? Was genau. Also wir haben jetzt quasi die Stromkabel, wenn man so will, auf dem Mainboard festgemacht. Die laufen jetzt hier auf der Rückseite vom PC allesamt nach unten zum Netzteil hin und werden jetzt halt im Netzteil eingesteckt. Und die Kabel sind halt von der Länge eigentlich passend, kann man sagen. Bedeutet, also wenn ich jetzt hier eine Strecke überbrücken muss von 50 cm, dann ist das Kabel halt einfach zwischen 50 und 60 cm lang und jetzt nicht 1,20 m. Wenn es 1,20 m wäre, wäre es natürlich ein bisschen leichter, das irgendwie mit viel Spiel zusammenzustecken, aber dann hast du unten im Endeffekt so einen riesen Kabelknäuel hängen. So, und das ist jetzt so, der Chris muss da gerade ein bisschen fummeln und wahrscheinlich auch ein bisschen schwitzen, um diese einzelnen kurzen Kabel da richtig zu setzen und auseinander zu frummeln. Das ist, glaube ich, auch immer so der größte Punkt, wo die Leute so Angst vor haben, vor der Verkabelung, weil es wirkt erstmal unübersichtlich. Und selbst wenn du es ganz oft gemacht hast, wie wir jetzt, auch das wirkt beim Bauen erstmal irgendwie so, ja, die wuseln da so mit den Kabeln rum. Aber im Grunde machst du wirklich nichts anderes, als dass du so ein bisschen sortierst und ordentlich hinlegst und guckst, Mensch, Kabel A gehört halt zu A, Kabel C zu C und in der Mitte baumelt noch B, wo kommt das jetzt hin? Aber es dauert halt eben einen kleinen Moment, ne? Genau. So, deshalb ist so... Die optimalen Handelsrouten in einem Strategiespiel. Genau. Sehr schöner Vergleich. Also so 2 Stunden, also 2 mindestens einplanen. Wenn man es zum ersten Mal zu Hause macht, lieber 4. Pelzhauser stimmt sofort zu und sagt, das Schlimmste ist auch sowieso nicht der Zusammenbauen, sondern nachher alles zu installieren, was draufkommt. Das dauert dann richtig. Also guter Tipp ist ja immer, oder was ja heute sehr gut funktioniert, was früher ein bisschen schwieriger war, aber Windows 10 macht es halt einfach möglich, dass du deine Festplatte aus dem alten PC nehmen kannst und einfach in den neuen reinstecken kannst.
dann, ich sage mal ganz gerne, das Mainboard rödelt dann so ein bisschen, erkennt halt irgendwie alle Teile und du kannst halt sofort mit einem Windows, was du auf einem anderen Rechner installiert hattest, sofort beim neuen Rechner starten. Ansonsten dieses ganz normale, die ganz normale Vorgehensweise, dass du eben Windows auf dem USB-Stick hast und dich dann ja im Grunde genommen die Windows-Installation mit seinem üblichen Hallo begrüßt. Hier ist Cortana. Kannst du den mal wegstellen, der stört, ja. Gerade gesagt. Also im Grunde genommen wirst du ja auch die Windows-Installation mit wenigen Mausklicks durchgeleitet. Aber klar, wenn ich jetzt Windows neu aufziehe, das dauert halt 20, 30. Ich weiß, so oft mache ich es gar nicht, weil ich tatsächlich immer meine SSD aus dem einen rausnehme, in den nächsten reinschätze. Aber ich würde sagen, eine halbe Stunde nochmal Windows aufsetzen. Und dann geht es natürlich los, wenn du einen ganz neuen PC hast, dass du dann deine Programme wieder aufspielst und so weiter und so fort. Aber es ist ja heute auch ganz anders als früher. Das ist vielleicht auch so ein Merkmal von aktuellen Gaming-PCs oder überhaupt eigentlich von aktuellen PCs. Du hast halt kein Laufwerk mehr verbaut. Früher war es ja dann immer so, oh mein Gott, wo ist jetzt meine Adobe-CD? Wo ist jetzt meine CD von, was weiß ich, Assassin's Creed und Co.? Das habe ich ja heute nicht mehr, weil in der Regel ist ja alles als Download verfügbar. Jeder Treiber ist als Download verfügbar. Ich finde es, insofern man nicht ganz ländlich und mit einem ganz furchtbaren Internetanschluss irgendwo wohnt, heute wesentlich komfortabler, alles aufzuspielen, weil es halt in wenigen Minuten immer komplett runtergeladen ist. Ich lehne mich hier ans Case. Frank, es sind nicht nur meine Zuschauer da, die sich für mich interessieren, sind auch für dich. Frage, das kann ich nicht glauben. Ja. Doch, ernsthaft. Frage von Rebecca, die dich lieb grüßen lässt. Was spielst du im Augenblick? Was ist dein Spiel, das du im Augenblick zockst? Ich habe als letztes Rage 2 gezockt, aber auch nicht allzu lange. Ich bin im Moment tatsächlich am Überlegen, ob ich nochmal einen der beiden Witcher 3 DLCs nochmal neu spielen soll im New Game Plus. Das ist so, wo ich mich im Moment so geistig mit beschäftige. Aber es ist jetzt gerade nichts, ja, Rage 2 wäre das letzte, was ich jetzt aktuell gespielt habe. Es tut mir so leid, dass der Christa arbeitet und ich hier so ja, ich stehe hier. Hallo, mein Name ist Frank Sirus, Hardware-Experte. Ich beantworte Fragen um die Themen, genau, die Chris hier zusammenbaut. Schweißgeströmt. So ist das manchmal. Spielst du denn noch was anderes außer Anno? Oder ist das so? Ich komme kaum dazu, irgendwas zu spielen, ja, außer den Sachen, die ich Let's Play oder streame. Also ja, das ist so zeitintensiv. Ja, genau, das kenne ich. Also eigentlich alles, was du spielst, wird gestreamt und deshalb tauscht sich das dann nicht mehr. Ne? Aber das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, um mal Folgendes zu machen, nämlich mal am Block, darf ich einen Spickzettel erreichen, die Komponentenliste runter zu rattern und einfach den Leuten mal eine Übersicht zu geben, was ist drin? Also ich würde jetzt, oder wir können auch die Komponentenreihenfolge durchgehen, also wir haben jetzt einen Core i7 eingebaut aus der 9. Intel-Generation, das ist eben der 9700K. Das K bedeutet immer dahinter, dass man diesen Prozessor übertakten kann. Sprich, du kannst den Prozessor noch schneller laufen lassen, als es vorgesehen ist. Man kann halt diese Multiplikatoren erhöhen. Dann haben wir das ROG Strix Z390F. Das ist eben das Mainboard oder Motherboard oder auch Mutterbrett, wie ich neulich mal gehört habe. Einfach quasi das ist so ein bisschen das Herzstück, wo halt alle Sachen drauf zusammen verbaut werden. Dann, um diese ganze Geschichte, die CPU zu kühlen, haben wir die ROG Ryogen 240. Die gibt es auch in einer 120er und einer 360er Variante. Diese Zahl betrifft einfach quasi die Radiatorgröße. Sprich, bei einer 240er Variante können wir halt zwei Lüfter aufsetzen, a 120 mm. Deshalb Ryogen 240. Dann werden wir gleich noch eine RTX 2070 oder für mich aus 2070 in der Strix OC Version einbauen. Grafikkarten einbauen ist immer eine ganz einfache Geschichte. OC, weil sie halt overclockt von Werk aus ist. Also man kann auch immer eine Standard-clocked Karte nehmen und die selber schneller laufen lassen. Das ist nicht sonderlich schwierig. Aber hier ist die Karte halt von Werk aus einfach schon höher getaktet. Sprich, sie bringt einfach mehr Leistung und mehr FPS in-game. Dann haben wir das G-Skill-Set, also dass wir diese RGB-RAMs haben mit insgesamt 32 GB. Wir haben das ROG Tor mit 850 Watt. Das ist ja auch immer so ein Streitthema, also beim Netzteil, wie viel Watt brauche ich jetzt wirklich? Generell würde ich jetzt sagen, das Case braucht vielleicht unter Volllast so 600, 650 Watt. Ich denke, mit 550 würde man auch gut aussehen. Ja, also sogar schon habe ich ein bisschen hoch gepokert. Aber da ist es einfach so, also es gibt immer einen gewissen Effizienzbereich von einem Netzteil, also wo das Netzteil eigentlich am besten läuft. Ich finde, selbst das ist noch ein bisschen zu vernachlässigen, aber es macht
keinen großen Unterschied, ob du jetzt im Case ein 750 oder ein 850 Watt Netzteil laufen hast, weil das Netzteil liefert auch nur die Watt, die der PC im Endeffekt haben will. Also es ist halt nicht so, wenn wir jetzt ein 1000er Netzteil einbauen, dass das die ganze Zeit 1000 Watt braucht, sondern das würde auch im Idle, also im Desktop-Betrieb, auch eben irgendwas zwischen 80 und 100 Watt brauchen und nicht mehr. Eine Frage kommt rein, ich glaube, die bezog sich auf die Strix. Warum ist keine 2080 Ti verbaut? Fragen mehrere Zuschauer. Chris, warum reicht die andere auch aus? Vielleicht deshalb, weil der Preis von diesem PC sowieso schon so ist, dass man sagen kann, ja, ist ganz schön was zusammengekommen. Ja, man muss ja auch noch ein bisschen Platz nach oben lassen, damit man vielleicht nochmal auffrisst. Noch Ziele hat im Leben. Na, aber mit einer 2070 ist man schon sehr gut bedient. Also das ist schon aktuell einfach eine... Also es gibt halt immer noch mal noch schneller. Die Frage ist halt, inwieweit powert man das aus? Beziehungsweise, also umso... diese Schritte in die letzten zwei Schritte höher, die es noch geht, das wird ja auch exorbitant teurer. Und 2070 ist halt einfach... Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für jedes aktuelle Spiel, um das wirklich unter Dampf laufen zu lassen. Sind ja letztlich auch beide Fragen, die sich eigentlich, oder beide Argumente oder Wünsche, die sich widersprechen, die aufkommen. Das eine ist der Wunsch, geht es nicht ein bisschen billiger? Das andere ist der Wunsch, geht es nicht noch ein bisschen doller und stärker? Und wir versuchen halt, das so hinzubekommen, dass wir was haben. Frank hat es gerade formuliert, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis gut ist, wo man richtig was Schönes bei rauskommt, ohne dass man das absolute Luxusprodukt hat. Genau, also eine 2080 Ti, also die aktuell schnellste Grafikkarte, ist schon ein geiler Luxus. Ne? Also gar keine Frage, ist wirklich eine tolle Grafikkarte. Ich habe auch eine drin und ich benutze sie wirklich gerne und ist Halleluja. Aber die meisten Otto-Normalverbraucher, also die bereit sind, viel Geld für einen Gaming-PC auszugeben, die kommen halt mit einer 2070er-Karte absolut klar. Und das ist eben das, was du sagst. Also ich glaube, dass häufig der Gaming-PC-Bereich so um die 1500 Euro liegt. Das ist, glaube ich, so ein Bereich, der am häufigsten frequentiert wird, wenn ein neuer PC gebaut wird. Und dann ist immer mal jemand dabei, der sagt, nee, mir ist das 2000 Euro wert. Und das sind natürlich auch Leute, die sagen, hey, 2,5, hau ich raus. Und dann kommt auch derjenige, der sagt, boah, da lege ich jetzt halt 4000 Euro am Tisch. Und dementsprechend kann man dann halt einfach immer weiter, immer höher bauen. Und was der Chris auch gesagt hat, du kannst dich auch nächstes Jahr immer noch dazu entscheiden und zu sagen, ich setze jetzt eine zweite 2070 im SLI rein oder ich tausche die Karte, verkaufe die halt für einen guten Kurs und setze mir eine 2080er rein oder so, eben weil es halt austauschbar ist. Ja, das ist super. Ich ist ja halt das Bauteil, was man am besten aufrüsten kann, würde ich sagen, neben der SSD oder Festplatte. Ja, das ist halt und schnell gemacht. Genau. Ja. Und bietet im Normalfall gerade im Spiel halt auch den größten Leistungsschub. Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit, dass wir, sollen wir jetzt oder später losen? Wenn ihr noch ein bisschen basteln würdet, dann könnten wir basteln schon mal ein bisschen. Eine Verlosung durchführen. Es sei denn, ihr würdet sagen, naja, kommt noch mal eine Wartezeit, die noch ein bisschen länger ist, wo sich das eher anbietet. Nö, ich würde sagen, verlos ruhig. Hau raus, was raus. Was gibt es zu verlosen? Das ist das hier. Oh Gott, ist das Teil schwer. Das ist eine Box, eine ganz edle Sammlerbox. Ne? Das ist die Spellforce 3 Soul Harvest Limited Edition. Haben wir mal eine kleine Kamera dafür? Da könnt ihr das mal vor die kleine Kamera halten oder kann ich euch das rübergeben? Ich weiß nicht, ob Daniel so das per Regie oder ihr irgendwie reinbekommt. Ist das zu sehen? Klappt das? Das ist halt die Box hier. Das ist die Spellforce 3 Soul Harvest Box, in der sowohl dieses Echtzeitstrategie-Spiel / Rollenspiel drin ist. Spellforce 3 ist ein Fantasy-Spiel mit eine Mischung von beidem ist drin. Von Rollenspiel, man kann mit verschiedenen Helden, ich nehme es mal wieder runter, eine Party machen, eine kleine Heldengruppe von in der Regel 3-4 Helden, mit denen man rollenspielmäßig wunderschön erzählte Solo-Kampagne durchs Gelände zieht, Quests erfüllt, sich mit anderen Leuten gepflegt, die Schädel einschlägt und so weiter und so fort. Und es gibt einen Echtzeitstrategie-Part, wo man auf großen Weltkarten machen wir bei den nächsten Reihen einfach, oder? Im Gelände erkundet, aus dem Fork of War rausholt und Siedlungen aufzieht, Kasernen baut, Truppen rekrutiert und so weiter und so fort. Beide Parts sind drin. Riesige Solo-Kampagnen, 30, 35 Stunden im Grundspiel, nochmal mindestens 20 Stunden mit bei dem Standalone-Add-on Soul Harvest, das kürzlich rausgekommen ist. Und dieser Limited Edition enthält halt beide Spiele, eine Heldenfigur, Artbook, Soundtrack und vieles andere mehr. Und davon haben wir jetzt zwei Stück.
um mit meinen Chatmoderatoren zu kommunizieren, die ich zwingend dafür brauche, sollte ich vielleicht einen anderen kleinen Rechner wechseln? Ich frage mal den Daniel, der bei uns die Regie macht, oder sollte ich das von hier aus machen? Wo habe ich Audio? Headset? Du hast nur hier Teamspeak. Ja, Teamspeak haben wir hier, glaube ich, nicht auf dem kleinen. Haben wir nur auf dem da. Dann wechsle ich mal. Dann gehe ich zu dir mal rüber und machen wir das von da vorne aus. Ich mache hier auch noch einen. Wenn du magst, kannst du dich auch gerne mal neben mich setzen, dass ich dir noch einen Stuhl rüberrolle, dass wir beide zu sehen sind. Dann kann ich dich auch mal einigen. Ich verrate jetzt, uns kann man immer noch hören. So, hallo. So, ich glaube, es ist besser, dann kannst du hier. Genau. Jetzt bin ich gleich, wir sind, glaube ich, beide zu hören über das Mikrofon, das ich angeschnallt habe. Und zeige euch jetzt mal Daniel mal zwei. Da sind beide Daniel. Und das hier ist der, das ist er ja. Daniel Möllendorf von Asus ROG. Schön, dass du jetzt auch mal zu sehen bist. Hat die ganze Zeit Regie gemacht. Auch an dich die Frage, die die anderen auch schon beantworten mussten. Was zockst du im Augenblick privat? Im Augenblick, witzigerweise, wie Frank es auch schon gesagt hat, Witcher 3. Nur, dass ich es noch nicht durchgespielt habe, was jetzt echt mal Zeit ist. Was? Also jetzt, ja. Es geht wahrscheinlich im Chat genau das gleiche los, was hier gerade dem Frank da durch den Kopf geht. Ne? Ich will von allen ein Buh lesen. Immerhin habe ich jetzt ein Druckmittel, denn am 16.04., wenn Cyberpunk rauskommt, muss ich ja mit Witcher 3 logischerweise durch sein. Und nebenbei versuche ich dann noch, sofern es die Preise zulässt, auch Anno 1800 zu spielen. Ich hole meine Chat-Moderatoren mit dazu, schneide mir dafür das Headset hier um und das ist ausgeschaltet hier, das Mikrofon. Soll ich es abziehen oder ist es ausgeschaltet? Das ist für Teamspeak jetzt. Für genau. Achso, damit die hören, stimmt, die müssen mich ja hören. Dann ist mein Ton eventuell, aber die hören nur mich über den Ton, der geht nicht in den Stream rein. So sollte es jetzt sein. So sollte es sein, alles klar. Spiel widersprecht mir, wenn ich das falsch liege. Liebe Chatmoderatoren, bitte kommen. Ivy, Chipmunk und Fox, könnt ihr mich hören? Hallo, jetzt solltet ihr auch zu sehen sein. Daniel übernimmt derweil mal den hier und versucht mir mal bitte die Browser anzuschmeißen, dass ich die drei verschiedenen Kanäle auch mal sehen kann und den Chat mitlesen kann. Ihr habt fleißig auch die ganze Zeit alles verfolgt und habt viel gepostet und vielen Dank an euch, dass ihr die ganze Zeit die Links rausgehauen habt und so weiter. Jetzt kann ich euch im Augenblick nicht mehr hören oder ihr schweigt, weil ich denke, wie bescheiden, so kenne ich euch überhaupt nicht. Ihr seid drei Community-Moderatoren meiner Community. Ich habe ein großes Forum, das heißt Writing Bull. Punkt. Moment, jetzt haben wir, glaube ich, im Hintergrund, ich weiß nicht, ob das hört, Musik wird gerade abgespielt. Hier ist irgendwo noch eine Musik, die wir wegmachen müssen. Werbung, oder wenn du hier mal überspringst, alles klar. Also in meinem Community-Forum seid ihr aktiv als Chat-Moderatoren. Ich hoffe, die Musik hat euch gerade nicht die Ohren weggesprengt und seid auch in den Chats unterwegs. Anno 1800 werden wir gleich noch anzocken. Da ist Ivy auch mit dabei. Die ist ganz oft Co-Moderatorin bei meinen Anno 1800-Streams. Mutest du das bitte mal hier? Und ja, alles klar. Jetzt sehe ich auch allmählich die ganzen Chats. Wir werden diese drei Versionen gleich verlosen. Wir haben vorher eine Geheimzahl vereinbart. Wisst ihr die noch, ohne die jetzt bitte laut zu sagen? Ja. Sehr gut. Ich selber weiß sie nicht mehr, aber ich habe Frank eben gesagt, Frank, du bist mein Gedächtnis. Frank, hast du dir die Zahl behalten? Ja, habe ich. Ich habe die im Handy sogar notiert. Frank hat gecheatet, er hat sie sich in seinem Smartphone notiert. Ich weiß sie, glaube ich, auch noch. Er zeigt sie mir gerade. Ist nicht in der Kamera, bitte nochmal. War das hier? So, nochmal. Jetzt findet eine geheimnisvolle Kommunikation statt. Ich male sie dir mit dir mal auf dem Blatt Papier mit meinem Finger auf. Ihr erlebt jetzt gerade echte High-End, High-Tech-Kommunikation. Danke. Ja, okay. Ja, okay. Ja, habt ihr wenigstens was zu lachen? Schön, gehört auch zum Teil der Unterhaltung dazu. Wir machen jetzt Folgendes. Das ist diese Geheimzahl. Bitte noch nichts posten. Wir machen das gleich so. In allen drei Chats könnt ihr jeweils eine Zahl gleich posten. Jeder postet bitte nur einmal, nicht zweimal und auch nicht in zwei verschiedenen Chats. Wenn wer mitbekommt, dass einer von euch in mehr als einem Chat postet oder in einem derselben Chat mehrfach postet,
wir werden euch kein Leid zufügen, aber ihr fliegt raus, falls wir euch dabei erwischen und könnt gar nichts gewinnen. Überlegt euch das also gut. Die drei Chat-Moderatoren, jeder von euch, verfolgt einen der drei Chats und merkt und sucht denjenigen oder diejenigen raus, die am nächsten dran kommen. Nachher vergleichen wir die Ergebnisse und gucken raus, wer war derjenige oder diejenige, die die Zahl am ersten erwischt hat. Seid ihr drei startklar? Das höre ich gerne. Es handelt sich, Achtung, noch nichts posten. Es handelt sich um eine Zahl von 1000 bis 9999. Das heißt, Minimum ist 1000, Maximum ist 9999. Und ihr postet bitte ab jetzt. Zahlen fliegen rein. Daniel und ich versuchen erst gar nicht, uns das zu merken oder das zu beobachten. Da waren wir ja Ivy, Chippy und Fox. Wir haben um die 450 Zuschauer, die zu dieser relativ späten Stunde dabei sind. Im Hintergrund wird der PC übrigens in Windeseile ausgetauscht gegen einen bereits vorbereitet. Oh, das hätte ich nicht laut sagen sollen, oder? Was? Nein. Der vorne, der steht, der war ja nur... Nein, das war nur eine Attrappe. Ahnung. Vergesst das. Das ist ein ganz, ganz dummer Scherz. Das wird natürlich... Jenseits der Kamera wird natürlich fair weiter gebastelt. So entstehen Gerüchte. Verschwörungstheorien. Wir könnten tatsächlich so die Kamera wieder einblenden, wenn wir wollten. Ne? Damit die uns das auch glauben. Ja. Aber sehen wir aus wie Leute, die schwindeln? Niemals. Nein. So langsam kommen keine weiteren Postings rein. Ein paar kommen doch rein in einem der drei Chats. Wir können, glaube ich, so langsam aufhören. Ich zähle jetzt von 5 runter. Sind wir eingeloggt in die Chats? Ich glaube nicht, dann können wir auch nicht posten. Ihr drei. Derjenige von euch, der sich in jeweils den jeweiligen Chat beobachtet hat, die drei Chat-Moderatoren, ich zähle jetzt runter von 5 auf 0, wenn ich 0 sage. Postet bitte jeder von euch dreien in seinen Chat das Wort Stopp rein. Alles klar? Ich zähle runter. 5, 4, 3, 2, 1, 0 und Stopp. Stops werden gepostet. Alle Zahlen danach gelten nicht mehr. Okay, es klappt. In einem Chat, in allen Chats wurde Stopp gepostet. Ich habe es gesehen, prima. Danke für eure Beteiligung. Und jetzt werden die drei mal auswerten, wer am nächsten ist. Wir sagen noch nicht die Zahl, weil es erfahrungsgemäß dazu führt, wenn wir die jetzt laut sagen, während die drei das überprüfen, dass die Chats geflutet werden von Kommentaren. Und wir haben dann nachher Schwierigkeiten, das alles nochmal zu kontrollieren. Deshalb nennen wir die Zahl noch nicht. Aber die drei überprüfen das jetzt in aller Ruhe. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch in einen anderen, ihr könnt ruhig in diesem Audiokanal ja bleiben. Ihr könnt auch gerne laut, ohne die Zahl zu nennen, darüber spekulieren, wer im nächsten sein könnte. Das ist nur für Festplatte, ne? 2. Die beiden nächsten. Ja. Das scheint sich gleichmäßig aufzuteilen, Frank. Einer von in Gänsefüßchen deinen Leuten hat gewonnen und einer von in Anführungszeichen meinen. Das ist schön. Wie heißt nochmal, damit wir den ausschließen, der Nickname, unter den du eine Sockenpuppe bei dir hast posten lassen, um das Spiel selber zu gewinnen, Frank? Was denn, bitte? Ja, so das Unschuldslamm in Person. Glänzende schauspielerische Leistung. Der Mann kann nicht nur gut PCs zusammenschrauben. Er ist doch reif für die große Bühne. Die Zahl heißt, im Ernst, 8200. Wer hat gewonnen? Dreier Jörg Dieter hat gewonnen. Und? Luis Vega oder Dega? Dega. Liebe Grüße an euch beide. Herzlichen Glückwunsch dafür, dass ihr gewonnen habt. Was müsst ihr jetzt machen? Auf Twitch wird Chipmunk jetzt mal bitte irgendwas reinposten, sowas wie zum Beispiel, hier ist Chipmunk. Und dann schickt ihr bitte Chip eine PN. Ihr flüstert ihn an und schreibt ihm, also der Gewinner, und schreibt ihm bitte nicht nur euren richtigen, wahren, echten Namen, sondern auch eure Postadresse. Denn wir haben hier eine Box, die wir euch rüberschicken. Und der Briefträger hat es ein bisschen leichter, der Paketbote,
wenn ihr uns auch eure Anschrift zuteilt. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Wie machen wir das auf YouTube bei Frank Sirius? Mit der Adresse? Man kann mal okay. Einfach alles klar. Also, habt ihr ja gerade selber gehört, im YouTube-Kanal von Frank Sirius wird gleich meine E-Mail-Adresse gepostet und schreib mich einfach an, teil mal deinen wahren Namen und deine Postadresse mit, die ganzen Adressen, wandern dann zu Daniel rüber. Achso, ja. Ja, die Versionen stehen ja beide noch hier, wir können dir auch eigentlich gerade noch mal die Kamera zeigen. Ne? Die stehen da vorne, wir holen gleich noch mal eine rüber. Und das ist wirklich ein cooles Spiel. Ich habe eine fette Playlist dazu. Das ist ja das, was ihr gewonnen habt. Glückwunsch an euch beide. Dann bekommt ihr die zugeschickt. Heute natürlich nicht mehr, aber noch im Laufe dieser Woche. Und dann landet die bei euch. Glückwunsch euch beiden. Genau, viel Spaß damit. Sag mal, ihr drei, ihr Chat-Moderatoren, ihr habt den Stream ja genauso verfolgt wie ich. Beschreibt doch mal bitte die Stimmung in den drei verschiedenen Chats. Wie verfolgt man den Stream? Ich habe immer ein Auge darauf geworfen und ein Auge misstrauisch und kontrollierend darauf, ob die beiden Bastler auch alles richtig machen. Ich wollte meine Beute nicht aus dem Auge verlieren. Ivy, wie ist die Stimmung in den Chats? Was ist dein Eindruck? Wie verfolgt man uns? Das höre ich gerne. Man hört euch gar nicht. Das finde ich aber schade. Mache ich euch mal lauter, drastisch. Dann wird es gleich ein bisschen einfacher. Ich mache dich erstmal ganz, ganz laut. Und lass dich jetzt nochmal ein, zwei Sätzchen reden und dann haben wir in 20, 30 Sekunden Feedback, ob es an der Lautstärke lag. Ja, mir gehen gerade die Ohren kaputt, also das sollte eigentlich okay sein. Und schreibt mal bitte kurz in die Chats, ihr könnt Ivy auch nicht hören. Dann geht das leider nicht, dann kann ich mit euch jetzt auch nicht quatschen, dann muss ich jetzt mit mir alleine quatschen, weil das wollen wir jetzt unter Live-Bedingungen nicht reparieren, weil wir wahrscheinlich erstmal länger tüfteln müssten, woran es liegt. Ja, wir sind ja schon relativ weit beim PC, da denke ich, können wir auch gleich nochmal was zeigen, wie es okay. Da weitergeht, weil wir wollen ja auch diesen besonderen Moment, wenn der PC angeht, gleich nochmal entsprechend in Szene setzen. Mhm. Dann vielen Dank dafür. Ihr seid leider nicht zu hören. Schön, aber danke, dass ihr mit dabei wart und alles unterstützt habt. Waren die Gewinner denn eben zu hören im Stream? Ich habe sie ja selber genannt. Deshalb haben, glaube ich, alle mitbekommen, wer gewonnen hat. Insofern alles gut. Bis dann. Ich bleibe nur einen Moment nochmal hier. Gebt ihr mal kurz mein Mikrofon rüber. Oder kann man den Daniel gut hören? Das testen wir einfach mal. Wie hört man mich? Ich muss ja hier Mitte das Mikrofon vom Daniel sprechen. Ich lasse ein bisschen näher, während die beiden noch weiter basteln, weil Daniel war noch gar nicht so richtig, zu sehen und zu hören bislang. Ja, ihr macht das ja schon. Die beiden basteln weiter unter Höchsttempo weiter, denn wir wollen ja auch den Stream jetzt gleich noch dazu bringen, dass ihr den PC auch sehen könnt. Beschreibt doch mal selber, dein Kollege hat es eben auch schon mal das gemacht, was eure Philosophie ist bei ROG. Also was steht dahinter, also wenn ihr euch überlegt, wir konzipieren ein Produkt, eine Komponente, einen PC. Was soll dabei entstehen? Im Grunde ist uns halt wichtig, den Leuten halt immer noch eine neue Idee, immer noch ein bisschen was Zusätzliches zu bieten. Und wir teilen ja auch selber, wie man halt daran sieht, ne? Der Chris ist ja auch regulär Asus-Mitarbeiter, wie ich genauso. Und wir lieben selber PCs zu bauen, wir lieben selbst daran zu schrauben und darauf dann die neuesten PC-Spiele zu spielen oder auch mein älteres, wie The Witcher 3 gerade erwähnt. Aber das ist halt einfach ein schönes Hobby und das ist halt die Philosophie dieses Eigenbau. Ich meine, Asus hat damals vor ziemlich genau 30 Jahren wirklich gestartet mit Mainboards und da sind wir auch nach wie vor immer noch ganz, ganz stark und versuchen immer bei Mainboards noch eine neue Idee, noch was Neues draufzulegen und das Ganze halt weiterzuentwickeln, um halt diesen Spaß am Eigenbau und am Basteln und am PC-Gaming selber halt immer noch weiter voranzutreiben. Wie arbeitet man bei Asus? Hätte Cyan Kalium gerne gewusst, ihr schraubt ja nicht nur PCs zusammen. Ich glaube, ihr macht das, was die meisten anderen Menschen auch machen heutzutage. Ihr sitzt tagsüber vor einem Rechner und schaut in einen Monitor. Das ist vollkommen wahr. Also wir würden gerne viel häufiger schrauben, die Produkte alle ausprobieren. Gerade als ich bei Asus angefangen habe, ging es mir wirklich so, dass jedes zweite Produkt, das reinkommt, wollte ich auch irgendwie haben und fand ich irgendwie toll. Und mit der Zeit gewöhnt man sich fast daran, dass hier so ein Durchlauf ist an den neuesten Produkten. Aber spannend ist es immer wieder.
Und ja, was gehört so zum Alltag? Also wir machen, der Chris und ich zum Beispiel, auch viel Social Media, die ganze Kommunikation auf unseren Kanälen wie Facebook, Twitter, Instagram. Großen Teil macht das auch noch der Frank mit, weil es halt einfach sehr groß und sehr viel geworden ist. Wir organisieren gemeinsam Veranstaltungen, wie zum Beispiel die ROG Convention, wo wir hoffentlich den einen oder anderen von euch gesehen haben. Die war jetzt in Duisburg im April. Und solche Sachen stehen auf dem Programm. Ich hoffe, wir beiden sind gut zu hören. Ich bekomme leider widersprüchliche Meldungen. Der eine sagt, der eine Daniel soll lauter sein, der andere sagt, der andere Daniel soll lauter sein. Das ist natürlich schwer zuzuordnen. Ja, ich pack die ganze Zeit das Mikrofon, halte es mal dem Daniel und mal mir etwas dichter heran und je nachdem schwanken dann auch eure Antworten. Macht BB das hauptberuflich, fragt der Weihnachtsmann. Die Antwort ist ein Ja. Ich habe 30 Jahre fürs Radio gearbeitet als Radiojournalist und habe da mittlerweile Feierabend gemacht und bin in einem etwas fortgeschrittenen Alter, mittlerweile hauptberuflich einfach nur YouTuber und Streamer und mache vor allem Previews von aktuellen PC-Strategie, Aufbauspielen und andere Geschichten. Gibt es alles bei mir auf dem Kanal zu sehen. Und viele Streams auch 2 bis 3 pro Woche in der Regel. Was kommt sonst noch an Fragen rein? Alles fast nur genug, das hört man gerne. Genau. Es kommen viele Fachfragen jetzt. Es kommen auch einige Fachfragen rein, die ich mit Absicht eben an die beiden nicht weitergegeben hatte, sondern mehr die etwas allgemeineren. Hier fragt jemand, ob man sich bei Asus einen Wunsch-PC zusammenstellen kann. Also bei Asus, King Dis heißt er, ich will nicht, aber irgendjemand sagen, hier fragt King Dis. Also bei Asus selber nicht, aber es gibt halt viele E-Tailer, viele Online-Shops, wo man sich seine Komponenten zusammenklicken kann, wie zum Beispiel halt auch die gleichen Komponenten, die ihr hier seht in dem Stream, den wir für in dem PC, den wir für Daniel zusammenbauen. Aber genau einen Konfigurator gibt es bei Asus selber jetzt nicht. Es kann auch gut sein, dass wir euch noch einen Shop-Link nachreichen werden, wo man bei einem dieser Shops, mit denen Asus ROG kooperieren, sich den fertigen PC holen kann oder da vielleicht in deren Homepage bei den Modulen ein bisschen rumklicken kann. Das kann ich jetzt nur nicht fest versprechen und darauf solltet ihr auch nicht warten und nicht bei mir an Ort nachfragen. Wir arbeiten dran, ich kann es allerdings nicht versprechen. Ansonsten in den Chats posten meine Chatmoderatoren fleißig die ganze Zeit den Link auf den Blogartikel, der bei euch heute veröffentlicht worden ist, wo all die Komponenten aufgelistet sind und auch morgen in dem Aufzeichnungsvideo dieses Streams werden alle Komponenten der Reihe nach aufgelistet sein. Und ich sehe gerade im Hintergrund, der PC macht sich allmählich. Da können wir gleich mal schauen gehen. Es gibt ein paar Fragen zur Einbauposition der Wasserkühlung, habe ich jetzt mehrmals gelesen. Da gibt es natürlich ganz verschiedene Philosophien, ob man die in die Front einbaut, ob man die oben in den Deckel einbaut. Es gibt natürlich immer mehrere Wege. Wir haben hier mit dem ROG Helios ein ganz besonders großes Gehäuse, wo jetzt halt der Luftstrom nicht so sehr beeinträchtigt wird. Wir können es ja gleich nochmal weitergeben und euch zeigen. Wir haben jetzt auch zum Beispiel hier in dem Gehäuse schon vorne 2 Lüfter drin. Man muss natürlich sagen, dass man unter Live-Bedingungen immer ein bisschen anders baut als zu Hause, wo man einfach ohne Ende Zeit hat oder sagen kann, gut, vielleicht will der eine oder andere nicht warten, aber man kann theoretisch sagen, ich baue morgen zu Ende. Und hier ist natürlich unser selbst erklärtes Ziel, in dieser vorgefertigten Zeit alles fertig zu bekommen. Alles fertig zu bekommen und nebenbei noch was zu verlosen, das haben wir erledigt. Und dann das Ganze auch noch anzuschmeißen und Anno 1800 zu zocken und eure Spielstände, eure Safe Games anzuspielen und eure Städte zu präsentieren. Ich habe etliche bekommen, 7, 8 Safe Games. Wir gucken mal, wie viele davon starten können. Im Hintergrund werden die letzten Handgriffe gemacht. Es könnte sein, dass die Herrschaften in den Chats ein bisschen neugierig werden, wie das da weiter aussieht. Sollen wir mal das Kamerabild wieder ändern? Es ist auf jeden Fall sehenswert. Ne? Frank, Chris, nicht erschrecken. Wir sind gleich wieder bei euch drauf. Achtung. Andersrum, da seid ihr wieder. So, im großen Bild zu sehen die wahren Stars des Abends. Im kleinen Bild zu sehen die beiden kleineren Stars. Ja. Ihr seht auch an dem breiten Grinsen, was Chris und Frank synchron in ihren Gesichtern tragen, dass sie mit ihrer Arbeit durchaus zufrieden zu sein scheinen. Kann man das so sagen? Ganz peinlicher Augenblick, wie gut, dass ihr das live nicht mitbekommt. Der PC ist fertig und Frank hebt locker ein Teil hoch, das nicht drin gesteckt. Genau, wir schalten zurück in die Werbung hier. Eigentlich Kosmetik. Da kommt das ist eine Abdeckung, dass man die Festplatten nicht direkt sieht. Das ist einfach ein bisschen, dass es noch ein bisschen schicker aussieht. Sprich, es hat halt überhaupt nichts mit der Funktionalität zu tun,
sondern so ein bisschen ja auch, dass wir hier diesen kompletten Unterbereich, wo man sonst von vorne auf die Kabel zum Netzteil gucken würden, da kann man halt einfach diese Blende aufsetzen und festschrauben und hat mir in der Tat gerade die Blende noch nicht drin. Aber die wird halt nur mit einer Schraube fixiert und dann ist diese Abdeckung da, wird auch immer so diese ROG-Schriftzug, so ähnlich wie hinter uns an der Wand. Insgesamt eigentlich ein ganz hübsches Detail, wie ich finde. Besonders Detail eben auch, jetzt könnt ihr auch unten sehen, das Netzteil zeigt uns jetzt eben an, wie viel Watt wir gerade verbrauchen. Und ich tippe mal so, 70? Ne, 59. Wir sind gerade um die 60. 61 Watt, sind wir gerade auch sehr sparsam unterwegs. Aber das mit dem fehlenden Teil ist sehr hübsch, da kommt ein echtes IKEA-Feeling hoch. Mal schauen, was wir sonst noch alles an Schrauben finden werden. So, ich glaube, es war noch überhaupt. Ich glaube, wir können auch langsam, wenn ich was vorschlagen darf, wenn die beiden fertig sind, dass wir für den Rest des Streams, dass ihr beiden die Positionen wechselt. Ich glaube, Chris sieht auch so aus, als ob eine Pause durchaus gut tun würde und dass wir den Anus, den Anotan zu Ende. Guck mal, mir wird keine Pause gegönnt, hast du gemerkt? Das können wir sehr gerne noch machen. So. Was ihr im Hintergrund vielleicht nicht seht, da geht noch kein Bild. Die Tür auf, mehrere Schülerpraktikanten und Praktikantinnen kommen rein, bringen die Handtücher, die beiden gleich eingewickelt werden, werden ihnen den Schweiß von ihren Stirnen und Körpern wischen. Ist der Displayport hinten vorbereitet, nicht, ne? Hier, Respekt, gute Planung. Aber Strom? In der Zwischenzeit, oh, da kommen noch mehrere Zuschauer live rein, die hatten sich draußen versammelt, bringen euch gleich Geschenke. Sieht aus, als wären das Bestechungsgeschenke. Mehrere tragen Plakate. Nein, gib nicht diesem blöden WB den PC mit, sondern mir. Geht ja bitte raus. Ihr habt ja nichts zu suchen. Das ist mein PC. Weg da. Raus. Den behalte ich. Security. Hey. Abführen. Unfassbar. Jetzt? Also wenn ich einen Moment aufpasse, dafür waren eigentlich meine Chatmoderatoren gedacht, dafür zu sorgen, dass solche Ereignisse nicht passieren können. Die hatte ich nämlich mit den nur Laptops Signal. Und mit Maschinengewehren draußen. Kann sein, dass wir nochmal neu starten müssen, damit er den Displayport erkennt, oder? Weil wir haben den Displayport angesteckt, nachdem wir angeschaltet haben. Ja, das werden wir gleich noch machen. Wir werden Safe Games, die ihr dem Daniel geschickt habt, vorab von Anno ausprobieren auf diesem PC, weil Anno ist ja, man kennt das von der Reihe, man fängt an mit ein paar kleinen Holzhütten, also im wahrsten Sinne, man hackt ja Holz, ne? Man fängt Fisch, um seine Bewohner dann zu versorgen und nachher wird es halt eine richtige blühende Metropole, aber dadurch wird halt natürlich auch die Hardwarelast immer höher, weil es immer mehr darzustellen gibt, immer mehr KI, immer mehr Wegfindung und das zwingt dann den einen oder anderen PC jetzt doch schon in die Knie und wir werden jetzt halt zeigen, dass mit dem PC, den wir hier gebaut haben, wir einfach bestens gerüstet sind für wirklich jedes Szenario und ich habe gerade schon Spielstände gesehen, die haben Leute eingeschickt, teilweise mit 88 Stunden, die sie dann in ein Game gesteckt haben. Und das werden wir uns gleich mal anschauen, wie das auf dem PC läuft. Weil ich sag mal, so eine Szene, einfach nur ein bisschen Wasser und... Nur einen anderen Monitor nehmen? Das können die meisten PCs, aber dann mit den Safe Games geht es auf jeden Fall das Eingemachte. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das schöne Teil so schön funktioniert, wie ihr mir das versprochen habt. Wir werden es jetzt mal überprüfen. Die beiden sind fast fertig, sitzen noch an den letzten Details. Vielleicht kannst du das Bild noch mal aufziehen, dass die beiden auch beobachtet werden. Frank lehnt sich lässig über den Tisch, wirft einen letzten... Das kann der PC locker ab. ...einen letzten Blick in den PC rein. In seinem Kopf rattern die Gedanken, was habe ich falsch gemacht? Nö, das eigentlich nicht. Aber es ist halt relativ... Bei HDMI hat man es halt eigentlich noch lieber oder noch häufiger. Sprich, dass man, wenn man während der PC läuft, halt quasi das Kabel vom Monitor abzieht und wieder ansteckt, dass der Monitor dann das nicht erkennt. Also, dass man manchmal einfach den PC nochmal neu starten muss, damit in dem Moment, wo er neu startet, eben auch das Signal richtig durchgeleitet wird. Wir warten jetzt gerade auf das Signal vom PC an den Monitor. Aber das ist halt immer so dieses Live-Dingen, wo du dann fragst, warum will das jetzt nicht angehen? Wo das bei 100 Fällen 99 Mal zu Hause sofort angeht, gibt es das eine Mal, wo es dann nicht angehen will oder wo der Monitor kein Signal empfängt. Das ist, wenn das vorkommt, dann ist es auf jeden Fall im Livestream und nirgendwann anders. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt ist er an. Ja, wir haben gerade mit verschiedenen Monitoren ausprobiert und verschiedenen Auflösungen. Jetzt haben wir letztendlich den genommen. Kann sein, dass er die Auflösung im ersten Moment jetzt erstmal nicht findet. Ja, wollen wir hoffen, dass alles klappt. Centralin pusht euch mit dem Satz, alles rein und Deckel zu.
Andere haben dagegen Sonderwünsche. Alexander schreibt, er hätte gern nochmal im Detail gesehen, wie die Verkabelung gelöst wurde. Zu spät. Da war die Zeit dann in der Tat dann doch ein bisschen knapp jetzt für. Ne? Ja, also irgendwann mussten wir mal bauen, dass das Ding auch läuft. Da muss ich aber entscheidende dazu zu sagen, jetzt ist es gut. Das schöne Detail, was man schon sehen kann durch die Glasverkleidung von der Gehäusewand, ist, dass das RAM ist komplett beleuchtet. Hier haben wir G-Skill, Try and Set, oder Sie, wie man das mal aussprechen möchte, Module verwendet. Die unterstützen unsere Beleuchtungstechnologie Aura Sync. Das heißt, sie werden synchronisiert mit der RGB-Beleuchtung auf dem Mainboard, auf der Grafikkarte. Wir haben auch eine passende Tastatur, eine passende Maus dazu ausgewählt und ein passendes Headset, das du jetzt gerade auffasst. Die werden dann alle gleichzeitig synchronisiert. Also zum Beispiel, wenn ich sagen möchte, leuchte jetzt bitte mal, jetzt soll mal bitte alles blau leuchten. Ne? Den anderen Monitor nehmen oder Mainboard mal anschließen. Auf den Schreibtisch in blaues Licht getaucht. Da hinten, Farbwechsel machen. Hinten links. Oder eben sogar kann man einstellen, dass die Beleuchtung sich anpasst, je nachdem, wie die Temperatur gerade ist vom Prozessor. Also wenn halt alles in Ordnung ist, man schaut ein bisschen YouTube-Videos oder so, ist grün, dann wird es langsam gelb oder orange, wenn man spielt. Und wenn man so immer noch übertaktet und das System richtig, richtig auslastet, dann leuchtet es rot. Man muss auch der Vollständigkeit halber sagen, ihr habt auch meinen Herzschrittmacher mit synchronisiert. Und wenn ich so richtig Sport mache, dann wird es rot leuchten, rot pumpen, meine Wangen werden rot glühen. Und dann bist du auch mit synchronisiert quasi. Genau. Mit dem System. Feine Sache. Das ist natürlich so ein Zusatztool, das gibt es nicht überall. Das ist eine Beta-Version, die habt ihr bei mir verbaut, als ihr mich eben aufgeklappt habt. Ihr wollt nicht meine Verkabelung innen drin sehen. Kleines ROG-Implantat. Oh, ihr seht ja selber, ich habe auch das Gefühl, wenn ich in den Chat so ein bisschen nebenbei mitlese, ein gewisses Maß an Spannung baut sich auf. Einzelne von euch posten sehr freundliche Sachen, wie zum Beispiel, stellt euch vor, die sind fertig, schmeißen den PC an und nichts läuft, so wie es laufen soll, oder es ruckelt. Andere dagegen drücken uns die Daumen, so muss es auch sein. So, da wird gerade nochmal der Monitor getauscht. Ich glaube, ich schalte nochmal zu uns zurück. Ein anderes Displayport nehmen? Scheint es mit dem Kabel und mit der Auflösung noch eine Schwierigkeit zu geben. Wir haben beim Ausprobieren vorher mit verschiedenen Monitoren gearbeitet. Was wird denn jetzt, wie wird es denn jetzt weitergehen mit dem PC, wenn du den mitnimmst zu dir? Wie wird der als erstes ausprobiert? Willst du heute Anno spielen oder hast du schon was anderes auf dem Plan? Nein, ich wollte eigentlich abwechselnd den mal so einen richtigen Crashkurs testen, einen ganz harten Test mal abwechselnd Tetris und Minecraft spielen. Könnte man vielleicht sogar probieren gleichzeitig auf dem System? Möglicherweise, ich wollte ein bisschen ins Äußerste treiben. Ich habe auch noch eine alte Schachpartie offen mit mir selber. Ach so. Nein, Anno, auf jeden Fall. Mal anschließen? Ich habe was vor. Mit HDMI mal einfach Samstag anschließen? Samstag könnte ich den testen. Da habe ich eine Überraschung, einen Überraschungsstream, denn meine ersten Geisterstunden im Stream um 24 Uhr geht los, ernsthaft. Das ist kein Gag, 24 Uhr geht es los bis 3 Uhr in der Nacht und ich habe gesagt, das Ganze steht unter dem Motto Geisterstunde mit WB, gibt es parallel auf YouTube und auf Twitch und ich habe gesagt, ich spiele mit einem Überraschungsspiel und um das Spiel mal zu spoilern, ich bringe euch auf den neuesten Stand, ich weiß es selbst noch nicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die ich mir überlege. Die Frage ist auch, ob der PC bis dahin schon bei mir sein wird, weil ich habe es ja eben mal erzählt, von wegen ein Rudel Schülerpraktikanten wäre her, um den auf den Köpfen zu mir zu tragen, aber... Aber die brauchen auch schon eine Weile zu Fuß. Ja, ganz genau. Hier, ne? Das zieht sich so ein bisschen. Das zieht sich. Kann also sein, dass ich eventuell noch meinen alten PC bei der Geisterstunde mit WB haben werde. Dann gibt es halt Tetris. Ganz am Anfang vom Chat wurde gefragt, kann der PC denn auch Crysis darstellen? Das ist so eine Klassiker-Scherzfrage, die man immer wieder hört. Aber es ist tatsächlich, also wenn man sich Crysis 1 heute noch anschaut, das ist immer noch ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich weiß, es ist nicht ganz so deine Welt. Na, das ist ein bisschen aus der Strategiewelt raus, aber immer noch sehr beeindruckend, was man da sieht. Hast du so ein bisschen noch die E3 sicherlich jetzt auch verfolgt? Ein bisschen, aber nur so mit einem halben Auge, weil ich muss ehrlich sagen, ich persönlich bin nicht so der Typ, der den Rummel feiert, wenn neue Spiele rauskommen und bei den Ankündigungen es gar nicht erwarten kann. Ich bin durchaus
gelassen. Ich bin ein bisschen auch verwöhnt, weil ich ja viele Spiele vorneweg bekomme. Manchmal auch so höre, welche Spiele in Entwicklung sind vorher schon. Aber ich bin gar nicht so der Typ, der dann sagt, ich muss das sofort haben. Es gibt nur ganz wenige Spiele, wo ich es nicht erwarten kann. Das sind aber nur sehr seltene Ausnahmen. Sowas wie Civilization zum Beispiel. Oder auch, ich kann mich noch lebhaft erinnern, das Gefühl, dass ich das erste Mal Anno spielen konnte. Das war auch ein schönes Gefühl. Also das sind so Situationen da. Oder das letzte Total War, als ich das erste Mal selber auf meinem Rechner hatte. Das sind aber so wenige Highlights, wo es mir echt in den Fingerchen zuckt. Ansonsten bin ich da eher gelassen und denke mir, kommt ja sowieso, ob es jetzt eine Woche früher kommt oder später. Ich bin auch nicht so der Typ, der dann nachts aufbleibt und dann die an. Du denn? Tatsächlich bei dieser E3 nicht. Ist halt auch irgendwann, ne, der Zeitumstellung da geschuldet. Aber ich genieße es halt schon, mir die neuen Trailer anzuschauen und zu gucken, was passiert da jetzt. Gerade die ein oder andere Überraschung gibt es ja auch immer. Oder wie ist so eine Pressekonferenz aufgebaut? Wo wird Wert drauf gelegt? Und wir haben ja auch wirklich einige schöne Spiele angekündigt. Wie zum Beispiel das Avengers-Spiel kann ich mir sehr gut vorstellen, weil es gibt einfach sehr, sehr selten gute Fünf-Spieler-Koop-Multiplayer-Spiele. Das könnte sehr spannend werden. Wir wollen den Zuschauern nicht nur die schönen Seiten des Streams zeigen, also uns beide, sondern auch die beiden anderen. Vielleicht kannst du nochmal mit der Kamera switchen, dass wir sehen, wie die arbeiten, damit der Chat wirklich mitbekommt. Wir sind ja nicht alleine, die sind nicht nach Hause gegangen, haben uns zurückgelassen, die arbeiten wirklich noch im Hintergrund. Frank, es gibt ein ganz kleines Problem. Welches ist das? Die Grafikkarte liefert gerade kein Signal zum Monitor. Kann sein, dass sie nicht im Mainboard richtig eingerastet ist, weil wir da Kabel hergeführt haben. Das wäre jetzt so das, was wir mal jetzt gerade checken. Beziehungsweise wir suchen jetzt gerade den Fehler. Das ist immer so ein bisschen dieses unter Zeitdruck bauen, ist dann halt immer, was wir gesagt haben, eine andere Situation. Ne? Also normalerweise sollte es jetzt laufen. Wie das aber so ist, normal ist es dann halt eben nicht, wenn man es dann live vor der Kamera macht. Also ich habe es schon etliche Mal auf der Bühne gemacht und im Normalfall geht es auf der Bühne immer an. Auch da hast du mal so, dass du so eine halbe Stunde irgendeinen Fehler suchst und am Ende ist dann irgendwie so ein Laola-Gefühl, wenn du den Fehler gefunden hast, was du dann in der Hektik falsch gemacht hast. Wir suchen den im Moment noch. Wäre es denn normal, den PC zusammenzubauen und dann schmeißt man den an und der funktioniert sofort? Im Normalfall schon, ja. 90-95% schon. Also du hast immer irgendwo einen kleinen Punkt, wo du hinterher sagst, ach, hätte ich ein Kabel anders gelegt, als ich es gelegt habe. Aber zum Großen und Ganzen sollte eigentlich sofort ein Bild zeigen. Was kann der Chat tun, um euch jetzt zu unterstützen? Daumen hoch. Magische Rituale bitte in den Chats durchführen. Abonnieren. Wir machen einfach Folgendes. Wir gucken uns nochmal ganz gezielt in eure Chats rein. Schreibt mal bitte rein die Anforderungsparolen, die die beiden brauchen, damit das jetzt rechtzeitig fertig wird. Tobt euch aus. Liebevolle Kreativität ist gefragt. Nicht nur Daumen drücken und dabei stumm und still sein, sondern irgendwas Kluges, Geistreiches, Anfeuerndes, Emotionales in den Chat reinposten. Ich lese alles vor, gebe alles weiter. Und bitte wirklich freundliche Unterstützung, nicht irgendwie so verkappte Ironie und so Nerd-Kommentare und ich stehe irgendwie über den Dingen, sondern echte Anfeuerung ist gefragt, ihr Lieben. Es hängt auch an euch, nicht nur an den beiden. Ernsthaft. Ich will ja die Verantwortung nicht von denen auf euch rüberschieben, aber wenn es jetzt nicht klappt, ihr seid schuld. Also bitte. Niemals unter Zeitdruck aufbauen, da hast du natürlich grundsätzlich recht. Wir wollten eigentlich schon ein bisschen eher fertig sein. Dann gab es am Anfang ein paar kleine Problemchen mit dem Ton. Das hat nochmal ein bisschen aufgehalten. Dann wollten wir euch natürlich das Gewinnspiel hier präsentieren. Und ja, so macht man sich dann selber ein bisschen Zeitdruck. Man lässt sich manchmal gar nicht vermeiden. Marcel Meyer gibt den ersten konstruktiven Kommentar an euch beiden. Wenn der PC läuft, ihr beiden, gibt es für jeden ein Schnitzel. Hilft immer. Ich höre schon emsiges Magenknurren von den beiden. Da scheint genau der passende erste Anforderungsruf gewesen zu sein. Alexander schreibt dagegen sowas so, boah, zur Not nochmal auseinanderbauen und wieder von vorne anfangen. Hör mal, ich hatte gesagt, ernsthafte Anforderungsrufe, nicht so launige Nerd-Kommentare. Ernsthaft, Leute. Da geht mehr, Alexander. Wir kennen uns, da geht ein bisschen mehr noch. Ah, jetzt kommt's rein. Mr. Punk Panik Panther.
Panikpanther schreibt, schaffen wir das? Ja, wir schaffen das. Gut, richtige Einstellung, klasse, danke. Jan, jetzt kommen die, Jan Schmieder schreibt, holt euch mal eine andere Karte aus dem Lager. Vielleicht probiert ihr die mal aus, vielleicht ist die Karte defekt. Hat irgendjemand an der Karte geleckt vorher? Ist die immer die Frage, ob man jetzt zu viel oder zu wenig geleckt hat. Das, das stimmt. Im Zweifelsfall zu wenig. Markus grüßt Herrn Möllendorf, damit bist du gemeint. Vielen Dank, Markus, Grüße zurück. Du hast deine eigene Fangruppe in den Chats? Ich hab, also das war jetzt mein einer Fan. Alle anderen Fans sind von dir und von Frank oder von Chris wahrscheinlich. Aber danke, Markus. Das hat mir das war einer aus meinem Chat. In meinen Zuschauern sind deine Fans, in meiner Zuschauerschaft. War tatsächlich ein einziges Mal bisher bei dir mit im Stream. Ne? Ja, das hat gereicht, den bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Das ist schön, das freut mich. Wahrscheinlich, weil ich mich positiv über Arno geäußert habe. Das könnte sein. Oh, jetzt kommt sehr emotionale Unterstützung. Thomas Nusshör schreibt, you'll never walk alone und fängt an zu singen. Das hilft garantiert. Das ist sozusagen die musikalische oder weltliche Variante zum Beten. Das hilft. Bin fest davon überzeugt. Oh, Marco schreibt, er würde dich von früher kennen. Ja, okay, er hat nichts mit anderen zu tun. Ja, ja, klar, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Schön, dich hier wieder zu sehen, Markus. Du findest an wirklich immer mehr positive Stimmen. Fun Mike schreibt bei mir auf Twitch, Grüße auch an den Daniel von Asus. Du bist sehr sympathisch. Oh, das ist aber nett. Das freut mich jetzt persönlich. Das ist immer so schön, man sucht sich so Berühmtheiten aus YouTube raus und wenn dann der ein oder andere doch noch an einen denkt, das freut mich dann natürlich ganz besonders. Deep 042 hat uns leider erwischt. Wir werden geoutet. Er schreibt, also auch bei den Profis mal der Wurm drin. Das beruhigt mich, aber es wird schon. Da schwingt der Unterton mit, der Fake ist entlarvt. Es ist ein eingebauter Pseudo-Fehler, den wir reingemogelt haben, um euch zu zeigen, dass ihr Mut haben könnt als Bastler, um euer Selbstbewusstsein zu stärken. Auch die Profis können Fehler machen. Das war unser kleiner Motivations-Crash-Kurs. Ihr könnt aufhören, den Fehler zu faken. Die haben das gemerkt, sind euch auf die Schliche gekommen. Die beiden bauen jetzt wieder alles zusammen. Gleich geht es dann also los. Ja, wir hatten es versucht. Gerade hatten wir schon das Thema mit den Dummy-RAM-Modulen. Also die Wahrheit ist natürlich, dass das komplett alles Dummy ist. Also wir hätten die jetzt niemals einen eigenen PC gebaut, sondern das ist alles nur Fake. Nein, Quatsch. Wir haben das gerade auch schon mal trocken getestet, also wie man das im Grunde einmal machen sollte. Ne? Die Kernkomponenten außerhalb des Gehäuses zusammengebaut, da haben wir dann schon mal Arno drauf gespielt, weil wenn wir jetzt noch anfangen würden und Windows installieren, klar, auf einer SSD geht das relativ schnell, aber bis du die Treiber drin hast, bis du das Spiel runtergeladen hast, bis die Patches, Windows-Updates, alles, ne, dann würde sich das Ganze nochmal ziehen, deswegen die M.2-SSD da drin ist vorbereitet, da sind auch schon eure Arno-Safe-Games drauf, damit wir da gleich direkt loslegen können. Genau. Vor allem der Download von Arno, und der hätte unter Umständen eine Weile gedauert, deshalb ist das vorbereitet. Vor allem die Windows-Update, schreibt Arathorn. Ja, Windows-Updates haben uns seit gestern auch ein bisschen auf Trab gehalten. Aber wie gesagt, da ist alles safe. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir noch hier den kleinen Fehler im Detail finden. Es ist immer, es sieht so leicht aus, wenn man das zu Hause macht. Ne? Ist ja auch klar, dass man da im Grunde die Ruhe hat oder auch mal hin wieder irgendwas nachgucken kann, Video oder so. Aber wenn man hier vor laufender Kamera das Ganze zusammenschraubt, dann ist das schon mal eine ganz andere Situation. Jan Martin feuert Frank an mit dem Reim. Dieser Reim ist aber sehr gemein. Damit der Rechner richtig läuft, der gute Frank sein Däumchen bräucht. Und bekommt ein Däumchen hoch anscheinend. Nicht schlecht. So. Nur Genies überblicken das Chaos. Ihr schafft das, schreibt Ilka. Man glaubt an euch, ihr beiden. So viele Daumen kriegen wir jetzt geschenkt. Startet der PC ja gleich von selbst bei so vielen Daumen. Das kann sein. Adler schreibt, meistens passiert es bei der Verkabelung, dass da ein Kabellose ist oder nicht richtig drinsteckt. Das merkt man so nicht und kann richtig nerven. Jede Menge Mitgefühl. Es kann nicht mal lange dauern. Wie gesagt, es wird auch nicht lange dauern. Ich habe nur für 2 Nächte ja ins Hotel eingecheckt. Das heißt, spätestens übermorgen muss ich ja weg. Dann wird der PC spätestens ganz, ganz ruhig. Das war ein ganz schlechter Scherz. Ist nicht ernst gemeint. Wird gleich klappen. Weiß ich ganz genau.
Wir können ja nochmal für alle, die gerade erst eingeschaltet haben, die Komponenten durchgehen. Ja, das ist eine gute Idee. Brauchst du nochmal den Spickzettel oder schaffst du es so? Wir sollten es aus dem Kopf bekommen. Du weißt es jetzt mittlerweile auch. Oder vielleicht sollte ich, dich einfach abfragen. Nein, das klappt mir nimmer. Ich überlasse dir mal ganz kurz das Mikrofon. Nee, das klappt nicht ganz. Leg du mal los. Ich müsste mich ja... Nee, du bist komplett verkabelt, ja. Aber mit diversen Mikrofonen und Headsets, alles am Start. Fangen wir mal an. Die CPU in dem System ist ein Core i7-9700K, also auch die K-Variante. Das heißt, solltest du irgendwann mal in mehreren Jahren oder so einen Engpass haben mit der CPU-Leistung, dann kannst du immer noch ganz einfach übertakten. Vielleicht kommst du dann einfach nochmal vorbei, wir laden mal den Frank ein und dann drehen wir nochmal ein bisschen an der Taktschraube. Und das Ganze wird gekühlt, ne, damit du auch genug Leistungsreserven hast, um die CPU zu übertakten, von der ROG Ryujin 240. Das ist eine All-in-One-Wasserkühlung. All-in-One, das bedeutet halt Radiator, Pumpe, Schläuche, Ausgleichsbehälter, CPU-Kühlblock, alles in einem System. Du musst es wirklich nur einmal befestigen. Ist ungefähr so leicht zu befestigen wie ein normaler Luftkühler. Bringt aber halt, je nachdem, was das für ein Radiator ist, halt deutlich mehr Leistung und macht das ganze System halt einfach nochmal schicker, weil jetzt die Ryujin, das ist eine Besonderheit, die hat sogar ein kleines OLED-Display. Da könnten wir, wenn wir jetzt noch mehr Zeit hinten raus hätten, könnten wir zum Beispiel ein WB-Logo da reinsetzen, das animiert ist. Solche Sachen lassen sich damit umsetzen. Das Mainboard ist ein Z390 aus der ROG Strix-Serie, Z390F Gaming heißt das. Auch hier genug Leistung zum Übertakten, aber auch viele Besonderheiten, wie zum Beispiel eine feine Lüftersteuerung, weil du hast ja auch ein leises System gewünscht. Ein WB-Logo, das hättest du eher sagen sollen. Das hätte ich vielleicht gar nicht sagen sollen. Jetzt dauert der Stream wahrscheinlich noch länger, weil du überall deine... Wir können das auch am Netzteil integrieren, wenn du möchtest. Am Netzteil und in dem Kühler. Also die WB-Logo-Idee bekomme ich von meiner inneren Festplatte nicht mehr runtergelöscht. Die bleibt da drauf. Ich sehe schon, du musst nochmal vorbeikommen. Die Idee ist zu groß für jeden Papierkorb. Das bleibt jetzt bei mir, zwischen den Ohren hängen. Für immer und ewig. Dann hast du dir 32 GB RAM gewünscht. Da haben wir jetzt Module von G-Skill Trident. Da kam auch im Chat zwischendurch die Frage auf, ob es besser ist, 2x16 oder 4x8 Module zu verwenden. Von der Leistung her macht es jetzt keinen so großen Unterschied. Mit zwei Modulen hast du eine bessere Kompatibilität. Aber da wir jetzt ein gutes Mainboard verwenden und ehrlich gesagt auch diese Module einfach gerade vorrätig hatten in 4x8 und wir gerne diese G-Skill Trident Z haben wollten, weil die eben auch Aura beleuchtet sind und synchron mit dem Mainboard, hat das einfach wunderbar zusammengepasst und dementsprechend sind es diese 4x8 Module geworden, damit du auf deine 32 GB RAM kommst. Das Ganze, ich habe schon mehrfach gesagt, aber ich weiß, es ist ein Kommen und Gehen im Laufe des Livestreams. Das alles könnt ihr auch nachlesen in zwei Quellen. Das eine sind die Links, die meine Community-Moderatoren Ivy Chipmunk und Fox andauernd posten in die Chats rein. Es gibt einen Artikel auf der Blogseite, auf der Homepage von ROG, heute veröffentlicht. Da könnt ihr all diese Komponenten der Reihe nach nachlesen, auch da ein paar der Begründungen noch oder der Charakterisierung dieser Komponenten. Und morgen gibt es die Aufzeichnung von diesem Video bei mir auf YouTube. Und dann findet ihr eine Liste aller Komponenten in der Textbeschreibung des Videos auf YouTube im Detail. Nochmal. Für Copy und Paste oder für irgendwelche anderen Aktionen vorrätig. Vielen Dank an die Moderatoren. Du hast wirklich schon sehr gute Moderatoren, das muss man sagen. Ich habe sehr nette vor allem. Die sind total nett. Und es sind so viele. Ich kenne sie leider nur kaum. Ich kenne sie leider nur aus dem Chat. Deswegen, da sind sie sehr, sehr nett. Aber finde ich super, dass es auch sofort hier alles gleich gepostet wird und ihr dann die Übersicht habt. Genau, weiter geht es bei dem Gehäuse, was wir jetzt hier auch sehen, das ist ebenfalls auch beleuchtet, ein sehr großes Gehäuse, das ROG Strix Helios, sehr hochwertiges, das ist natürlich optimal für die ganzen ROG-Komponenten gemacht, wie zum Beispiel das Netzteil, ist jetzt auch von ROG, also ich habe ja mal gesagt, wir haben bei Asus angefangen mit Mainboards und mittlerweile haben wir Kühler im Programm, haben Netzteile, haben Gehäuse, Tastatur, Maus, Mauspad, Soundkarten, alles mögliche. Und dementsprechend das Gehäuse ist optimal dafür geeignet, insofern auch, dass das Netzteil, das hat ein eigenes kleines Display, wie erwähnt, da wird normalerweise die Wattanzeige dargestellt. Man könnte auch vielleicht das Logo von Frank Sirius einblenden, wenn man das möchte. Also alles ist möglich, oder? Hast du jetzt was anderes erwartet? Ich weiß gar nicht. Kein Kommentar. Und das Gehäuse hat halt extra ein kleines Fenster, damit man das Netzteil gut sehen kann. Da gibt es noch andere Fragen, die hereinkommen. Von Alexander Benne, der fragt, welches Asus-Board empfiehlt ihr für den neuen Ryzen? Das ist eine sehr gute Frage. Wir werden zum Start der neuen CPUs
eine sehr, sehr große Auswahl an neuen Mainboards haben. Also das fängt an bei der Prime-Serie für den, ich sag mal, den Otto-Normal-Anwender, der jetzt vielleicht ein bisschen damit arbeiten möchte, ein bisschen surfen will, bis hin auch zur ROG-Serie, die wir auch hier für den Intel-Prozessor verwenden. Und die werden dann zusätzlich über Taktungsfunktionen und Gaming-Funktionen wieder haben. Ganz genau im Detail kann ich das euch noch nicht sagen, aber ihr habt ja da schon im Chat den Link zum Blog. Da haben wir dann auch nochmal gerade einen Artikel veröffentlicht. Da geht es darum, welche X570, denn das ist der neue AMD-Chipsatz für die neuen AMD-Prozessoren, welches X570 Mainboard ist denn optimal für welchen neuen Ryzen-Prozessor geeignet? Denn, also ich persönlich, wenn ihr mich fragt, was ist das beste neue Mainboard, würde ich natürlich sagen, das ist Corsair 8 Formula, weil es die meisten Features hat. Aber ich muss natürlich auch ehrlich sagen, das ist halt ein High-End-Gaming-Mainboard und nicht jeder braucht alle Gaming-Features. Deswegen schaut einfach mal in den Artikel rein. Da steht es halt je nach Anwendungszweck und Preisklasse alles nochmal übersichtlich aufgelistet. Frank und Chris werden zugeschüttet mit vielen guten Ratschlägen, was alles sein könnte. Wobei ich vermute, die kennen all die guten Ratschläge auch und arbeiten die nach ihrer inneren To-Do-Liste gerade ab. Ich glaube, das ist so, wie wenn man erkältet ist. Man muss nur einmal zählen, ich habe Schnupfen, schon bekommt man 12 gute Ratschläge, welche Tees man zu trinken hat und was für Hausmittel helfen oder auch nicht und wie man sich gefälligst zu verhalten hat. Und man erwartet dann auch, dass genau diese Dinge helfen müssen und dass man die auch praktiziert. Aber ich glaube, die sind groß, die schaffen das schon. Oder? Ich denke schon. Bisher haben die beiden noch jeden PC auf jeden Fall zum Laufen bekommen, gar keine Frage. So, dann kommen dann noch Sachen rein wie... Oh, da habe ich gerade was... Ja, es kommen Kommentare rein. Die Grafikkarte, ich lese euch mal beide einfach vor, was die Leute sagen, ja? Die Grafikkarte leuchtet nicht, die GPU muss leuchten, GPU geht nicht, mal eine andere Grafikkarte reinstecken. Ist es normal, dass das Netzteil nur 53 Watt anzeigt? Wackelkontakt, Stromkabel, Grafikkarte am Netzteil fest? 2 Fragezeichen. Und ein gedachtes Ausrufezeichen. Strom vom Netzteil zur GPU prüfen. GPU leuchtet nicht. Doch, das stimmt jetzt halt nicht. Das sieht man vielleicht nicht. Aber die GPU leuchtet oben drauf. Und man hat auch, wenn ich das jetzt kippen würde, man hat hier an den Stromanschlüssen, hat man ganz einfach 2 Kontrolldioden. Die leuchten rot, wenn es falsch angeschlossen ist. Und in dem Moment, wo sie weiß leuchten, zeigt es halt eigentlich an, dass der Strom richtig belegt ist. Und man kann auch sehen auf der Oberseite, also das Logo leuchtet. Also Strom hat sie auf jeden Fall. Stromaufnahme mit 55 Watt ist, ich sage jetzt mal 60, 70 Watt, ist im Idle, ohne dass jetzt eine Anwendung läuft, noch normal. Sobald Windows startet, durchstarten würde, wird es wahrscheinlich auf 80 hochgehen, würde ich jetzt sagen, mal bei der Konfi. Aber wir wissen in der Tat im Moment noch nicht, also wir bekommen halt das Signal normal vom Mainboard und wir suchen gerade den Fehler, warum die Grafikkarte quasi nicht das Signal durchleitet. Da gibt es eigentlich nicht viele Punkte, aber wir haben halt gerade jetzt zum Schluss, in dem Moment, wo ihr vorhin moderiert habt, haben wir quasi das ja versucht, as soon as possible, alles noch schnell zu verkabeln, damit wir halt ans Spielen kommen. Und ich befürchte, dass wir da irgendwo einfach ein bisschen zu schnell waren. Und dann ist es auch noch so, wenn du zu zweit baust und 2 gleichzeitig Kabel stecken, dann denkt der eine, ah ja, der Chris hat ja. Und der Chris denkt, ah ja, der Frank hat ja. Und dann machst du zu und denkst, oh, einer hat aber vielleicht dann doch nicht. Also hier können wir es im Moment, ja, könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Wir haben jetzt noch einen Pin zu wenig, also 2 Pinne zu wenig reingesteckt in die Grafikkarte. In dem Moment hat die Grafikkarte dann eben diesen roten Punkt oben drauf, dass man sehen kann, sie bekommt halt nicht genug Strom oder nicht richtig Strom. Ja, aber es ist immer tricky. Opa. Sollen wir euch mal eine 2. Grafikkarte holen? Einfach zum Austesten. Ich habe mal eine Idee. Schadet nicht. Das ist auch im Übrigen, man kann das Glas auch umschmeißen. Ich habe gehört, irgendjemand hat die Platte auch schon mal vom Tisch fallen lassen. Jetzt nicht hier im Studio, aber ich habe Gerüchte gehört, jemand hat die vom Tisch geschmissen und sie ist nicht kaputt gegangen. Wir probieren alle möglichen Fehlerquellen für euch aus. Wir versuchen den Rechner auch mit roher Gewalt zu zerstören. Möchtest du das mal austesten mit der 2. Grafikkarte? Frank, nee, möchtest du Daniel losschicken? Erstmal nicht. Also ich denke, die Chance, dass die Karte wirklich nicht läuft, ist... Promille. Ja. Also wirklich so. Genau, es wird auch im Chat gefragt, warum nicht einfach eine andere Grafikkarte holen. Also wir wissen, dass diese funktioniert. Wir haben das ja wie gesagt... Genau, sie lief ja vorhin. Das ist es ja. ...gemacht, nur einmal eingespielt.
um eben genau das, das zu vermeiden. Also die Grafikkarte müsste quasi in der letzten... Wir haben ein Bild. Oh, ist jetzt, was war's? Ich glaube, eins der Kabel am Netzteil selber hatte, war nicht richtig dran. Bedeutet, also eigentlich so ein bisschen das, was ich vorhin angesprochen habe. Also wir haben halt möglichst schnell verkabelt und möglichst schnell alles reingeschoben, damit wir es halt sauber zukriegen. Und wahrscheinlich hat sich dabei einfach ein Kabel ein bisschen schief gedreht, welches in das Netzteil reinpasst. Also man muss sich vorstellen, wo habe ich mal Kabel liegen. Also die greifen ja jetzt in die Buchse hinein. Und wahrscheinlich haben wir jetzt alle Kabel reingeschoben, dass sich so eins so ein bisschen schief gestellt hat, dass ein oder zwei Pinne keinen Kontakt gekriegt haben. Und dadurch kam wahrscheinlich nicht genug an. Also das ist jetzt halt mutgemaßt, aber irgendwie so von dem, wir machen so schnell wie es geht, da vielleicht dann immer noch mal so, man geht es halt zu Hause ruhiger an oder wenn es selber baut, immer schön ruhig eingehen, immer schön ein Kabel nach dem anderen. Und wir haben jetzt halt wirklich vorhin so in Hauruck-Manier versucht, das möglichst schnell hinzukriegen. Ja, und vielleicht hätten wir uns 30 Sekunden mehr Zeit lassen sollen, dann hätten wir jetzt nicht eine halbe Stunde gefummelt. Aber shit happens. Man sieht, grundsätzlich alles richtig gemacht, alle Komponenten funktionieren, alles in Ordnung. Es war halt ein Flüchtigkeitsfehler dazwischen, der dann halt das Ganze wieder... Ganz schön ist ja auch, es geht ja auch nichts kaputt. Ja, also selbst wenn du den Kabel nicht richtig reingesteckt hast und du machst an, dann läuft vielleicht mal was nicht. Und dann kannst du gucken, hey, sitzen alle Kabel richtig oder so. Aber es ist nie so, dass du irgendwas kaputt machst, weil der Kabel nicht richtig drinsteckt und dann hast du es aber eingeschaltet. Ja. Dann guckst du halt nochmal und dann... machen wir jetzt wieder zu. Unser Ziel war es ja auch, euch zu zeigen, halt, wie einfach das ist, einen PC zusammenzubauen und wie wenig eigentlich dann auch passieren kann. Also, dass man halt auch mal sieht, ne, hier wurde ein Kabel gerade am Netzteil nicht fest genug angesteckt und trotzdem ist nichts kaputt, ist nichts passiert oder so. Also, wer Lust hat, mal selber einen PC zusammenzubauen, einfach nur Mut. Der Chat feiert euch, beglückwünscht euch. Dreier Jörg Dieter, Weltklasse, freue mich für euch. Dann schreibt auch Wes Happen, Glückwunsch, Vorführeffekt stellt Lord Space Wolf trockenfest und hat damit Zeit zu Recht. Gut gemacht, schreibt Murat Seka, yeah, freut sich Yuki Shi und alle anderen auch. Und Andreas weiß, wer es schuld ist, die Kabel waren schuld, die Kabel, niemals die Anwender. Das ist doch geplant gewesen, sagt Dark Proximus. Wir wollten ja irgendwie auf die Spielzeit von 3 Stunden hier kommen. Oh, geplant ist übertrieben. Ihr wart zu schnell fertig, Jungs. Achso, wir haben den RAM nicht. Aber es ist ein Gerücht. Ich weiß, im Chat wurde das Gerücht in die Welt gesetzt. Wir beide hätten, als sie mal im Moment nicht hingeguckt haben, das Kabel gelockert. Aber das stimmt nicht. Das solltet ihr auch nicht glauben, ihr beiden. Definitiv nicht. Ich schwöre, heilige Leben. Eide, ich schwöre auf das Leben von diesem Präsidenten im Weißen Haus in Amerika. Wenn das... Er soll tot umfallen, wenn einer von uns beiden das Kabel gelockert hat. Jetzt bitte nicht auf Spiegel Online in der Tagesschau gucken, was gerade passiert ist. Ja, wie geht's gleich weiter? Wir werden uns einmal 1800 vorknüpfen. Ja. Ein wunderschönes, jetzt ein bisschen stramm, sehr herausforderndes Spiel, das den einen oder anderen Rechnerstand doch in seine Knie zwingt. Und wir werden gucken, was das System, was die beiden gerade für, ich hätte jetzt fast für uns, für dich zusammengebaut haben. Für uns? Achso. Wir beide genießen das jetzt, wir zocken das jetzt zusammen. Ich darf auch ganz kurz so spielen, bevor du den dann mitnimmst, beziehungsweise von deinen, unseren Praktikanten austragen lässt. Das schauen wir uns gleich mal an, denn ihr habt uns Safe Games geschickt. Wahrscheinlich erkennt der ein oder andere dann seinen Spielstand wieder. Wir haben gesehen, es ist sehr viel Liebe und auch sehr, sehr viel Zeit in diese Safe Games geflossen, die wirklich eine wunderschöne Stadt zeigen. Ich bin ja ehrlich gesagt bei Anno noch relativ am Anfang, weil ich ja Witcher 3 noch nicht durchgespielt habe. Jetzt habe ich meine letzten beiden Fans verloren. Wahrscheinlich, weil ich gesagt habe, dass ich Witcher 3 noch nicht durchgespielt habe. Tut mir leid. Jedenfalls wird es gleich soweit sein. Spannung steigt, schreibt Alexander, hat damit definitiv recht. Rechner funktioniert. Wir haben irgendwie auch ganz viele Leute dabei, die unsere Streams hier verfolgen. Das war der Pumuckl, ja, Yukishi, das sehe ich auch schon. Ja, definitiv. Oh, ich bekomme gerade einen Push-Up über mein Handy. Oh, was ist denn da passiert? Weißes Haus, US-Präsident. Gottes Willen, was habe ich da? Das kann nur eine Fake News sein. Jetzt das keine Nachrichten, bitte. Das ist jetzt aber... Das könnte jetzt heftig werden. So, Monitor läuft, Spiel läuft.
Wir werden gleich nochmal probieren, weil das ist jetzt natürlich alles zwangsläufig improvisiert. Wir werden gleich versuchen, das Bild von diesem PC, den die beiden dort gebaut haben, ich zeige mir richtig, Ich würde vorschlagen, wir filmen das ab. Weil wir haben jetzt keine Full-HD-Auflösung angeschlossen. Sprich, das ist mit der Game Capture, mit der HD60 schwierig. Okay. Weißt du, wie ich meine? Weil die Auflösung halt nicht dem Standard entspricht, was jetzt die Capture-Karte abnehmen würde. Könnten wir den Monitor umstellen auf Full-HD, aber wir haben jetzt im Grunde schon ein bisschen Zeit verloren. Also Ziel war es natürlich eigentlich, euch das Gameplay gecaptured zu zeigen. Jetzt werden wir es abfilmen. Ich meine, also vom Monitor abfilmen. Genau, ich denke, ihr wisst alle, dass Arno sehr gut aussieht. Gehen natürlich halt ein paar Details verloren, wenn man das über die Webcam zeigt, statt über das Capturing. Aber ihr müsst ja auch verstehen, wir wollten das natürlich, soweit es geht, vorbereiten. Aber den PC, den wir jetzt hinten verkabeln müssen, um ihn zu capturen, den gab es ja vor einem Moment noch gar nicht. Ja, deswegen ja, aber 50 Watt? Wir sind nicht vorbereitet. Also wir zeigen eure Städte, wir zeigen sie euch nur auf dem Monitor. Wir haben einen riesigen, großen, fetten, modernen Monitor und werden auf dem eure Spielstände abfeiern und zeigen und abfilmen und dann seht ihr die darüber. Das ist nicht genau das, wie ihr es gewohnt seid, aber wenn ihr das gecapturte, also das aufgezeichnete, gestreamte oder Let's Play Anno, das werdet ihr auch so erständig bei mir sehen. Der nächste Anno-Stream ist am übernächsten Mittwoch und es gibt mit Ausnahme von heute ist es ausgefallen, die ja ein tägliches Anno 1800 Video bei mir auf dem Kanal, jeden Abend um 22 Uhr. Das heißt, wir werden eure Städte zeigen. Keine Sorge, wir haben es versprochen, wir machen es auch. Es geht ja vor allem darum zu überprüfen, laufen die ruckelfrei, funktioniert das? Hält der PC das Versprechen, dass man die flüssig darstellen kann? Oder ob wir das jetzt nun gecapt, ob wir das jetzt nun wie gewohnt als gecaptured zeigen, also quasi das Spiel in-game abgefilmt oder darüber, dass wir den Monitor abfilmen, ist ja beim Techniktest eigentlich zweitrangig. Und es bleibt aber ein bisschen von dieser Reportagestimmung und von der Zeltlagerstimmung stehen. Insofern passt das ganz gut. Das stimmt. Ihr seid also quasi live dabei, so ein bisschen verwackelt, Blair Witch Project-mäßig, werden wir dann gleich eure Anno Safe Games. Wir machen dann auch die großen Lampen aus. Jeder von uns hat eine Taschenlampe, wird sie sich unter das Kinn halten. Wir haben auch ein kleines Lagerfeuer in der Ecke schon geschürt. Eure Schülerpraktikanten sind seit mehreren Stunden schon dabei, es auf Hochtouren zu halten. Wir haben Würstchen vorbereitet, die an Stöcken gegrillt werden. Wenn einige davon euch auch, unsere Chatmoderatoren sind für den Fall vorbereitet, in den Chats rumreichen. Kaltes Bier wird auch kredenzt. Ich hoffe, ihr seid an guter Laune. Wenn ihr den Kopf weit in den Himmel hinaus reicht, ragen lässt und den Kopf in den Nacken legt, werdet ihr vielleicht ein paar Sternchen sehen. Ja, zwei Kommentare möchte ich kurz noch eingehen. Jemand hat gefragt, Bocky der Golem, die Auflösung so hoch, deswegen müssen wir immer so ein bisschen schielen und das ist alles so klein. Woran lag es, dass kein Bild kam? Es lag schlichtweg daran, dass ein Kabel, nämlich das für die PCI Express Stromstecker an der Grafikkarte, nicht fest genug mit dem Netzteil verbunden war. Und diesen Fehler halt einfach mal zu finden, bis dahin hat man 10-mal die Grafikkarte ausgebaut, das RAM raus, rein, um zu gucken, was es wirklich ist, bis man drauf kommt, dass es wirklich halt dieser eine Netzstecker ist. Das andere ist hier, Dark Proximus hat geschrieben, keine Sorge, Daniel 2. Ich weiß gerade nicht, worauf sich das bezieht, aber Daniel 2, ich glaube, das ist mein neuer Name. Wenn ich jetzt mich selbstständig mache und selbst Influencer werde, dann nenne ich mich auch Daniel 2 und schwimme in deinem Schatten. Das finde ich schön. Im Chat wird ein ganz schlechter Witz gerissen von wegen WB verlost bald seinen alten PC, träumt weiter. Mein alter PC ist mein neuer Reserve-PC. Mein alter Reserve-PC... Thema wechseln. So, wollen wir mal anmachen? So, wir wollen euch mal die Safe Games zeigen. Wir gehen rüber. Ihr müsstet uns dann sagen, dass wir möglichst, wie wir uns positionieren, dass wir nicht im Bild sind. Ja, ich gehe mal in die Kamera. Wir sind ja relativ close up. Wir können auch noch ein bisschen näher, wenn wir gleich nur noch Monitor zeigen wollen. Wessen Steam-Account ist es denn? Okay, okay. Stell mich aber mal davor. Nee, ich hab schon weggeschwenkt. Alles gut. Bleibt mal hier in der Ecke sitzen, dann kann ich den Chat weiter mitlesen und hoffe, ich habe das Mikro umgesteckt, dass die Mikroqualität weiterhin gut ist. Wenn nicht, bitte meckern und meckern. Werden wir Anno ruckelfrei ans Laufen bekommen? Werden wir eure Safe Games ans Laufen bekommen? Wenn ich meinen Uplay-Account bekomme, das ist die entscheidende Frage, glaube ich. Werden euch die vorbereiteten Würstchen an den Holzstöckchen schmecken?
Wird das kalte Bier doch kalt genug sein? Werden wir Beschwerden bekommen von Direktoren, die uns die Schülerpraktikanten geschickt haben, über nächtliche Arbeitsbedingungen? Er ist Katze 123 Daniel, das Passwort. Ach, ich habe 1321 probiert. Ich habe heimlich mein Uplay-Passwort geändert. Damit ich nicht mehr mit meinen fünf Freunden spielen kann. Was ist denn hier los? Habe ich mich vertippt? Könnte da jemand mal drüber moderieren? Mikro passt. Liebe Grüße an Teppich. Schön, dass du da bist. Danke für die Rückmeldung. T-Hot fragt, nach dem Zusammenbauen kann man einfach direkt loslegen und zocken? Ja. Ja, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Man muss natürlich vorher das Betriebssystem installieren, Windows 10. Ihr könnt euch auch gerne entweder stehen bleiben oder euch neben mich setzen. Da können wir uns auch Mikrofone haben wir ja alle noch. Ach, so, guten Tag. Guten Tag. Achso, guck mal, kaum setze ich mich, schon läuft Uplay. Nachdem die beiden ja nur den PC zusammenbauen, muss natürlich die eigentlich schwierige Aufgabe, mein Passwort richtig einzugeben. Ich finde, von hier sieht das voll Pro-like aus, wenn man so darüber guckt. Es sieht wirklich richtig gut. Also mit dem Monitor und ja, schon schick. Alles geplant. Das sieht aus, als ob irgendein Bildschirm-Design-Spezialist wochenlang an diesem Layout getüftelt hätte. In der Tat, das ist... Worauf ich auch nochmal hinweisen möchte, ist, dass hier wirklich die komplette Farbwelle hier einmal über das System läuft. Also alle Komponenten sind gleich beleuchtet. Ne? Hier erst grün, blau, dann rot wird alles durchgeschaltet. Wir hatten hier vorhin Probleme mit der Auflösung und dem Regelschirm. Hört man mich überhaupt, weil ich habe jetzt so gar kein Mikrofon mehr in meiner Nähe. Ich komm zu dir. Womit hatten wir vorhin Probleme? Ich dachte, Entschuldigung. So. Jetzt hört man dich bestimmt. Daniel hatte gerade seine Lippen bewegt, er konnte ihn nicht hören. Jetzt hört er ihn wieder, er hat ein Mikrofon. Dabei habe ich jetzt leider gerade nur das geheime Passwort für das nächste Gewinnspiel gesagt und keiner konnte es hören. Ja, müssen wir den Preis dann doch behalten. Pech gehabt. Der Monitor bleibt bei uns. Die geheime Zahl wäre 1800 gewesen. So, Full HD im Moment. Ändern wir mal auf. Genau, ja. Wir brauchen also, wir hatten Full HD, weil wir ursprünglich ja capturen wollten von diesem Monitor und das wäre jetzt über die Capture Box nur in der Auflösung, hätte das noch funktioniert. Wir haben jetzt die native Auflösung des Monitors, das ist der XG35 VQ. Die haben wir jetzt verwendet, das ist nämlich 3440 Pixel in der Breite und 1440 Pixel in der Höhe. Wir nehmen DirectX 12 und das Preset Ultra hoch. So, muss man einmal neu starten? Ne, für die Auflösung nicht. Dann gucke ich mal, ob ich den unser FPS-Tool nochmal rein. Chat bitte auch gerne Feedback, ob der Ton okay ist, ob der Daniel gut hören könnt. Wir können das selber nicht überprüfen, brauchen eure Rückmeldung dann. So, was halt ganz schön ist für die Vergleichbarkeit, finde ich, wenn man so Benchmarks macht oder zeigt, wie die Grafikkarte läuft, ist ganz einfach, dass man die Presets aus dem Spiel nimmt. Du kannst ja immer mit Hand die Presets nochmal ändern, teilweise die Auflösungsskalierung oder sowas, dass man einfach zur Vergleichbarkeit von zwei Systemen auf ein Preset vom Spiel zurückgreift, wie jetzt hier einfach ultra hoch und da dann sieht, Mensch, ultra hoch. Die Auflösung, die wir jetzt hier haben, werden wir vermutlich die wenigsten haben, aber um eine gute Vergleichbarkeit zu haben, könnte man es zum Beispiel jetzt in Full HD laufen lassen mit ultra hoch und dann einfach mal checken, was machen die Framezahlen. So, wir laden hier nicht unsere eigenen Safe Games, sondern wir haben hier in diese Accounts die Safe Games von beispielsweise Lord Alexander geladen oder auch ein Safe Game, was auch sehr beeindruckend war, auf Level 41, die Übernahme von Sorensen hat geklappt, das schauen wir uns doch einfach mal an in diesem Safe Game. Jetzt frage ich mal, ist Level 41 hoch? Das ist für meine Verhältnisse jetzt sehr hoch. Okay. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Bist du auch Stufe 41 oder schon mehr? Wir sehen oben links in der Ecke die FPS-Anzeige. Haben wir jetzt ein bisschen extra groß eingeblendet, so groß wie es halt mit diesem Tool funktioniert. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Aber im Ladebildschirm ist es ja sowieso erstmal noch. Ich finde es eigentlich gerade gut, in der Ecke zu sehen, klappt. Mhm. Ja.
So, also das ist jetzt hier die fantastische riesige Stadt, die wir euch zeigen wollen. Da haben wir noch andere. Ja, das ist also wirklich... Wir gehen mal eine Insel weiter. So, wir wollten nämlich eigentlich, wollten wir hier hin. Oder, Daniel, wollten wir, das sieht doch schon wesentlich mehr, oh ja, das sieht, oh ja, ja, das sieht wesentlich mehr. Jede Menge Investoren, das sind die Häuser mit den blauen Dächern. Man spielt ja selten in einer angeschrägten Perspektive an, und man spielt ja meistens hier so in der Draufsicht. Ne? Da sind die FPS sogar noch ein bisschen höher, da haben wir jetzt problemlos 37, 34 FPS. Jetzt kommen natürlich vielleicht viele Shooter-Spieler, die sagen für Anno, die sagen, man braucht ja unbedingt 144 FPS, um spielen zu können. Ja, das mag für einen Shooter stimmen, ja. Aber bei Anno ist es jetzt beispielsweise nicht so wichtig, oder bei Civilization oder so. Daniel, korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege. Aber für ein Spiel ist es halt, wie Anno, ist es halt wesentlich wichtiger, dass das Scrollen, dass das nahtlos funktioniert. Und du musst ja keine schnellen Reflexe haben. Selbst wenn irgendwo ein Feuer ausbricht oder du mit deinen Schiffen im Kampf bist, dann musst du ja nicht flott reagieren. Dementsprechend Anno ist ein typisches Low-FPS-Spiel, sage ich mal, was sich auch in dem Bereich hier noch gut spielen lässt. Und wenn man das hier mal sich anschaut, das zoomt alles und bewegt sich alles butterweich. Das ist eine sehr, sehr schöne Stadt, die hier gebaut wird. Drück doch mal auf F1, dann kommen wir in den Postkartenmodus, gehen ganz nah ran und suchen uns dann mal irgendwas, wo viele Menschen herumwuseln, und gucken mal, ob die auch bei schnellen Kamerabewegungen sauber dargestellt werden. Das machst du auch schon, das wirkt super hektisch. Ich würde sowas niemals streamen, aber es ist für den Härtetest, für den Technik-Härtetest genau das, was wir jetzt brauchen. Kamera fliegt hin und her und das sieht für mich sehr flüssig aus. Also ich würde es jetzt eigentlich sehr gerne direkt so weiterspielen, muss ich ehrlich sagen. Nicht nur, weil es eine sehr, sehr schöne Stadt ist. Jetzt muss ich der Fairness halber sagen, es ist ein bisschen was anderes, ob wir das am Monitor zeigen oder ob ich das jetzt aufzeichnen oder streamen würde, weil dann halt noch die Aufzeichnung dazu kommt und die Verarbeitung während der Aufzeichnung. Das ist leistungsmäßig schon ein kleiner Unterschied noch. Wenn du jetzt ja zwei PCs hast, kannst du in Zukunft mit dem spielen und mit dem anderen streamen. Ja, ja, das ist super, hast du volle Leistung. Wollen wir uns noch ein anderes Safe-Game anschauen? Ja, bitte unbedingt, sonst kriege ich nämlich Vorwürfe von Little Key, das ist unsere Community-Moderatorin, die mir gesagt hat, bitte lade mein Safe-Game, aber. Liebe Grüße an Ivy, du kannst es ruhig schon mal machen. Das Aber kam mir zu spät, ich habe schon geklickt. Ja, Ivy ist unsere absolute Anoholikerin, nicht vor dem Herrn, die absolute Expertin, und sie hat mir eingeschärft, euch zu sagen, sie hat an einem Spiel ewig lang gearbeitet, ewig lang gebastelt, aber... Dann ist ihr das Safe-Game geschrottet, zumindest teilweise. Sie musste sich einen früheren Spielstand zurückholen und hat einige tausend Einwohner verloren. Hat die letzten Tage und Nächte dann aber das ist leicht übertrieben, hat ganz viel Zeit die letzten Tage reingesteckt, um das Safe-Game wieder aufzubereiten. Und so sieht es aus. Und auch hier gehen wir jetzt mal ganz dicht rein. Wir müssen aber nachher noch mehr Städte zeigen, weil sonst sind die Leute sauer, die uns so viele Städte gezeigt haben. Wir stecken nicht zu viel Zeit jetzt in jede einzelne Stadt. Aber Ivy ist berüchtigt dafür, dass sie super strukturiert denkt und wenig Wert darauf legt, dass ihre Städte malerisch verstreut auf der Karte liegen, sondern alles muss mathematisch effizient und auf höchste Effizienz halt getrimmt sein. Und wir machen jetzt mal einen Härtetest. Es ist ein echter Härtetest. Du kennst den Shortcut, ne? Ja. Jetzt machen wir die Ego-Sicht. Das ist, bevor die Fragen in den Chats reinkommen, Steuerung plus Shift plus R. Und dann kommt man in diese Ego-Sicht des Spiels rein. Und auf diese Ego-Sicht ist das Spiel nicht optimiert. Das heißt, normalerweise ruckelt es wie Tier. Das ist durch das letzte Update, durch den letzten Patch, ein bisschen verbessert worden. Das ist halt ein Modus, auf dem man Anno nicht spielt, sondern sich nur anguckt und der auch offiziell nicht ausgewiesen ist, dessen Existenz sich aber wie ein Lauffeuer unter den Anno-Fans verbreitet hat. Steuerung Shift plus R. Ruckelt fast immer. Ich sehe das sehr sauber. Kann ich hier rein? Gehen eigentlich? Die gehen hier alle rein. Oh, wie edel. Traum. Traumhaft schön. Ich kann also leider nicht ganz nach oben gucken. Also das sauber hinzubekommen, das ist echt sehr, sehr schwierig. Und das scheint super zu laufen. Ich weiß nicht, wie gut es rüberkommt. Ich sehe nicht das geringste Ruckeln jetzt. Ich sitze direkt davor. Ihr seht es eigentlich auch. Und wie gesagt, das ist der absolute Härtetest. Dafür ist Anno nicht ausgelegt. Das Spiel ist von den Machern so optimiert worden für die normale Spielansicht, nicht hierfür.
Sehr schön. Marcel, also eine Stadt zum Wohlfühlen. Marcel schreibt im Chat und er hat es gut beobachtet. Daniel ist schon am Grinsen. Es ist ein fettes Grinsen, schreibt jemand das? Anders und bestimmt definitiv auch. Ich will nicht sagen, dass mir das Wasser im Mund zusammenläuft, aber ich oute mich, ich bin am Sabbern. Das ist schon sehr beeindruckend. Also ganz, ganz tolles Safe-Game hier, was man sagen muss. Ich fürchte, da muss der Witcher noch ein bisschen warten. Ich muss auch noch spielen. Such doch mal die Stadt mit den meisten Spielstunden. Weil das ist mutmaßlich entweder die vom langsamsten Spieler oder die von demjenigen, der sich die größte Stadt geleistet hat. Also ich fürchte, das war schon Diddle Key mit 88 Stunden. Was Beeindruckendes habe ich noch nicht gesehen. Wir haben hier noch Schlabberduck. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Schlabberduck mit 74 Stunden, 65. 3 Stunden sind hier gespielt, 31 Stunden. Also mindestens 37. 2 Städte müssen wir noch kurz zeigen, sonst laufen die Leute amok. Hast du einen Favoriten? Die beiden mit den meisten Spielstunden danach, nach Little Key, nach Ivy. Sehr gerne. Schlabberduck lädt. Was ich auch nochmal bemerken möchte, wir haben hier eine riesige, ich muss wahrscheinlich das Mikro sprechen, eine riesige Stadt, riesig viel zu berechnen, viel KI, Wegfindung, die ganzen Schiffsrouten, die hohe Sichtweite, alles muss dargestellt werden und alles muss ja auch in Speicher geladen werden. Und dafür finde ich jetzt diese Ladezeit eigentlich auch angenehm niedrig, weil das ist das, was mich beim Spielen so mit am meisten stört, mich am meisten so ein bisschen aus der Immersion rauszieht, wenn ich halt viel zu lange Ladezeiten habe. Und da kommt es natürlich auch auf das System an, das Zusammenspiel aus Prozessor, RAM und Festspeicher, je nach Spiel, was da geladen wird. Jetzt habe ich mir natürlich ein Safe-Game ausgesucht, was besonders lange lädt, gerade wo ich die Ladezeiten lobe. Aber ich finde, das ist hier schon sehr gut gelöst. Wenn wir uns vielleicht das Safe-Game angucken, dann werden wir sehen, was hier alles geladen und dargestellt werden. Das ist jetzt allerdings nicht ganz passend. Die längste Ladezeit, die ich je gesehen habe. Und ich erwarte jetzt aber auch die größte und fetteste Stadt. Verglichen mit den beiden anderen Safe-Games ist das jetzt tatsächlich irgendwie 5-mal so lang. Jetzt kommt es aber. Gallico schreibt im Chat, Glückwunsch an die Bastler. Viel Glück mit dem neuen PC, Daniel. Da ist auch viel Mühe drin in einigen Safe-Games, stellt Wer's Schappen fest. Und wir machen jetzt Folgendes. Zum einen bestaunen wir diese Stadt mal. Dann haben wir aber noch 2 andere Sachen vor. Wir gehen auch mal an die Weltausstellung. Das ist das dicke Gebäude in der Mitte. Ganz dicht dran. Das ist das Feinste vom Feinsten. Das ist das Angebergebäude. In der Mitte mit den Glaseffekten. Und dann hat sich der Chat noch etwas gewünscht. Und ich wünsche mir auch mal was. Ich kann man sogar reinschauen. Ja, da waren wir gerade auch in der Ego-Perspektive drin. Also ich muss sagen, das Safe Game hält, was die Ladezeit versprochen hat. Das ist wirklich höchst beeindruckend gebaut hier. Da schauen wir uns auch mal ein Industriegebiet aus der Nähe an. Da wuseln zwar nicht so viele Leute rum, aber dann sieht man auch mal den Unterschied in den Welten und in der Stimmung. Das eine halt idyllisch, romantisch und das andere, vielleicht magst du da auch mal mit Steuerung, Shift und R reingehen, das andere ist Industrieatmosphäre, graubrauner Dreck, der in der Luft hängt. Man neigt zum Husten, wenn man da ganz dicht dran geht. Wir sind jetzt im Gras gelandet, laufen rüber. Vorne seht ihr die Schlote. Und ihr seht, wie der Qualm zum Himmel hinaufsteigt. Das ist eine Ziegelei. Sonne scheint drauf, aber irgendwo sind ja noch fettere, dickere, düsterere Gebäude. Im Hintergrund qualmt es. Irgendwo sind die Fabriken. Ich habe gerade rausgefunden, dass man rennen kann. Ja, wie in einem Ego-Shooter. WASD und dann mit Shift-Taste rennt und rast man voran. Daniel hat es gerade ausprobiert. Mit der Space, mit der Leertaste kann man sogar springen. Andere wird zum Ego-Shooter. Was es so alles gibt, unglaublich. Das erinnert mich an eine Anekdote. Ich war ja selber mal, als ich noch Redakteur gewesen bin, hatte ich auch mal das Vergnügen, Related Designs, also da waren sie noch nicht, Blue Byte Minds, sondern Related Designs hießen sie noch, zu Anno 1404 besuchen zu dürfen. Und der Chefentwickler von der Grafik-Engine-Abteilung, der hat damals schon gesagt, er würde auch gerne mal einen Shooter entwickeln. Und vielleicht hat er sich hier so einen Teil seines Traums dann doch erfüllt mit dem Anno-Ego-Perspektiven-Modus. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Modus sehe, bei so einer großen Stadt, dass es nicht ruckelt. Und ich hatte vorher schon keinen schlechten PC. Der war auch gerade nur 2 Jahre alt und war damals auch ziemlich teuer gewesen. Und das ist schon ein dicker Unterschied. So, eine Stadt wollten wir uns mal anschauen, sagtest du? Ich würde, wenn du mal eine Sache hier drin machst, ja. Wenn du nochmal rausgehst und mal bitte, das war ein Wunsch aus dem Chat, das Wasser dir anguckst. Pick dir doch mal einfach ein Schiff raus. Auf ein Schiff klicken, am besten eins, das in Fahrt ist. Die grünen, die mit dem grünen Icon, die müssten sich bewegen.
dann F1, das ist ein Dampfschiff und das verfolgen wir jetzt in der Ego-Perspektive und schauen uns mal an, wie das Wasser aussieht. Das sieht auch so aus, dass man sich nicht schämen muss, wenn man dick und dicht rangeht. Alles gut. Ich bin auch immer beeindruckt von dieser riesigen Sichtweite. Wir haben hier vorne das wirklich detaillierte Schiff und trotzdem im Hintergrund eine riesige Insel. Und erst ganz weit hinten setzt dieser typische, gefürchtete blaue Filter ein, der halt alles so ein bisschen verschwinden lässt. Also man kann wirklich super weit gucken und die Gebäude sehen immer noch sehr, sehr gut aus. Das stimmt. Das ist sehr, sehr untypisch für solche Strategiespiele mit riesigen Welten, dass man so weit in die Ferne gucken kann. Echt untypisch. Was ich gerne noch machen würde, ein letztes Save uns holen und dann uns mal die neue Welt angucken. Die ist zwar nicht ganz so bürgerreich wie die alte, aber viel romantischer, wild romantisch. 65 Spielstunden sind Platz 3 von Lord Alexander. Das schauen wir uns auch gerne noch an. Das Spiel lädt im Hintergrund und wir nähern uns schon mal dem Ende. Während der Ladezeit kommt, sage ich euch schon mal, die Aufzeichnung, falls ihr nicht alles mitbekommen habt, gibt es morgen am 13. Juni vormittags oder mittags bei mir auf meinem YouTube-Kanal bei Writing Bull. Und Anno Streams gibt es regelmäßig. Schönes Spiel, ne? Gibt es regelmäßig. Der nächste ist am übernächsten Mittwoch, in genau einer Woche, abends ab 20 Uhr. Und jeden Abend ab 22 Uhr ein Gute-Nacht-Video mit Anno 1800. Kein Gag, die Reihe heißt wirklich so. Gute-Nacht mit Anno 1800 und mit WB. Da spielen wir nicht mit der KI, sondern nur gegen Piraten, ganz gemütlich, ganz ruhig. Heute ist das Video ausgefallen. Ihr wisst warum, ich war anscheinend woanders und habe es vorher nicht mehr geschafft, es rechtzeitig fertigzustellen. Aber ansonsten jeden Abend, 22 Uhr, ein wildromantisches Anno 1800 Let's Play. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Komponenten, die wir verbaut haben, es gibt einen Blogartikel auf der ROG Homepage, Link findet ihr. Überall rund um die Aufzeichnung, rund um diesen Stream, in den Chats wird es gepostet oder ihr guckt mal auf der ROG Homepage nach. Die neue Welt kommt, indem man auf links unten oder indem du einfach auf Space drückst. Also ja, ich konnte es mir aber nicht nehmen lassen, hier in diesem echt hervorragenden Safe-Game einmal hier entlang zu fliegen. Das sieht wirklich toll aus. Eine riesige Parklandschaft. Ich bin sehr beeindruckt. Möchtest du mal durch den Park flanieren? Das können wir. Das ist der Zoo da links unten. Das ist der Zoo. Da werden Tiere drin aufgestellt. Es gibt Volieren, es gibt Flamingos. Tag und Nacht leuchtet das elektrische Licht. Ohne Stromzähler, Lichtverschmutzung, Bären, die Männchen machen. Und hier kommen wir in den Park. Das ist wirklich sehr, sehr schön gebaut. Kann ich hier drüber springen? Die Tiere bei Anno 1800 bekommt man, indem man die in Expeditionen einfängt oder sich kauft bei einer KI-Händlerin, da kann man welche bekommen für den Zoo. Den Zoo kann man sich relativ frei zusammensetzen, kann Gehege bauen, kann dazwischen Grünanlagen erstellen. Das Ganze hat auch einen materiellen Nutzen. Danach kommen nämlich Besucher auf eure Insel und zahlen klingende Münze dafür, dass ihr eine so schöne Insel mit so schönen Tieren gebaut habt. Ja, aber du wolltest nochmal in die... In die neue Welt, links unten, genau, Weltkarte, neue Welt. Und jetzt fliegen wir rüber. Und das ist auch eine verdammt ungewöhnlich große Inseln in der neuen Welt, die sind ein bisschen nachempfunden der Karibik oder Südamerika. Und auch da kann man sich ähnlich bewegen. Da ist natürlich gleich tropische Hitze, gleich sind ein paar Grad heißer. Der PC muss sofort mehr rödeln, die Lüftung wird angeschmissen. Heiße Inselwelten, die wir hier haben. Kann man das eigentlich irgendwie wahrnehmen? Also wenn ich jetzt mal mein Mikrofon nehme hier und an den Rechner halte. Es wird glühend heiß, ne? Das Mikro schmilzt. Aber trotzdem, der PC halt sehr, sehr schön leise. Das finde ich auch immer sehr wichtig beim Spielen. Selbst wenn man Kopfhörer trägt, man nimmt es ja doch immer irgendwie wahr. Und deswegen finde ich einen leisen PC einfach auch mal sehr, sehr wichtig. Das ist die neue Welt. Erstaunlich große Städte. Auch in der neuen Welt. Von wem ist der Spielstand? Weißt du es noch? Der war jetzt von Lord Alexander, wenn ich mich nicht täusche. Lord Alexander, danke dir. Das war doch das Spiel mit der Cloud gespeichert. Was Marcel war? Wünscht mir, ja, Daniel, genau, komm gut nach Hause, lass dir das Teil nicht wegschnappen unterwegs. Welcher Daniel jetzt? Ich glaube, ich bin gemeint, Daniel. Tut mir leid. Das waren meine Leute. Wo der andere Daniel-Fanclub mittlerweile auch wächst. Ja. Genau, jetzt sind wir schon zwei. Ich glaube, das haben wir gut hinbekommen. Also wir beide haben das gut bekommen und die beiden noch ein bisschen mehr, oder?
Absolut. Man muss ja bedenken, unter Zeitdruck den PC zu schrauben, ist immer was ganz anderes als zu Hause in Ruhe. Hier das einzelne Kabel prüfen kann, wo man das ein oder andere mal nachlesen kann. Und man muss ja zusagen, dass man auch, wenn man zu zweit baut, man spricht sich ja normalerweise viel mehr ab, als es halt in so einem Livestream möglich ist. Weil man möchte jetzt nicht über jedes Kabel reden, man will ja auch im Chat eingehen. Und ja, dementsprechend war dann ein Kabel lose, was ja zum Glück dann auch schnell wieder gefixt wurde. Vielleicht möchten die beiden Helden des Abends sich ja mal kurz vor das Mikrofon da vorne hinsetzen. Die beiden sehen ein bisschen fix und fertig aus, ganz ernsthaft. Laschen schon ein bisschen ab. Ziehen sich nochmal die T-Shirts über die verschwitzten Bäuche, haben sich mit Handtüchern die Stirne von Schülerpraktikanten und Praktikantinnen abrubbeln lassen. So sieht ein Mann aus, der gearbeitet hat. Zeig mal bitte dein erschöpftes Gesicht in die Kamera. Erschöpft, aber glücklich. So sieht der andere Mann aus. Moment, ich muss die Kamera noch ein bisschen... Doch, jetzt habt ihr das geändert, ne? Ja. Ihr seid beide zu sehen? Ihr könnt euch... Ich hoffe, oder? Ich kann es gerade noch... Doch, ja, beide zu sehen. Ich muss mich selber mal beiseite schieben. Weil leider Franks Gesicht im Augenblick nicht sichtbar ist, war meins drüber. Oder du setzt dich in die Mitte. Na ja. Im Augenblick sieht es so aus, als ob wir deinen Körper mit meinem Gesicht verbunden hätten. Ich weiß nicht, wer von uns beiden mehr profitiert. Ich profitiere auf jeden Fall. Jetzt bist du besser zu sehen, danke dir. Das sind die Helden des Abends. Nochmal kurz zur Erinnerung, die beiden Herren ganz auf der linken Seite, Chris und Daniel, das sind die beiden, die mir diesen traumhaften PC gegönnt haben. Die beiden Herren links, ganz links und der zweite von rechts, nämlich Chris und Frank, sind die beiden, die mir diesen traumhaften PC zusammengebaut haben. Der junge Mann in der Mitte, Daniel, ist derjenige, der euch am Schluss durch den Abend so schön durchgeleitet und euch die Anno-Städte gezeigt hat. Derjenige, der ganz klein oben in die Ecke eingeblendet wird, das ist derjenige, der sich jetzt sehr herzlich bedankt für diesen wunderschönen PC. Für eure Aufmerksamkeit, dass ihr so lange durchgehalten habt, obwohl ihr es ein bisschen Überlänge habt und der euch herzlich einlädt, noch zu mehr Streams, Videos, was auch immer. Vielleicht fahre ich hier auch nochmal hin, wäre mir eine Freude und vielleicht schaut ihr bei mir und bei Frank auf seinem Kanal nochmal vorbei. Danke für eure Aufmerksamkeit. Es war ein wunderschöner Abend. Danke für die gute Laune, die ihr auch im Chat, in den Chats war, versprüht und verbreitet habt. Und eine wunderschöne gute Nacht. Habt's gut, habt eine gute Zeit mit euren PCs und mit Anno und womit auch immer. Tschüss. Online.